Robert Hofmann, The Changeman, Steve Schuto, Rick Garrido, Lars Paulsen, Johnny O'Sullivan, Gino Singh, Marco Giesel. Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe vom Final Table. Hier wird nicht gelacht, liebe Gäste, ihr seid gleich noch dran. Wir sind ein bisschen später. Lag an Donny, soll ich sagen. Nein. Heute entscheidet sich, lieber Felix, wer am Ende am Final Table den letzten Platz holt. Und eins ist klar, wenn wir auf unsere Gästeliste gucken, es wird keine Frau sein. Das ist eigentlich schade, ne? Ja, es ist Premiere, ne? Also ich weiß nicht, hatten wir das schon mal? Das nur eine ich glaube nicht. Aber? Ja, ich bin auch gespannt, was passieren wird. Also es wurden schon Spickzettel geschrieben, habe ich gesehen. Das kann heiter werden auf jeden Fall. Wir stellen euch gleich die Gäste natürlich für die 8. Folge auch einzeln vor. Ist ja logisch, jetzt für euch erstmal die Regeln. Wer noch nie etwas mit Poker zu tun hat, und davon soll es ja auch den einen oder anderen geben, der wird jetzt vielleicht sagen, ey, wie geht das? Und auch von unseren Gästen und von unseren Mitspielern am Tisch soll es ja auch den einen oder anderen geben, die sich eben im Aufenthaltsraum noch Spickzettel gemacht haben. Hast du gesehen? Ja, habe ich. Das sind die Regeln. Also alle aufpassen im Raum. Gespielt wird bei Final Table die beliebteste und am weitesten verbreitete Pokervariante Texas Hold'em. Zu Beginn müssen die beiden Spieler, die links vom Dealer-Button sitzen, als Einsatz den Small Blind und den Big Blind setzen. Letzterer geht fortan als Mindesteinsatz für alle Spieler. Danach verteilt der Dealer zwei Karten an alle Spieler, die nur sie einsehen können. Sie müssen sich nun entscheiden, ob sie ihre Hand spielen oder aussteigen möchten. Das nennt man dann Fold. Call bedeutet, mit dem aktuell gesetzten Beitrag mitzugehen. Bei einem Raise wird der Einsatz erhöht, wobei die anderen Mitspieler dann wieder mindestens gleichziehen müssen. Der Spieler, der den Big Blind gesetzt hat, hat als letzter die Möglichkeit zu checken, zu folden oder zu erhöhen. Geht ein Spieler All-In, setzt er all seine Chips in den Pot. Haben alle Spieler gesetzt, deckt der Dealer drei Gemeinschaftskarten auf, den sogenannten Flop. Mit ihnen kann jeder Spieler sein Blatt kombinieren. Nun können die Spieler wieder checken, raisen, callen, folden oder all-in gehen. Checken alle Spieler, dann wird weitergespielt, ohne dass etwas gesetzt wurde. Danach legt der Dealer eine vierte Karte, den Turn, zu den Gemeinschaftskarten und jeder Spieler hat wieder dieselben Einsatzoptionen wie in der Runde zuvor. Anschließend wird die fünfte und letzte Gemeinschaftskarte, der sogenannte River, gelegt. Es folgt die finale Setzrunde. Schafft es ein Spieler, seine Gegner trotz eines schlechten Blattes zum Fold zu drängen, gewinnt er mit einem Bluff, ohne dass er seine Karten zeigen muss. Wenn mehr als ein Spieler nach den Einsätzen übrig bleibt, kommt es zum Showdown. Dabei müssen die verbliebenen Teilnehmer ihre Karten offenlegen. Derjenige, der aus seinen zwei Handkarten und den Gemeinschaftskarten die beste Fünferkombination legen kann, gewinnt die Partie und damit den Inhalt des Pots. Nach jeder Partie wandert der Dealer-Button eine Position weiter nach links. Royal Flush! Der höchstmögliche Straight Flush. Straight Flush! Fünf Karten gleicher Farbe in Reihe. Vierling! Vier Karten gleichen Werts. Full House. Ein Drilling und ein Paar. Flush. Fünf Karten gleicher Farbe. Straße. Fünf Karten in Reihe. Drilling. Drei Karten gleichen Werts. Zwei Paare. Zwei Paare. Ein Paar. Ein Paar. High Card. Die Karte des höchsten Werts. Das sind die Regeln. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, wir haben unseren Experten natürlich in der Kommentatorenbox. Der X-Fix Felix Schneiders ist absoluter Pokerprofi. Der wird uns das Ganze natürlich im Laufe dieser Sendung des 8. Final Tables natürlich mal erklären. Also wir nehmen euch an die Hand. Man braucht natürlich ein Kartendeck und man braucht vor allen Dingen einen Pokertisch. Hinten ist er schon beleuchtet und wir brauchen natürlich großartige Pokerspieler. Die haben wir auch. Wir fangen an mit jemandem, der sagt, Pokern ist eigentlich wie Sex.
habe ich normalerweise nicht. Da haben wir gedacht, diesen Mann müssen wir einladen. Rick von den Space Rocks, komm rein. Wir wollen dir natürlich was Gutes tun. Endlich mal wieder Sex. Geil, hier auf dem Tisch, wir beide? Nein, noch nicht, aber okay. Spielst du Poker normalerweise mit Freunden, mit Bekannten, mit wem auch immer? Wir hatten rausgefunden, wo mein Pokerkoffer ist. Der ist bei uns im Büro, aus dem Grund, weil ich ihn nie benutze. Ja. Kein Interesse, kein Können, keine Lust. Also ich war natürlich immer der Beste, wenn ich mit meinen Freunden gespielt habe. Es wurde halt immer langweilig, wenn nach einer halben Stunde es dann hieß, ich habe keinen Bock mehr, all in. Deswegen... Kannst du übrigens heute auch machen. Du weißt, wo dein Platz ist. Wir drücken dir trotzdem die Daumen. Du weißt, es geht um den letzten Platz für den großen Final Table. Wir drücken dir alle die Daumen. Wusste ich nicht. Cool. Jetzt weiß. Da ist dein Platz. Wir sind gespannt. Steven, ebenfalls von den Space Rocks, komm rein. Hast du dir auch dann einen Spickzettel gemacht? Ich habe... Zeig ihn mal bitte. Oh, warte, der liegt da hinten. Ja. Also es gibt ja einen Aufenthaltsraum, eine Etage höher, und da kann man sich Notizen machen, wenn man so, was hast du da, also ist das die Reihenfolge jetzt? Ja, ach, da ist so Paar und Doppelpaar drauf, so die Sachen, und Drilling, die Sachen, die ich geil finde einfach. Mathematische Formeln auch? Genau, das sind die Coins, die da liegen. Da stehen keine Nummern drauf, nur Farben, und deswegen habe ich mir auch geschrieben, welche Farbe was wert ist, also. Okay, macht dir das Spiel denn Spaß trotzdem? Ja, doch, tatsächlich, aber am meisten Spaß macht mir eigentlich das Gerede drumherum, also die ganzen Gespräche, die dabei entstehen. Hast du eine Taktik? Ja. Die du aber natürlich vorher nein, nicht... Nein, nein, Profis machen sowas. Alles klar, dann setz dich hin. Danke. Viel Erfolg. Robert ist am Start. Komm rein. Bist denn du jemand, der sagt, alles klar, die haben vielleicht noch nicht gepokert, ich weiß, wie es geht wenigstens. Ich will ehrlich sein, ich habe meine Zeit lang davon gelebt, zu spielen. Und dann aber, ja, aber ich habe dann aufgehört, weil es mir einfach zu krass wurde und habe dann gesagt, YouTube ist besser. Unsere anderen Gäste sind weg. Nein, du hast wirklich... So anderthalb oder zwei Jahre. Als der Online-Hype losging? Genau. Ich will bloß ehrlich sein. Das ist Anfang der 2000er. Nee, so 2007 oder 2008 oder so, aber dann spielst du mal so 10 Tische parallel und dann bist du völlig wirr im Kopf und... Na toll, das ist jetzt... Ich wollte ehrlich antworten, okay? Ja, ja, aber ich mache es nur aus Spaß und ich will einfach nur mit Steve die ganze Zeit schimpfen und so. Es wird super cool. Und dann hast du wirklich aufgehört? Hast du dir eine Bankroll aufgebaut und wurdest reich und hast auch alles richtig versteuert? Nein, YouTube und so fand ich viel cooler. Ich wollte einfach was Richtiges machen. Das wird ein lustiger Abend. Glaube ich auch. Vielen Dank, dass du heute hier bist. 10 Tische brauchst du nicht gleichzeitig spielen. Einer reicht, aber dafür hast du noch 7 andere Gegner. Danke, dass ich da sein darf. Ja, immer, kein Problem. Bitteschön. The Changeman ist bei uns. Da ist er. Normalerweise ja auch Schauspieler. Das kommt dir doch wahrscheinlich dann auch zugute am Tisch, ne? Ja. Ja? Okay. Hast du eine Taktik? Hast du dir was vorgenommen? Hast du einen scheiß Zettel in deiner Tasche? Zeig ihn. Nein. Weißt du, wo du sitzt? Nein. Wir haben den Zettel. Das ist doch deiner, der lag doch auf deinem Tisch. Guck mal hier. Ist das nicht deiner? Quads, 4 gleichnamige Karten, zum Beispiel 7777. Full House, 3 und 2 gleiche. Willst du ihn mit in den Zettel? Oder? Drilling steht auch drauf. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Hau rein. Dieser Mann hat mir freundlich auf meine Plauze gezeigt, als ich ihn gefragt habe, ey, ich brauche Training. Da hat er gesagt, das sieht man. Ich meinte aber eigentlich, ich brauche Age of Empires 2 Training, Marco. Das war echt nett. Aber vielen Dank. Mach die Weste mal an. Soll ich anmachen? Und zieh deine Brille auf. Oh, oder willst du die gleich erst am Tisch? Die behalte ich noch für mich. Ja. Was für Parallelen kann man ziehen zwischen Age of Empires und Pokern? Gibt es da irgendwas aus deiner Sicht? Man kann auch in Age of Empires gut bluffen, habe ich gestern wieder gezeigt. Jeder, der die Folge... Donny, hör zu, ne? Ja. Der die Age of Empires Folge nicht gesehen hat, weiß, wenn er... Naja, wie man gut bluffen könnte und die Einheiten des Gegners provoziert. Ja. Das heißt, du bist auch ein Bluffer, du? Ja, und vor allem Bluffer. Ja? Aber auch ein Labersack. Dann nimm Platz. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir drücken dir die Daumen, genauso wie Donny. Wir drücken dir auch die Daumen. Du hast ja komm rein. Du hast ja bei der letzten Folge, glaube ich, relativ früh das Zeitliche gesegnet. Also dritter, vierter Platz oder weißt du auch selber auch nicht mehr? Hast du schon verdrängt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, als dritter oder vierter bin ich gegangen. Gehst du denn hier rein und gut, es kann auch ruhig vielleicht der zweite Platz heute mal werden oder also, Sieg? Was viele heute nicht wissen, was ich letztes Mal auch nicht gesagt habe, ich habe auch von Poker gelebt. An 1,5 Jahre ungefähr. Ja. Das war damals in Berlin und da war ich obdachlos in der Zeit. Ja. Deswegen. Okay. Ja, lief halt nicht ganz so gut, aber.
Jetzt sitzt nur Marco am Tisch. Mhm. Ich habe es gestern ja gesehen. Es war ein großartiges Spiel übrigens. Bist du jemand, der die Niederlagen direkt abhackt oder nimmt man das heute mit an den Tisch? Die Niederlagen vom letzten Mal, meinst du, dass ich rausgeflogen bin? Von gestern. Von Ach so, nee, das ist ja ein anderes Spiel. Ja, das, also hat nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Ich bin heute voll fokussiert. Wichtig ist halt, dass die Mannschaft einfach auch gut abliefert. Also es gibt ja kein I in Poker. Und mir ist halt wichtig einfach, dass, ja, dass wir einfach als Mannschaft gut abliefern und dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Viel Spaß, Donny, viel Spaß. Dankeschön, ciao. Hey, viel Spaß. Lars ist dran. Ja. Du warst, glaube ich, auch schon einmal dabei. Ich habe nicht... Hab's nicht mal auf dem Schirm, wann bist du rausgeworfen? Dritter, also vom Heads-Up. Gibt es Sachen, die du, wo du sagen würdest, okay, das mache ich nicht mehr so wie beim letzten Mal? Ach, ich muss sagen, auch um die Zeit kurz zu nutzen, einen kleinen Shoutout an Felix. Ich habe nämlich nach der letzten Runde habe ich ihn wirklich gesuchtet. Also so 2-3 Wochen lang jeden Stream geschaut. Und ich kann's ist gut, jedem, ne? Ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, wenn man sich so ein bisschen mit Poker mal befassen will und da so die Energie von Felix irgendwie auf seinen Körper übertragen lassen möchte, dann sollte man X-Flix auf Twitch sich reinziehen und seine Videos anschauen. Und seitdem habe ich natürlich ein bisschen mehr gelernt, aber dann habe ich jetzt wieder 3 Monate nichts gemacht oder so. Deswegen. Aber vielleicht hilft dir das heute schon mal weiter. Vielen Dank, dass du da bist. Nimm Platz und wir drücken dir die Daumen für den letzten Platz. Gino, komm rein. Master in Bewegungswissenschaften hast du aber heute, musst du ruhig bleiben, ne? Ja. Ich glaube trotzdem, dass mir das weiterhelfen kann. Ja, inwiefern? Ja, Konzentration über eine lange Zeit hinweg. Da ich glaube, dadurch, dass ich mich mit Sport auskenne und ein bisschen mit Körper auskenne, glaube ich schon, dass mir das so ein bisschen was weiterhelfen kann. Was viele ja auch unterschätzen, das sagt ja Felix auch immer, es ist auch irgendwann eine körperliche Geschichte. Das heißt, 3 Stunden ruhig sitzen, da werden viele dann irgendwann nervös. Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, könnte ich im Long Run, wenn ich überhaupt so lange drinnen bleiben, könnte ich dann noch meine Vorteile ziehen und die paar Asse aus dem Ärmel holen. Wir drücken dir die Daumen. Danke. Vielleicht wird es was mit dem Final Table. Nimm Platz, unser Platz ist Carsten, unser Dealer. Nimm Platz, dann ist unser Tisch komplett. Der Mann macht einfach einen fetten Job. 5 Stunden da sitzen, Karten ausgeben, sich nicht verzählen und immer wieder die Chips zählen. Großartig. Danke übrigens auch an unsere Partner Jobstairs, die ganze Sause hier möglich machen. Danke auch an euch, die zugucken. Gleich gibt es natürlich auch noch einen Kanal, wo ihr die Kommentatoren wegschalten könnt, beziehungsweise einen Kanal, wo es gar keine gibt. Und jetzt brauchen wir euch natürlich. Das heißt, ihr könnt auch mitspielen. Und wie das Ganze geht und was ihr davon habt, das seht ihr jetzt. Beim Final Table könnt auch ihr mitspielen. Geht dazu einfach auf watch.rocketbeans.tv und meldet euch dort mit eurem YouTube- oder Twitch-Konto an. Beim Start des Pokerturniers habt ihr 10.000 virtuelle Chips zur Verfügung. Von denen könnt ihr zu Beginn jeder Runde einen selbstgewählten Betrag auf die Person setzen, von der ihr glaubt, dass sie gewinnen wird. Tippen könnt ihr ab dem Moment, an dem die erste Karte an die Spieler ausgegeben wird, bis zu dem Zeitpunkt, wenn die erste Karte des Flops aufgedeckt ist. Liegt ihr mit eurem Tipp richtig, bekommt ihr den doppelten Wetteinsatz zurück. Liegt ihr falsch, sind die gesetzten Chips verloren. Die 3 Spieler, die am Ende die meisten Chips gesammelt haben, gewinnen jeweils ein individuelles, bunt gemischtes Rocket Beans Paket. Euch die Daumen, wir brauchen euch, wie das Ganze geht, habt ihr gerade gesehen, erklären wir aber natürlich im Laufe des Abends. So, der Tisch ist angerichtet, Carsten, du kannst schon mal mischen und dann geht's gleich los. Kurze Pause, ich gehe zu Felix in die Kommentatorenbox, bis gleich. So, da sind wir. Wir können den Tisch zwar noch nicht hören, aber dieses Problem werden wir mit Sicherheit fixen. Das ist der Tisch. Hast du, lieber Felix, schon, wenn du deine Gegner, auch wenn du selber spielst, dir so anguckst, kriegst Profile. Man da so ein Gefühl? Profile. Ja, sofort. Ist der gut, ist der schlecht? Instinktiv. Es gibt gewisse Merkmale, auf die ich dann achte. Das hat meistens mit der Körperhaltung zu tun. Ja. Also, was ist, erzähl mal, welche Körperhaltung? Naja, es gibt halt die Körperhaltung, die eher so signalisiert, dass jemand gar nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt. Und das ist Unsicherheit und man ist dann meistens so ein bisschen am Wackeln und so ein bisschen so, weiß nicht so recht, was jetzt passiert. Aber manche sitzen sehr, sehr ruhig und gelassen am Tisch. Und da merkst du schon so ein bisschen, ich glaube, da steckt eine gewisse Pokererfahrung dahinter, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Naja, Gino hat ja, haben wir eben schon erfahren, ist sehr sportlich, ja, ja. Master in Bewegungswissenschaften und hat eben ja auch schon gesagt, ey, wenn man 3 Stunden da sitzt, dann muss man schon ordentlich
Kondition haben und dann hilft ihm das vielleicht. Okay. Ja, kann ein Vorteil sein? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also beim Pokern brauchst du Geduld. Und das ist ein reines Geduldsspiel. Gerade so ein Pokerturnier ist ein Geduldsspiel. Du musst am Ende gewinnen, am Anfang kannst du rausfliegen, aber nur am Ende kannst du das Turnier gewinnen. Das heißt, du musst bis zum Ende durchhalten. Und da machen viele unterwegs auch mal Stopp, körperlich und geistig. Und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Charakterzug von einem guten Pokerspieler. Die Spieler werden jetzt gerade instruiert, wie das Ganze nochmal geht. Da einige brauchten ja auch Nachhilfe, wie die Chipwertigkeit ist, Spickzettel, ja, Stichwort Spickzettel. Aber bei so einem Turnier ist das eigentlich völlig unerheblich, denn es kann tatsächlich sein, dass man überhaupt keinen Plan hat und trotzdem hier heute als Sieger vom Tisch geht, oder? Das würde mich nicht verwundern. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, es sind eine ganze Menge Leute heute dabei, die vielleicht sogar noch gar nicht gepokert haben. Gehe ich davon aus. Und sowas ist immer sehr, sehr interessant, sage ich mal, zu sehen. Weil wenn man rein aus der Intuition, aus dem Bauch heraus spielt, kann das mal zu sehr, sehr unerwarteten Moves und Plays führen, die gerade bei denen, die etwas mehr Erfahrung haben, vielleicht auch mal Emotionen hervorrufen werden. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, heute in der 8. Ausgabe geht es tatsächlich darum, wer nimmt den Platz für den Final Table an. Da sitzen unter anderem Etienne sitzt da, glaube ich, Schröck sitzt da, Fabian Siegesmund ist da, Jody aus der letzten Folge sitzt da, das sind nur vier. Die haben uns richtig gut gespielt, ne? Wir waren richtig beeindruckt letztes Mal. Ja? Ja, ohne Witz. Heute haben wir ja leider keine Frauen. Das ist ganz komisch. Also, hat das einen Einfluss auf die Spieldynamik? Ja, ja, ich glaube, eine Frau im Spiel hat das Ganze so ein bisschen irgendwie noch, ich weiß nicht, ich will nicht sagen kontrollierter gehalten, aber zumindest so, es war so ein gewisses Element dabei, wo man gemerkt hat, die mussten alle so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, jetzt können die Egos so ein bisschen mit denen durchgehen. Aber ich bin gespannt. Wir gehen rein. Für euch natürlich nochmal der Hinweis, es gibt auch einen anderen Stream, da braucht ihr unser Geblubber nicht ertragen. Könnt ihr natürlich machen. Könnt ihr machen. Wir wünschen euch viel Spaß und Carsten, der Dealer, gibt, meine ich, jetzt die erste Hand und ihr habt, bis nur noch zwei Spieler am Tisch sind, die Chance auf euren Sieger in der jeweiligen Runde zu setzen. Das heißt, ihr habt Chips bekommen, ihr könnt mitmachen. 10.000. Und genau, 10.000. Und die setzt ihr jetzt auf euren Favoriten. Das Ganze geht dann bis zum Flop und dann ist das Spiel erstmal gestoppt. Und am Ende gibt es auch einen Gewinner und fette Preise. So. Call. Wenn das ein Race sein sollte, ist die Chance leider vertan. Mhm. Also und können wir das machen, ja? Große Chips reinwerfen und du rechnest das dann quasi genau. Um? Ja, okay. Wenn es allerdings dann zwei Chips sind, egal was der andere ist, wenn es nur ein 50er ist, 1050, dann ist das ein Race, weil dann weiß ich ja, der hat genug Chips. Mhm. Aber wenn es immer nur einer ist, dann vorher ansagen, falls es ein Race sein soll. Das verstehe ich immer nicht, die ganze Nummer. Aber egal. Wirst du dann wahrscheinlich irgendwann schmerzhaft erfahren. Ja, ja. Oder eben auch nicht. So. Dankeschön. Das ist halt, weil man manchmal zum Beispiel, du hast nur 10.000er Chip noch oder sowas und der Bein ist 100, dann kannst du auch mit dem einfach callen sozusagen. Darum geht's. Und dann macht der Dealer das. Du verstehst nichts. Ich schalte dann auch den Dealer was raus. Das ist wie früher Matheunterricht. Höchste Karte zieht. Ja. Falls Gleichheit, zählen die Farben. Brauchen wir nicht. Der König gewinnt. Machen wir jetzt noch eine Probe-Runde oder fangen wir an? Bitte auf Max. Ist es jetzt die richtige Runde? Wir proben Carsten, noch, ne? Nee, das ist. Sie die Runde geht schon richtig los. Oh, okay. Okay. Auf zu Max. Also, Fairplay, ne? Viel Spaß, Jungs. Hat jemand noch irgendwelche Kampfrufe, die er loswerden muss? Er hat gesagt, er wollte Max genannt werden. Niemand? Ich weiß nicht, ob das ein Gag war oder. Fertig. Er wollte Max genannt werden. Heute gehst du allein nach Hause. Ändert es am besten um. Spaß, einfach live. Ja, auch mal. Danke, war richtig nice. Alles klar, Max. Ich schick dich ins Space. Hat dir keiner gesagt, dass du auch mehr schießt? Mir schaffe ich. Das ist schon verkackt, den Spruch. Blinds bitte noch. Gino und Lars, 50, 100. Vielen Dank, dann kannst du es gehen. Oh Gott. Hey Leute, gutes Spiel, ne? Gutes Spiel. Die auch doch niemand. Geil, Half, Alter. Gino, geiler Typ. Boah, ich, wenn wir das erst so mega exakt machen, weil das sonst nicht satisfying ist. Ach so, das ist ja diese Mechanik, dass so, Felix, ich bin ne? gespannt. Mhm. Es gibt viele Spieler, die... Wir dürfen jetzt vor dem Flop mit guten Karten erhöhen. Ja, das kann man jetzt aber nicht erwarten. Ich gehe davon aus, dass es genauso weitergeht. Jetzt wird erstmal wieder nur gelimpt, nennen wir das im Poker. Limpen ist, wenn der Big Blind nur bezahlt wird. Also der Big Blind ist 100. Wenn man einen Flop sieht, dann ist quasi 100. Und das werden die einfach alle machen, weil die wollen alle spielen. Die lassen jetzt erstmal die Spielmaus raus. Und dann wird erstmal gucken. Das sind halt genau die Sachen, die jetzt ein professioneller Spieler nicht machen würde, weil er genau weiß, dass er sich nicht auf das Glück der Karten verlassen will, sondern dass er einen gewissen Einfluss auf das Spiel nehmen möchte. Und das geht nur, indem man möglichst aggressiv spielt.
Die ersten Sonnenbrillen sind auch da. Ja, der Donny, der ist ja ein erfahrener Pokerspieler. Das wissen wir ja. Der weiß, was benötigt wird. Der kann auch ganz gut Age of Empires 2 spielen, wie ich weiß. Er macht direkt richtig. Er raced direkt und zwar auf 600. Und ich finde das richtig gut, dass er das erste gute Ass nimmt, um richtig Druck zu machen. Da hat, ich sag dir, da werden alle aussteigen. Oder sehr wenige werden nur mitspielen. Ich sag dir eins, Rick wird dabei sein. Oh Gott, vielleicht habe ich eine falsche Vorhersage getroffen. Gino Fold. Max Cold. Max. Steve Fold. Steve Fold. Aber selbst Lars hat mit Ass 8 zugegriffen. Das finde ich auch schon sehr bemerkenswert. Und sehr diszipliniert. Habe ich gesagt, dass Rick callt? Er callt. Wahnsinn. Aber er hat zumindest schon mal das Feld ausgewählt. Ich finde es trotzdem gut. 600 ist ein super Betrag bei so vielen Spielern. Ordentlich geraced. Oder wie wir gestern herausgefunden haben, angeschlagen. Man sagt dann den Pott angeschlagen. Er hat ihn angeschlagen. Vielleicht sollte man es für die Zuschauer erklären. Oha. Oh! Donny Check, oder? Ist das eine gute Option jetzt? Check finde ich super. Obwohl die meisten Leute jetzt von ihm eine Bet erwarten würden. Wenn ich ein guter Spieler jetzt ihm, wenn ein guter Spieler ihm gegenübersetzen würde, würde er erwarten, dass Donny hier eine sogenannte Continuation-Bet macht. Also dass man einfach nach dem Flop. Man macht einfach weiter. Fortführt. Mhm. Aber die meisten Spieler haben vielleicht eher Angst, deswegen finde ich ihn gut, dass er. Wäre es jetzt gut, wenn er checkt? Er kriegt aber von Josef auf jeden Fall Action. Wir brauchen keine Probe-Runde, nein. Das ist super, das möchte man mit Ass 9 doch haben. Einer trifft die 8 und hat noch einen König-Kicker, ist doch geil. Also Josef geht nicht davon aus, dass er Donny die 9 hat. Es sind ja nur noch 2 draußen, warum soll er eine von diesen beiden haben? Ist relativ unwahrscheinlich. Und mit der 8 bin ich immer ganz gut. Ja. Er sollte einfach oft die beste Hand halten hier, denn dass jemand 3-9er floppt, ist sehr unwahrscheinlich. Vielleicht lassen wir uns mal den Tisch anhören und dann gucken wir mal, wie jetzt Donny verbal mit dieser Situation umgeht. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Jetzt Seinfeld. Oh mein Gott. Aber du bist Katzenbesitzer. Das war jetzt die Testrunde. Hallo, Privatsphäre. Das war die Testrunde. Mistdeal. Mistdeal. Das große Geheimnis. Mistdeal? Weil eine deiner Karten, schalt mal in die GoPro halten, sollst du? Weil beide. Ich soll meine Karten in die GoPro halten? Doch nicht. Leg sie offen hin. Offen? Aufdecken, alle aufdecken. Weil eine von den Karten, die in der Mitte sind, soll eine deiner Handkarten sein. Nee, ist es aber nicht so. Ja, aber in der Technik. Deswegen also ist irgendwas. Oh, Leute, ja, ey. Ja, ich hätte jetzt gereraced nochmal, ne? Also, ja. Ihr macht jetzt Showdown oder was? Ich hätte jetzt nochmal gereraced, mir wahrscheinlich den Pot so auch geholt. Mir fehlen noch Karten dazu. Felix, das ist so eine Situation, die man richtig am Anfang, wenn man eine Hand kriegt, richtig geil findet, oder? Man hat Ass 9, es liegt mal 9 und der Dealer sagt, Arsch lecken, es ist von Mistdeal, tut mir leid, das Spiel ist hier beendet. Aber das Ding ist, Donny hätte eh nicht mehr weiterspielen sollen, weil allein schon die Tatsache, dass er gesagt hat, wie ich soll aufdecken, hat eigentlich schon verraten, dass er eine gute Hand hatte. Also, ihr habt es gemerkt, liebe Leute, da gibt es vielleicht ein kleines Problem, was wir lösen müssen in der Technik. Das werden wir jetzt auch machen. Und was ist das Beste, was man dazu hat? Wir haben natürlich vorgesorgt. Wir gehen mal in die Werbung und dann klären wir das. Bis gleich. So, weiter geht's. Ja. Nur noch mal, um das klarzustellen. Eben hatte Donny ein Drilling mit Ass 9 auf dem Board, liegt 9-9 und dann gab es leider einen Mistdeal. Leider gelöscht. Das muss man aber am Tisch auch erstmal verdauen, oder? Ich meine, was willst du machen? Wenn der Dealer Mistdeal macht oder sagt, dann ist das Gesetz, dann kannst du machen nichts. Ja gut, ist die Frage, hakt man das ab oder kotzt man ab? Nee, muss man abhaken. Da musst du drüber stehen. Wenn du da nicht drüber stehst und jetzt schon tiltest, dann hast du jetzt schon verloren. Okay, wir gehen zum Tisch, gucken mal, wie die nächste Hand so läuft. Der Changeman und ich hatten das. Ja, und das ist jetzt immer der zweite Kanal. Ich habe 10-mal Lanz gehört. Jo. Westmann called. Ich verpasse mal, wenn es hier losgeht. Ficke die Farbe. Rick called. Donny Fold. Da mach ich mit.
Ist das nicht das, was Dealer-Button musst du behalten, musst Chips reinwerfen, wenn du weiterspielst. Robert Kohl. Dealer-Button reingelegt. Dann halt nicht. Josef Fold. Tino called. Check. Und Lars hat die Option und checkt. Es gibt keine Glitches im Pokerspiel. Ich hab gedacht, das ist so ein Glitch, er merkt es dann nicht. Sechs Spieler. Scheiße. Lass gut sein jetzt. Lass gut sein. Ja, deswegen lass es funktionieren, bitte lass es funktionieren, bitte lass es funktionieren. Das, das gut sein, ist deswegen sitzt hier ein Mensch und keine Maschine. Das ist auch immer so väterlich so, ne? Egal was du machst, lass gut sein, ne? Guck mal, Papa, ich bin jetzt haben die beiden gefolgt, ich auch zu quatschen, obwohl zwischendurch Leute spielen. Ja, ist ja gut. Gleich in der ersten Hand diesen Fehler. Ich zeig dir noch, was ich richtig mache. Ja. Stimmt. Können alle folgen. Aber Lars hat eh schon die Nuts. Lars hat richtig Bock, guck mal. Hat schon den Royal Flush mit vier Karten. Lars, Bett 300. Royal Flush. Warte mal, ich muss jetzt auch das legen, wenn ich callen möchte? Wenn du mitgehen willst, genau. Okay, cool. Oder gehst du drüber? Steve, Colt. Das hab ich vorhin bei dir gesagt, hast du das jetzt einfach Marco geklaut? Marco Fold, Rick Fold, Robert Fold. Das ist unser Trick. So, wir gucken den ganzen Lars spielt sein getroffenes Ass an, finde ich sehr gut. Hat zwar nur eine schwache Beikarte mit der 3, aber muss natürlich versuchen, das Feld auszudünnen. Ist auch eine sehr gute Bet, die er hier wählt von 300. Das ist passabel, da kriegt er Auszahlungen von schlechterem. Steven bezahlt hingegen jetzt mit einer Hand, die eigentlich gar keine Chance mehr hat, sich zu verbessern. Kaum. Wieso? Ja, er weiß wahrscheinlich noch gar nicht so richtig, was ihm hier passiert ist. Er denkt sich wahrscheinlich... Naja, er hat nichts getroffen. Er hat eine scheiß Dame und eine 9. Ich habe eine Dame und eine 9. Mal gucken, was da noch passiert. Er sieht vielleicht auch zwei Kreuz und hofft, dass da noch mehr Kreuz kommt. Ich weiß es nicht. Aber... Es ist ja immer einfach, hier in der Kommentatorin zu sitzen und abzulästern. Das macht auch eine Menge Spaß, ist aber nicht so gemeint. Aber du merkst direkt, bei Lars merkst du direkt die Erfahrung, er hat schon ein bisschen mehr Pokererfahrung, er macht auch die Setzhöhe, er passt die an den Pot an und das ist sehr, sehr wichtig, dass man im Verlauf des Pottes, wie der sich verändert, eben merkt, dass man noch mehr setzen muss, um dem Gegner einen schlechteren Preis zu geben, um sich noch eine Karte angucken zu können. Und so füttert man den Pot langsam an, macht ihn größer und dann muss man am Ende eigentlich immer die großen Bets raushauen und mit denen eigentlich versuchen zu verhindern, dass der Gegner überhaupt erst in den Showdown kommt. Oder eben dann wirklich den Gewinner zu zeigen. Und das ist nicht immer so leicht. Es kommen ja immer schwierige Karten, die man nicht so genau einschätzen kann. Hat man da jetzt noch die beste Hand oder nicht? Mhm. Und dann werden die Blinds eigentlich geraced, wenn jemand rausfliegt oder nach bestimmten Zeiten? Nach einer bestimmten Zeit. 30, 40 Minuten. So, was ist das Zeichen? 30, 40 Minuten? Weiß ich nicht. Ich warte auf die Regie. Kannst du ein Wort sagen? Genus-Karten, wenn wir wackeln. Wackeln einfach ein bisschen. Mal. Ein bisschen wackeln. Wischen, pusten. Genau. Frag mal ein bisschen. Nochmal? So dieses Schieben. Jawohl. Ja. Es ist da. Ja, bitte. System Mark und Colt. Ich glaube, was du für Karten hast. Rick Colt. Donny Colt. Kann sehen, oder was? Robert Colt. Josef Colt. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Max. Er called. Gino ist raus. Lass auch raus. Steve hat Option. Jetzt überheblich da hinten. Nein, ich will raus. Was kann ich jetzt machen? Alleine. Checken, dann kommen Karten oder gehst nochmal drüber. Was? Achso, dann check ich das. Steve checkt. Check's ab, man. Checken ist immer so. Gibt's dafür... Achso, da kann ich einfach klopfen? Mhm. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Checken. Sechs Spieler. Aber möglichst cool klopfen. Okay. Alles raus. Rückhand. Achso, darf ich nochmal... Schöne Karten. Achso. Steve, Bet 200. Marco Colters. Rick ist raus. Das ist klar. Das ist nicht immer gegeben. Das muss man jetzt noch schauen. Donny und das ist ja auch schwierig jetzt für Donny, die Entscheidung zu treffen. Hat das jetzt zu billig gemacht? Weil ich sehe ja, die 9 macht die Straße. Ich will eigentlich den Pot jetzt entweder sofort mitnehmen. Natürlich ist eine Dame noch drüber. Oder hätte Marco einfach checken sollen. Das ist eine gängige Problematik. Man sieht jetzt hier, dass Steven einfach angespielt hat für 200. Er hat die 8 getroffen. Aber das ist normal. Man füttert jetzt erstmal ganz, ganz klein den Pot an, weil man sich gar nicht so sicher ist, ob man gut ist. Steven hat einfach nur die 8 getroffen. Das ist eigentlich viel zu schlecht, um anzuspielen. Da sollte man gar nichts mehr investieren in diesen Pot, wenn zwei weitere Karten, die höher sind als die 8, liegen und auch nur eine Straßenmöglichkeit besteht. Marco hingegen hätte mit seiner Hand durchaus auch mal ein bisschen höher ansetzen können. Und Donny hat auch noch die Option, was zu machen. Jeder König, jede 9 macht Donny jetzt die Straße und Marco hat aktuell die beste Hand. Marco nimmt ihm aber einen Out mit dem König, also der König ist ja genau eine Karte, die Donny eigentlich braucht.
Das ist eh Quatsch hier, die Reaktion der Turmpro-Ast, dieses Donny wird sich für 200 aber auf jeden Fall eine Karte angucken müssen. Der Preis ist viel zu gut. Im Pott sind schon 1400. Mathematisch gesehen würde man jetzt von Pott-Odds sprechen. Also er bekommt quasi einen Preis von 1 zu 7. Also das, er kann das siebenfache gewinnen für sein Investment. Und er muss gar nicht so oft sich verbessern jetzt. Und das kann schon gut hinkommen. Jede 9, jeder König, jeder Bube könnte ihm die beste Hand machen. Also Marco macht es viel zu billig. Ja. 200. So 600, 700 wäre okay. Marco wird 1000 und Fold von Donny. Yay, schon wieder eine Runde, wo die Karten nicht auf den Deck sind. Ja, deck dir mal die Hand auf. Das ist halt schön, ne? Ich habe voll die Hand jetzt weggeworfen. Ja. Ja. Das war das Ding auf Poker. That's the game, ne? Aber jetzt ist noch bezahlt. Was? Warten bitte weiter. Ich hätte auf jeden Fall, ich hätte Drilling halt gehabt. Ich weiß, ein Drilling ist ganz gut. Aber erst zum Schluss? Wäre kein gutes Spiel, da vorne. Das dann zu. Die 8 zum Schluss jetzt. Das ist halt spekulativ. Button bitte auf Lars. Blind Steve und Marco. Wenn du die Spieler nicht kennst, dann ich weiß, dass 50. Einer so ein... Marco, 100. du bist Big Blind, ne? Hab ich, oder? Nee, nee, Big Blind, Big Blind. Also. Check. Recalled. Donny raus, Robert raus. Joseph raus. Alles raus hier. Gino, Race auf 200. Uff. Aber guck mal, Lars kann sich das leisten. Der zögert. Gino will es richtig wissen auch heute. Er hat noch kein Wort gesagt. Minimum 300. Der Mann braucht also Geld. Also nochmal 300 drauf. Nein, Minimum insgesamt 300. Oder eben höher, wie du möchtest. Oh. Jetzt bin ich dran, oder? Aufpassen auf den Stringbet. Nicht einzeln fahren lassen. Lars re-race 400. Mach das noch einmal. Steve ist raus. Voll. Markus raus. Rick sehen. Ist raus. Ich will sehen. All in. Was? Gino called. Hallo Gino. Hi, na? Na, wie geht's ab? So, wer denn alles Infinity War? Ihr spielt im Team, rein. Einer kommt raus. Ich will nichts hören. Nicht hier darüber reden. Erst du guckst ein Pokerturnier an und dann ist da so ein Typ, der erstmal Infinity Wars komplett ganzen Film einmal durch. Und am Ende gehst du raus. Du musst erstmal was setzen, du. Nur, dass Batman stirbt, ne? Aber erst nach. Gino Bett 1000. Ist auch den. Und jetzt gerade so, oh Scheiße, das waren 1000. Last Call. Wie so eine Pornoseite, oh, oder? Nur der Call. Das tut natürlich jetzt weh, Gino, wenn das ein Bluff war. Oh, aber jetzt brauchst du... Ja. Das wenn das ein Bluff war, tut so ein Nur-Call vom so viele Herzen. Weh, ne? Ein Kärtchen brauchst du jetzt. Wer hätte denn damit gerechnet? Gibt ja auch Flush-Möglichkeiten, ne? Just saying, just throwing it out there, baby. Ja, vielleicht. Always thinking about the Flush, jetzt right? Ist er natürlich sauer, dass er zweimal Herz somebody hat. Und Lars hat auch einmal Herz. Das ist alles jetzt scheiße. Bisschen ruhig hier die Kurve. Die Herren spielen noch. Guck ich mal hier auf meinen Zettel. Das ist einfach Splitboard, Marco. Ja, ja, ist es ja auch. Das ist nicht so schön wie deiner. Was denn? Mein Zettel ist nicht so schön wie deiner. Na du? Ist nur so. Geht's dir gut? Der ist richtig Gino, check. Ich finde eigentlich deiner viel besser aus, weil meiner hat schon gelebt. Man hat mehr Erfahrung so, aber der. Ach, ja. Erklebt. Du kannst ja auch noch so die Ränder mit Feuerzeug, so dass es so ein bisschen aus wie eine Schatzkarte. Lars, mach das noch einmal. Das spannt hier. Lars. Okay, jetzt wird spannend. Da geht Gino nicht mit. Der will er nicht. Hier geht's ja ab. Jetzt will ich auch Karten sehen. Geht's ja. Ja, das wäre nice, oder? Hast du ein Auto? Gino Fold. Hat einen Flush. Mir wird wirklich nicht gezeigt. Ich finde es langweilig, wenn man nicht zeigt, was man hat. Das ist irgendwie da fehlt ja so der Scheiße. Guckst du nächste Woche auf unserem YouTube-Channel und dann. Ja, oder. Ja, aber ich will ja jetzt experiencen. Handy raus. Ja, wie lame wäre das denn, wenn du die Karten sehen würdest? Pokern ist so einfach. Sieh dir mal die Karten. Gibst du mir was ab? Oh, Gino, alle im Livestream. Ja. Die Idee ist mal raus. Aber bei jeder Anfrage. Flash war. Jeder weitere Herzen. Anfrage. Wird ja. So abgelegt. Marco und Rick. Wenn du kein Herz gehabt hast, das war gefährlich. Ja. Wie viel willst du? Der Chat kann ja auch irgendwie mitspielen 100, bitte. Und Dinge gewinnen. Ach so? Ja, die können betten. Dinge für jede Runde, glaube ich. Ich glaube, dass ich jetzt wirklich betten, meinst du wetten, aber hast du einfach anglistisch so richtig ausgeholt? Vollkommen richtig. Oh Gott, ey. Leuchtest du jetzt einfach komplett durch, Marco, oder was ist da los? Was? Ich dachte, du machst nur an, wenn du bluffst. Die Weste. Ach so, scheiße. Nur wenn er Arzt hat. Batterie sparen. Du hättest wirklich nicht jedem erzählen sollen. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt gefährlich. Aber ich lasse jetzt ankommen. Donny raced auf 300. Robert ist raus. So. Oh. 300. Wie sieht das aus? Ach, das sind die. Okay.
Das sind 400. 400, das funktioniert nicht. Oh, war ein bisschen aggressiv. Nimm mal das Gesicht so. Das war schon wütend. Ja, er hat gecallt und Gino ist raus. Legt man eigentlich so Profi-Pokerspielern, wenn sie, Profi-Pokerspielern, wenn sie tot sind, so zwei Chips auf die Augen? Ja. So, so ein Tausender und Chip. Jo, tut mir leid. Tut mir leid. Ja, für den Fährmann. Marco Faulert. Okay, Schlaganfall oder... Rick Kott. Schön. Zauber. Ja, das klar, Lingo. Drei Spieler. Holy crap. Oh nein. Oh, die hätte ich gebraucht. In the name. Rick checkt, Donny checkt. Das war kein... Okay. Karten wieder auf dem Tisch. Das war überhaupt total unbeabsichtigt. Aber Bock auf Sex hast du schon. Ja. Komm, lass mal eine Runde machen, wo wir alle die Karten aufnehmen. Sorry, ich war gerade da drüben und jetzt bin ich hier. Und? Geht schnell checkt. Bei uns. Hey, verdient man ja nichts. Oh. Hm. Oh. Ich kann mir alle Karten nicht merken. Auf dem Notizzettel. Alle gecheckt. Ich sitze so und er... Hält sie mir quasi. Und Rick checkt schon wieder. Und Donny setzt 500. Ja, trotzdem. Oh, Donny. 500. Oh, Donny. Oh, Josef. Sexy. Was hast du gerade rausgeholt? 500. So ein billiger Kaufversuch. Was hat die 10 jetzt vor? Ich bin ein Staubsauger. Was hat die 10 jetzt? Du hast mich jetzt so voll Quatsch, heißt das spielt dir in die Hände. Spielt dir in die Hände. Spielst du so Bube 10 oder so ein Scheiß? Was muss gucken, wie man das Ass hat? Ich weiß es nicht. Soll ich mal gucken? Er kommt und Rick ist raus. Ich will es Ihnen zeigen. Ja, oh. Und Rick ist raus. Jetzt bin ich gespannt. Heads up. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, da. Ja. Nichts passiert. Du bist ein bisschen unsicher geworden, ne? Die Hände rauszuholen. Ja. Schwierig, aber. Der kann sich die Karten nicht mal merken. Das willst du immer überlegen. Können auch alle Schauspielerei sein. Da weißt du jetzt nicht mal, was er hat. Habe ich den Herd ausgemacht? Saugen müsste ich. 1000. Den Herd ausgemacht? Mit dem neuen Donny, wenn du 1000. Ja, ist ein Ass, Instant ne? Call. Das ist ein Ass, ne? Ja, Donny, schau da an, bitte. Ja, kannst du bitte zeigen? Du bist an der Reihe. Du bist der Aggressor, du musst. Ja, ich hab nichts. Wenn du bist. Ja. Ja. Perfekt. Oh. King High. Hui. Was? Was machst du denn? 10 auf 4. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das kannst du doch nicht so einen hohen Race callen, wenn du keinen Ass hast. Gewonnen ist gewonnen. Hat du alles gewonnen? Das hasse ich, genau deswegen hasse ich sowas. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit einem paar Zehner. Hat dich eiskalt durchschaut? Er hat nur mit einem 5. Du musst davon ausgehen, dass ich. Klar, hatte ich es nicht, aber du musst eigentlich davon ausgehen, dass ich einen Ass habe. Du hast die Brille angezogen, das war schwach. Es ist immer so scheiße, danach dann alles gut zu scheißen, wenn man verloren hat. Aber glaub mir. Das war nicht gut gespielt. Es also wird noch genau andersrum passieren. Hey, du hast mit 500 versucht, einen 900 oder 1000er Pott zu kaufen. Aber Donny, lass mich alle in Ruhe! Du hast viel zu wenig gesetzt, um den Pott zu kaufen. Ich mach jetzt den Pausen und den Gino, ich sag jetzt gar nichts. Aber der Rille war wirklich. Ich bin jetzt hier und race einfach. Der Rille hat ihn schwach gemacht. Gibt's doch nicht, ey. Mit der fucking 10 oder 2 Asse auf dem Ding. 100 wird noch von dir, Donny. Ja, macht mich alle pleide hier. Das sind 500. Was ist denn 100 hier? Das, hast du ein Auto? Grün. Das ist 100. Grün oder 2 Meile. Ja, für dich sind das jetzt 100. Grau akzeptiere ich auch noch. Kommt eine schöne Tiltrunde. Wird das schon geguckt, obwohl wir erst noch warten müssen? Das war doch aus. Marco, bitte warten, wenn Marco gerade okay. Rauskommt. Was ist das? Was ist? Es geht warten. Ginos Karten auch noch? Wir rein? Hä? Ich dachte, wir müssen aufs Zeichen. Ja. So, jetzt. Also können wir jetzt. Robert Fold. Jetzt können wir gucken. Du gibst echt mies für mich. Vier Hände gespielt und schon beschwert er sich. Hat jemand Geduld? Die Worst-Case-Situation, da irgendwie eine Hand verlieren und dann aber selber noch kritisieren, dass der andere das ist. Glaub mir, das war nicht cool gespielt. Wie kannst du auf Kinostarts warten, wenn dich schon diese 10 Minuten umbringen? Da muss man mit dem Ass eigentlich rechnen. Mindestens so schnell Insta-Call. Willst du nicht auch 500 oder viel zu wenig? Call von Dino. Race von Lars auf 300. Gecallt von Steve. Marco Fold. Warum waste Rick ihr immer schon Donny so, bevor man überhaupt weiß, was abgeht? Gino Fold. Das ist komisch, oder? Das ist gruselig. Ja, der macht doch keinen Spaß. Ja, mein Heads up. Oh, was? Ach so. Ja. Da ich vergessen habe, was ich für Karten hatte, war es gut. Dass ich nicht gegangen bin. Check. Last checked.
Noch genug Chips, Leute. Ich habe noch ein Comeback. Jetzt. Was hast denn du denn früher mal gespielt? Steve Batch 400. Turnier, ich habe eine Zeit lang sogar Cash Game gespielt. Ja, 50 $1 Maximum aber für die. Mhm. Das war mir schon zu heftig. Wo hast du gespielt? Last Fold. Schön. Wow. Also sorry, ich wollte dir nicht. Wurde das irgendwann du bist, dein, darf ich das machen? So? Ich wollte dir die Karten zuschieben. Ich weiß nicht, ob ich das. Nee, darfst du. Okay, gut. Weiß ich schon, da weg war. Ich habe Angst, hier irgendwas zu machen. Einmal mit Lars Karten zu tauschen. Ich kann ihm auch die Chips in den Pott ein bisschen schieben, dürfen, dann muss er nicht einmal quer über den Tisch mal alles lesen. Wäre nett, ja. Money! Mamala Money! Dir fehlt schon ein bisschen die Mischmaschine, oder? Jetzt an der Seite kannst du mal ein neues Deck dealen. Das geht. Ich hab's so gelernt, von daher. Gelernt ist gelernt. Dann weiter. Beins bitte. Gino, nochmal Karten kaufen und draußen rein, bitte. Wenn sie offen hingelegt werden, ja. Also das war bisher erst einmal der Fall. Bitte. Ist auch super optimal bei den Karten, dass nicht auf beiden Seiten quasi die Zahl ist oder nicht, das ne? Ding steht. Nee, das heißt, du musst immer, wenn du das hochdingst, weißt du, ich dann ist die rechte, siehst du ja. Deswegen muss ich jedes Mal so spackig. Ich hab ja, das bitte galt dir. Okay, alles klar. So, Josef Fold, Gino Call, Lars Fold. Steve Holt. Das ist so geil. Marco Arrested Development. Steve Holt. Called. Muss ich noch Call und großartig. Marty sagt mir jetzt halt, ich muss es called. Donny Call und die Option checkt. Ich bin so ein Hänger. Aber und ich muss auch Game of Thrones immer noch spielen. Das ist sagt sehr Rick. Zeitlos. Ja. Oh Mann, du musst Game of Thrones gucken. Ich weiß. Das ist sehr zeitlos. Du Kings. Kannst es auch in 10 Jahren theoretisch noch gucken. Ja, das denke ich mir aber auch. Aber dann wirst du dich sehr ärgern, dass du so spät geguckt hast. So ging es mir. Du hast nach 5 Jahren geguckt. 200. Donny wird 200. Der Graue ist 200. Ich glaub, die konkurrieren. Ach, der Graue ist 200. Ja. Robert wird das natürlich jetzt bezahlen. Wahrscheinlich hätte er zwei Karo, keine schönen Flaschen machen und den drei ja. Könige von Donny aussacken. Das ist aber auch schon die einzige Hand, die wirklich noch was wert ist. Die restlichen Hände müssen eigentlich alle folden. Ich hoffe, das tun sie auch. Ja, tun sie. Und jetzt kommt Mistil. Ich mach schon mal präventiv die Bitte. Das ist kein Karo. Wenn jetzt Karo kommt, so 600, ich glaube, da können wir Donny auf Tilt sehen. 600. Was ist so eine Bet-Size? Oder 200 gesetzt. Ich denke, 400 bis 500 wäre schon in Ordnung. Der Check ist nicht schön. Donny Check, Robert Check. Und Robert lacht sich ins Fäustchen. Ja, Robert weiß schon, was los ist. Ich glaube, Hatten wir das jemals schon gehabt? Ich glaube, das ist der erste Vierling. Mistil. Achtung. Was ist denn jetzt der Pott eigentlich? Das Blöde ist, Donny weiß nicht, dass Robert nichts hat. Der wird also nichts mehr kriegen. Er könnte, wenn er es wüsste, könnte er checken. Ja. Aber er setzt und kriegt Donny den Fold. Jetzt muss er aber zeigen. Zeig, komm, zeig die Karten. Zeig. Nee, er zeigt die Karten. Wie? Zeig die kurz gefällig. Robert hat gefallen. Das hätte ich Donny nicht zugetraut tatsächlich. Ich hätte gedacht, er macht jetzt einen auf Poser und zeigt seine Quads. Ja, aber das macht eigentlich jeder immer am Tisch. Also ich zeige immer meine Quads. Ja, da muss man doch. Aber Donny nicht. Zeig doch. Ich hätte es auch nicht gezeigt. Du nicht? Zeigst keine Quads? Also Quads, Straight Flush, Roll Flush, sowas zeigt man. Warten bitte weiter. Sowas muss man zeigen. Also oft spiele ich ja nicht. Ja, hätte ich auch gezeigt. Mach mal. Also zumindest also an einem Live, an einem Online-Pokertisch mache ich das auch nicht. Da interessiert das eigentlich auch keinen. Da sieht man das ja eh, wenn man meinen Stream guckt. Aber wenn man den Leuten das am Live-Tisch zeigt, dann hat das so ein bisschen was von Gesellschaftsgefühl. Okay, einfach so ein bisschen so. Weißt du, aber es sind doch alles Feinde am Tisch. Ja, aber sowas gehört schon dazu. Ich meine, man hat zwar Feinde, aber irgendwo ist es schon auch noch ein Spiel, was Spaß machen soll. Und ich finde, das gehört halt zur Stimmung dazu. Gibt es dann auch so Spieler, die das eben nicht so wie du? Das Spiel soll gar nicht Spaß machen. Ich will einfach nur gewinnen und ich habe nur Feinde und ich bin einfach ein ekelhafter Typ. Logisch. Aber das ist nicht die Variante, wo du wahrscheinlich auch immer automatisch das meiste bei rausholst. Weil wenn du die Leute am Tisch auch ein bisschen unterhalten kannst, du bist ja als Pokerspieler, gerade auch als Profi-Pokerspieler, bist du auch in einer gewissen Form eine Art von Entertainer am Tisch. Weil du musst auch dafür sorgen, dass die schwächeren Spieler Lust haben, mit dir zu spielen. Wenn die irgendwann merken, du bist verbissen und willst immer nur gewinnen und deren gehen das Geld aus der Tasche ziehen, haben die irgendwann auch keine Lust mehr mit dir zu pokern. Man merkt Taktik auf jeder Ebene. Das ist auf jeder Ebene, wirklich. Du spielst auf jeder Ebene Poker mit denen und das auch im gesellschaftlichen Sinne. Das ist so. Deshalb liebe ich das Spiel so, weil es so viel ist. Das fängt bei der Körpersprache an und endet beim Skill. Mathematik, Körpersprache, Psychologie, Emotionen in Kontrolle halten. Also, Marco Kault mit 8-9 Herz. Ich finde, ich mag ja so eine Hand. Das ist eine super Hand und trifft auch immer sehr, sehr schöne Optionen, die man sieht. Das ist eine richtige Zerstörerhand. Ja, er hat ja viele Optionen. Er kann eine Straße hinten raus basteln, er hat die 8 getroffen, er kann einen Flush noch machen, wenn noch ein Herz dazu kommt.
Was war jetzt los? Robert hat die 9 getroffen mit einem sehr, sehr guten Kicker, dem besten Kicker. Top Pair. Er hat ganz schnell getroffen. Also ich fange Marco jetzt etwa an. Pass mal auf, der bettet. Der hat seine Weste an. Das heißt, der ist auf Agro-Mode. Ja, aber er hat ja auch eine gute Hand dafür. Das macht doch absolut Sinn, hier anzuspielen. Der baut gerade 3 neue Ställe und pumpt Paladine und kriegt Lars zum Folgen. Ja, Lars hat ja auch nie wirklich viel, bis auf die Herzen hinten raus, aber das wird ihm auf dem Flop auch nicht wirklich schmecken. Zuschauer sehen doch alles. Okay, Hamburger Wein. Sagen wir ganz ehrlich, die Weste hat gewonnen. Kaufst du eine neue dafür? Ich habe mir vorhin neue Batterien erst reingemacht. Wirklich? Ne? Ja. Wo ist das Batteriefach? Oh Gott, scheiße, der hat doch noch genug Batterien für die Weste. Kann ich auch die nachladen. Wie lange haben die Alten gereicht? Die Alten haben einen ganzen Abend auf dem Berg verbracht. Bitte. Moment mal, der zieht es in seine Freizeit an, habe ich das richtig verstanden? Beim Tanzen? Kann man ja mal machen. 50, 100. Also Partystrahl. Ich mach mal hier 250, okay. Mach das, Gino. Man ist auf jeden Fall. In Hamburg sag mal, wenn du bumsen willst, gehst du auf den Berg, sag ich mal. Oder nicht? Entschuldigung. Ace King suited in Spades für Lars. Lars! In Hamburg gibt es so einen Hamburger Berg. Heißt so. Lars, super Marco Hand. Sind wir auch wieder schöne Hände unterwegs hier. Steven hat ein paar Zweier. Ein paar Zweier oder generell die kleinen Pocket Pairs sind immer schön in der Hoffnung, dass man ein Drilling floppt. Das sind nämlich sehr versteckte Hände. Leider kann Steven jetzt aber auch kein Drilling mehr floppen. Weißt du nämlich warum? Weil alle Zweier aus dem Deck sind. Ich habe nicht aufgepasst. Aber er weiß es nicht. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe die Weste wurde gefoldet. Ich zähle gerade, wie viele Lichter der hat. Also wenn jetzt eine 2 kommt, dann wäre das schon sehr ulkig. Oh. Wegen Alter. Gute Hand für Lars eigentlich, oder? Also gutes Board, oder? Es geht. Also man hat ja jetzt Ass. Wann kriegst du denn heute Abend mal recht? Ja, warte mal ab, warte mal ab, warte mal ab, genau. Aber ich war auf der Schiene gerade, deswegen. Aber Ass König in Pick auf dem Board ist eigentlich nicht wirklich viel wert. Klar, Steven hat jetzt ein paar Zweier. Steven called instant. Aber das weiß der Lars ja gar nicht. Man muss also fürchten, dass da viel möglich ist. Und das, die 10 macht es jetzt auch nicht wirklich interessanter für Lars. Jetzt muss er auf die Bremse treten, oder? Oder er blufft es durch. Hat er eben auch schon mal gezeigt, aber dass er es kann. Aber gegen Steven? Ja, nein. Lars hat ja eben schon mal gezeigt, dass er es blufft. Oder dass er bluffen kann. Und ja, aber gegen Steven. Nochmal durch. Steven deckt doch nicht weg mit dem Pair. Der hat ein Pair. Und noch ein Flush-Draw. Du denkst immer für die... Du musst ja denken, er weiß ja gar nicht, was Steven hat. Schon gut, ne? Aber es kann natürlich gut sein, dass er jetzt davon ausgeht, dass Steven nichts weglegt, weil er eben Poker-Einsteiger ist. Last check. Last check. Lars denkt schon. Aber Steven bettet. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Also so viel Aggression mit so großen Bets, das hatten wir aber auch noch selten in den frühen Phasen. Nur mal zur Erinnerung. Dieser Mann hatte einen Zettel mit der Reihenfolge der Kartendeckel. Vielleicht verarscht er uns alle nur. Also möglicherweise ist das ein riesen Fake-Tell, wie man das im Poker sagt. Fake hier von den Space Frogs. Die haben beide gesagt, sie könnten nichts. Naja, die haben wahrscheinlich geheimlich geübt. Jetzt haben sie gesagt, ey, pass auf, wir machen Spickzettel, dann sieht das so aus, als könnten wir nichts. So, Donny ist verzweifelt. Guck ihn dir an, guck ganz tief in die Augen. Hat aber auch schon 3 fiese Hände jetzt erlebt, ne? Keine Auszahlung, sein Vierling. Den Drilling rasiert bekommen vom Carsten. Nein, der ist noch gut Trupp. Ich möchte mal so ein Heads-Up gegen Marco sehen, wo es mal so richtig um alles geht. So ein schönes All-in-Push-Spiel. Es ist alles da. Ass 9 kommt aber andauernd wieder hier. Das will uns irgendwas sagen, glaube ich. Steven hätte gut raisen können mit der Hand. Donny called. Oh, Donny called. 2-9 suited. Finde ich toll. Das ist halt das Problem. Du bezahlst nur mit einer Hand wie Ass 9 und was passiert? Alle steigen hinter dir ein und jetzt wird es ein reines Glücksspiel, wer den Flop besser trifft. Das willst du eigentlich immer vermeiden beim Pokern. Check die Option. Das ist halt jetzt ein reines Kartenvergleich. Okay, nochmal zu klarstellen, du willst gegen so wenig Spieler wie möglich eigentlich am Anfang spielen. Genau. Du willst das Feld ausdünnen, du willst Kontrolle. Mega, mega Flop für Donny. 44% hat er, Flush-Draw, die 2 getroffen. Check. Das sieht gut aus. Und noch ein Gegner, der einen kleineren Flush-Draw machen kann. Den hat dann natürlich komplett, wie man im Poker sagt, dominiert. Rick, bet 1000. Mit diesem dicken Grinsen so. Jo, Löffel, Leute. Ja, aber Rick ist im Moment vorne. Ja, man sieht, das Pärchen, technisch gesehen, von Donny mit dem Flush-Draw ist tatsächlich Favorit auf dem Flop. Also 2%
höhere Gewinnchancen als Rick. Obwohl er noch kein Pärchen obwohl hat. Er noch, obwohl er, aber er hat ja ein Pärchen, aber es ist kein gutes Pärchen. Also, okay. Er hat so ein imaginäres Pärchen quasi, was eigentlich, was ich nicht anrechnen kann. Aber es reicht aus, weil jede 2, jede 9, jedes das Karo bringt ihm die Gewinne. Eine teure Runde. Da kommt der Flush. Genau der. So, und jetzt hören wir doch mal schön den Table Talk, ja. oder? Ja. Rick, Jack, Flush, Over, Flush. 4.000. Donny, Bett 4.000. Robert called. Was passiert? Ich hab's nicht mit. Aber richtig schnell, du. Alter. Haben wir jetzt dann Olin gerade gehört? Also Donny hat... Nee, der hat doch Stack von 3.100 hinter, oder? Robert called. Heads up. Oder ist der jetzt All-In? Nein, aber das könnte jetzt zu einem All-In führen. Ja. Oha. Oh. Gib mir einen König. Da gucke ich lieber nochmal in die Karte. Oh. Oh Gott. Robert, das ist ein All-In. Robert hat noch 1000 übrig. Wahnsinn. Showdown, Flash. Nein, das war klar. Robert ist raus. Oh Gott, das ist ja der Wahnsinn. Das hatten wir wirklich noch nie, dass so schnell jemand rausgeflogen ist. Aber das ist ja auch nicht vermeidbar. Nee. Na gut, dann ist ja. Ich gehe mal. Aber ich glaube, Robert hat doch noch 1000 übrig. Ja, ich weiß es nicht. Donny hat ein paar weniger Chips gehabt. Ne? Ja, der hat noch 1000 übrig. Der höhere High-Card. Und a chip in a chair. Es ist alles noch möglich. Es ist alles noch möglich. Ich dachte auch schon gerade, das wäre jetzt der schnellste Bust-Out, den wir in der Geschichte des Final Tables gesehen haben. Ja, eine Stunde gespielt. Noch nicht mal, oder? Noch nicht mal. Wir haben ja später angefangen. Weil Donny noch nicht da war. Ja. Das kannst du aber nicht vermeiden. Das sind Situationen, in Pokerturnieren gibt es ja diesen Spruch, den habe ich beim letzten Mal schon angebracht, sometimes it's your time to die. Und da muss man auch mit leben. Also in solchen Situationen kommst du von der Hand auch nicht weg. Bisschen lucky. Aber ich bin noch dabei. Was sind die Grauen? So, wir machen jetzt eine kurze Werbung, sind gleich wieder da und dann hoffentlich geht es dann genauso heftig weiter wie in der letzten Hand. So was mag ich. Sieht gut aus. Was ihr nicht seht, was wir aber sehen, ist hier der Gang. Wenn ich nach rechts gucke, und da schlurfen die Spieler so langsam zurück zum Tisch. Haben ja gar keinen Druck, der ein oder andere Spieler. Mit dem wenigen Stack. Mir gefällt übrigens die erste Stunde schon richtig. Wir hatten hier auch schon Folgen, die so zäh am Anfang waren. Hier wird geraced, hier gibt es schon Flush, Vierlinge, Vierlinge, Mistdeal mit was Drilling. Ist der Wahnsinn. Geil. Also Tilt haben wir auch schon mit dabei. Alles. Das ganze Programm. Kann nur richtig gut werden. Und liebe Freunde, ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch wieder jetzt auf euren Favoriten zu setzen. Das geht ganz einfach. Das funktioniert, bis nur noch 2 Spieler am Tisch sind. Einfach von euren 10.000 Chips, die ihr am Anfang hattet, einfach alles auf den Spieler setzen. Okay, ihr könnt auch die Hälfte machen oder 10%. Ich empfehle euch jetzt in dieser Runde, mein persönlicher Tipp, Robert. Der hat nur noch 1.000 Chips, der ist unter Druck, der kriegt jetzt Ass-Dame, geht all in und wird gewinnen. Müsst ihr nicht machen. Dein Wort im Poker-Gottes-Ohr. Das ist auch scheiße, du sitzt am Tisch, hast du noch 1.000 Chips. Du musst jetzt auf deinen Spot warten. Wenn du shortest, sitzt da und warten. Apropos Robert, den stellen wir euch jetzt mal vor, hätte ich fast vergessen. Willkommen zu DVD-Kritik. Schalte es früher aus den Boxen, wenn man sich auf Robert Hofmanns Kanal Filmkritiken anschaute. Über 7 Jahre und schätzungsweise 7 Milliarden Videos später muss Robert sich heute im spannendsten Drama überhaupt beweisen, beim Final Table. Was konnte er sich bei Cincinnati Kid abschauen? Hat er bei Rounders aufgepasst? Und wird er heute eine kinoreife Haupt- oder doch nur eine Nebenrolle spielen? Wir werden sehen. Ein sehr sympathischer Kerl. Muss ich echt sagen. Poker erfahren. Wir haben eine schlechte Nachricht für euch. Spieler am Tisch. Die Blinds sind hoch. 100-200, der Druck, der steigt. Und Robert hat noch 5 Big Blinds damit. Runter zum Tisch gehen wir jetzt.
Und das ist eigentlich eine Hand, die ich jetzt Robert ja, das wäre eine perfekte Hand gewesen, das stimmt. Aber jetzt kann er sich nicht mehr so lange aussuchen, denn die Blinds werden ihn ja sonst irgendwann auffressen. Das bedeutet, er muss jetzt tatsächlich mit 5 Big Blinds auch sehr viele Hände wählen, mit denen er all-in geht. Wenn er die Pokererfahrung hat, gehe ich davon aus, dass er das weiß. Jetzt bin ich mal gespannt, wo eigentlich der Dealer-Button liegt. Dann kann er sich ja ausrechnen, wann er gleich dran ist. Und, oh je, da knallt es jetzt schon wieder. Donny guckt schon auf den Chip-Stapel. Der hat aber auch viele Chips. 17.000. Hier sieht man jetzt das Problem, was entsteht, wenn man zu häufig einen Ass mit einer schlechten Beikarte spielt. Denn wenn man tatsächlich trifft, was sowieso schon mal recht selten der Fall ist, trifft man meist eine Hand, bei der man einen sehr, sehr großen Pot verlieren kann und eine sehr schwere Entscheidung bekommt. Oder wo man nicht viel gewinnt, wenn der andere auch nichts getroffen hat. In diesem Fall zum Beispiel Ass-König gegen Ass-4. Jetzt hat man ein Kicker-Problem. So sagt man in der Pokerfachsprache. Jetzt kommt die 4. Pass mal auf. Fast. Knapp daneben. 2x2 ist 4. Donny wird hier auch aggressiv weiterspielen. Er hat es ja bisher nicht anders gemacht. Und ich finde es richtig. Er setzt einfach hoch an. Er versucht auch wirklich dafür alles zu bekommen. Das macht er richtig gut. Und jetzt kann es auch tatsächlich All-In gehen, weil ja. Gino hat nur noch 4.500 dahinter. Und ganz knapp dran vorbei an der 4 gehuscht. Er denkt auf dem Flop. Und guck mal, ich finde es Wahnsinn. Er denkt auf dem Flop. Und Donny macht das einfach super. Aber guck mal, Donny hat es wirklich sauber gespielt. Und Gino überlegt jetzt, scheiße, eben war ich, auf dem Flop war ich gut, meiner Meinung nach, auf dem Turn war ich gut, wieso soll ich jetzt auf dem River mit dieser blöden 5, war doch die 5, ne? Richtig. Das ist vor allen Dingen auch ein Board, wo jetzt selbst ein professioneller Spieler sich denken würde, naja, Kreuz ist nicht angekommen, der Straßendraw mit Bube 10 ist nicht angekommen. Da sind noch viele Bluff-Kombinationen, also Bluffs sind möglich und Ass 4 hat jetzt eine ganz schwere Entscheidung. Das ist der Folgefehler aus der Preflop-Entscheidung. Deswegen sollte man solche offsuited Aces, also man nennt die einfach schwache Asse, die keinen Suit bedienen können, also nicht Herz oder Karo haben. Oder Herz oder Pik oder Kreuz. Beschreib doch mal, was geht in einem Pokerspieler jetzt vor? Du weißt, wenn ich jetzt ins Klo greife, bin ich raus. Das ist so eine mega Kack-Entscheidung. Ich sitze hier erst eine Stunde am Tisch. Ich wollte eigentlich nicht als Erster rausfliegen. Das ist das Ding. Das ist die einzige Sache, die ihn davon abhält. Also nicht von ihm vom Tisch, aber... Ich glaube, er bezahlt. Auf 30. Er geht. Er hat noch einen halben Stack. 4.500 ist nicht so schlecht. Es wäre ein smarter Fold auf jeden Fall. Und irgendwann musst du auch mal folden. Also abends bist du. Aber es ist keine leichte Entscheidung. Nein. Ich könnte die auch nicht treffen, aber ich spiele Ass 4 Offsuit in der Situation auch möglichst nicht. 15 Sekunden. Genau aus diesem Grund. Jetzt ist er aber gerade drin, nur noch 15 Sekunden. Er hat irgendeiner Time gecallt. Wahnsinn. Ansage. Komm, jetzt muss er mit seinem Instinkt gehen. Sag, ich glaube, es ist immer noch ein Call möglich. Ich sag Fold. Zwei, eins, Entscheidung. Fold. Boah, nicht schlecht. Starker Fold. Sagt aber nichts auf der Handfahne. Aber guter Fold, Gino. Wenn du das jetzt siehst und du guckst dir bestimmt morgen die Wiederholung an, Applaus von uns. Ja. Aber auch für Donny, wirklich gut gespielt. Welcher Idiot callt da Time? Ich hab's nicht gehört tatsächlich. Ich auch nicht. Ich weiß noch, die hässliche Weste ist wieder an. Wenn du mir sagst, was du gehabt hast, sag ich dir auch, was du gehabt hast. Fehlt nur noch, dass sie eine Melodie spielt oder so. Warten wir weiter auf Lars Blinds bei Steve und Marco. Also ich hatte was. Hattest du auch was? Ja. Okay. Das reicht mir. Er hatte zwei Karten. Also... Das ist echt, diese Situation ist echt zum Kotzen. Du fliegst als Erster raus, du weißt, du saßt nur eine Stunde hier. Was mache ich mit der Zeit? Gehe ich raus? Irgendwo in Hamburg ist nichts los. Was soll ich da machen? Donny, Raisin. Du hast so gut angefangen. Weitermachen. Der Donny hat einen Lauf, ne? Ja, aber der könnte raisen. Er sollte raisen. Du hast erst einen oder drin. Kann man nicht auch so ein Call einfach einstreuen in gute Hände, um einfach mal was einzustreuen? Ja, aber das hat ja keinen wirklichen strategischen Hintergrund. Ich meine, du machst das ja, du spielst eine Pokerhand ja nicht, weil du Lust und Laune verspürst, sondern du spielst eine Pokerhand mit einem strategischen Plan dahinter. Und der Plan ist eigentlich grundsätzlich erstmal immer der gleiche. Starke Karten wie Ass 10 wollen möglichst wenig Gegner. Wenn du jetzt wieder gegen 5 Gegner spielst und du triffst nichts, dann war's das. Ja. Welchen Move? Na, dieses Fold. Also same procedure. Immer. Immer. Ja, immer. Man kann das gerne variieren, aber es ist nicht notwendig. Du holst mehr raus auf die andere Art. Checken fällt dir schwer, ne? Fällt dir schwer. Ich
willst so ein Poker-Album machen. Das Checken fällt dir schwer. Übrigens, rund 85% setzen von unseren Zuschauern gerade auf Donny, dass der die Hand gewinnt. Echt? Ja, 85%. Aber der hat nur noch 11% noch Wahrscheinlichkeit. Ja. Liebe Leute, da werdet ihr eure Chips wahrscheinlich gerade verballert haben. Ja, aber Donny setzt an. Guck mal da. Der blufft. Ja, aber Josef wird nicht rausgehen. Ja, das stimmt. Josef wird nicht rausgehen. Aber Donny hat noch Outs. Er kann ja noch mit der 10. Der hat eine 4 getroffen, hat 44% und zwei Kreuzen, Flaschrollen. Monster Hand eigentlich, oder? Das stimmt. Das ist ein Bombenblatt. Das kann man oder sollte man sogar aggressiv spielen und jetzt raisen oft. Das Minimum, um noch eine Karte sehen zu können. Ich hasse die Min-Raises, ne? Gefoldet von Marco. Er callt auch nur. Min-Raises sind so kacke. Sind schwierig zu spielen, aber auch nicht immer, fast nie die optimale Herangehensweise. Boah, die 8, die lacht. Ich bin dran. Also Glückwunsch an alle, die auf Rick gesetzt haben. Rick, Bett 1000. Und der hat ja auch grundsätzlich überhaupt keine Emotionen am Tisch. Das haben wir jetzt gerade mal in der Naheinstellung gehabt. Vielleicht kriegen wir das gleich nochmal hin. Ja. Der ist einfach... Vor allem ist das die perfekte Karte, denn die 8 paart das Board. Das heißt, Josef geht davon aus, dass er mit der 4 sogar noch oft gut ist. Und er hat ja auch noch den Flush-Draw dazu. Und jetzt kommt ein Kreuz, pass mal auf. Oh, oh. Kreuz 4. Kreuz Dame. Ah, nee, Kreuz 4 ist schon raus. Mal nachgucken. Oh, geil. Also ich sag anders, Rick jetzt nochmal bettet. Aber Rick hat das gut gemacht gerade. Oh, geil. Da habe ich so gedacht. Kann ich auch etwas... Doof stellen, kann ich jetzt auch etwas... Also ich finde das ein bisschen verräterisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du. Mir gefällt das aber jetzt nicht. Aber doch nicht Josef. Das stimmt. 350 setzen. Für euch Profis ist das verräterisch. Das ist doch verräterisch. Aber nicht für einen Amateurspieler, der daneben sitzt. Da bin ich echt mal interessiert dran, zu wissen, wie das Amateur gegen Amateur sieht. Weil für einen Profi wäre für mich auf dem River, wenn jemand so versucht, eben diese Fassade zu spielen. So, was muss ich jetzt setzen? Bin ich dran? Ach so, denke ich mir, das ist stark. Wenn er dann was setzt und das ordentlich, dann weiß ich, der ist bombenstark. 350. Ui. 350, das heißt, Moment. Zwei... Drei Grüne und ein... Josef bezahlt. Das ist ja auch sehr wenig. 350 muss er ja bezahlen. Das ist viel zu wenig. Der hätte Rick wesentlich mehr setzen können. Ob er es bezahlt bekommen hätte, ist fraglich. Sieht schon mal schlecht aus, dass du das verlierst. Also, oh. Ich muss meine Karten ja nicht zeigen. Das stimmt. Wir können alle sagen, hast gewonnen. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Ja. Das war nicht ganz so mies. Was getroffen hast du? Und die fliegen wieder zu dir. Also alle, die auf Rick gesetzt haben, und das können höchstens 15% sein, denn 85% haben ja in dieser Runde auf Donny gesetzt. Das tut uns natürlich leid. Glückwunsch an Rick und den stellen wir jetzt mal genauer vor. Rick Garrido ist Gründungsmitglied der YouTube-Comedy-Boy-Group Space Frogs. Nachdem er als junger Bub, inspiriert von Größen wie Cold Mirror, erfolglos Filme für sehr wenige Zuschauer, a.k.a. seine Eltern, produzierte, folgte der große Internetdurchbruch mit Space Frogs Kollege Steve und einem verwackelten Film für den Englischunterricht. Danach war der Erfolg nicht mehr aufzuhalten. 2015 Webvideopreis in der Kategorie Comedy, 2017 wurde er zum ersten offiziellen Dönergesicht Deutschlands gekürt. Als süßes Topping seiner Steinkarriere gründete er vergangenes Jahr noch einen Instagram-Channel für seine zwei Katzen. Wird ihm heute vielleicht ein anderes süßes Pärchen zum Sieg verhelfen? Und Donny hat das Wort. Favoriten, das kann er sein, Donny. Dann setzt doch einfach alles mit 8-6. Kann man Glück haben. Ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Snakes on a Plane? Ja, das ist mittlerweile 200. Das ist der einzige Film, nicht der einzige, weil der Film, der sofort ganz klar sagt, was passiert. Das ist halt der Pitch als Name. Geno called. Snakes on a Plane. Lars raced auf 600. Das ist wie bei... Lars auch sehr aggressiv. Donny und Lars sind die beiden, die richtig Musik machen. Das gefällt mir richtig gut. Sonst race ich ja auch gerne. Das ist Poker. Ja, dann drunter, unter diesen 50%. Wie wir es sehen wollen. Die entfachen das Feuer am Tisch so ein bisschen. Das ist immer so ein bisschen so... Weißt du? Bisschen anstacheln. Rick ist raus. Wir bleiben auch raus. Wenn ich drin bin, bist du auch drin, ne? Ich ja schon Marco ist dabei. Die Weste blinkt, die Sonnenbrille. Die pinke Sonnenbrille. Ist in Position. Ja, gut, dann schöne Hände. Zeit Bube anzugreifen 10, mit Chevalieren. 7, 8. Ja, stimmt. Ist für jeden was dabei. Lars Marco aktuell ballert, die beste Hand. Das Ding ist, Marco braucht
die Outs, also die Karten, die Lars in der Hand hält, um seine Straße zu machen. Bett Marco 1000. Man kennt das. Er ballert jetzt aber ordentlich rein. Er setzt quasi in Höhe des Pottes und versucht hier einen ziemlich großen Bluff. Und es ist gut möglich, dass der funktioniert. Es sei denn, Lars denkt sich jetzt, warum spielt er so hoch an? Das macht doch keinen Sinn. Aber er schluckt schon. Er weiß nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Wüsste ich aber auch nicht. Das ist total schwierig. Das Blöde ist natürlich, da ballert jemand Pott in dich rein. Marco weiß natürlich leider auch nicht, dass zwei Neun schon raus sind. Seine Straße mit der Neun wird er nicht, wahrscheinlich nicht kriegen. Ja. Lars fragt schon, hast du die Dame? Darf ich das als Zitat mir an die Wand machen? Ich kann mit dir nichts Langfristiges aufbauen. Das ist so eine schwierige Entscheidung jetzt mit ein paar Neuner. Das ist immer das Problem mit kleinen bis mittleren Paaren, wenn du sie vor dem Flop spielst. Aber ist es nicht einfacher, einfach zu sagen, okay, ich warte einfach auf eine gute Hand, ich schmeiß die Neun weg. Was weiß ich, was du hast. Du kannst auch 7, 8 haben. Der Pott ist schon groß, der wird noch größer. Genau. Ich warte lieber noch. Das Problem daran, wenn du jetzt mit den Neunern bezahlst, ist ja nicht nur, dass du jetzt aktuell vielleicht die beste Hand hast, sondern du weißt ja gar nicht, was jetzt passiert. Wenn jetzt auf dem Turn noch zum Beispiel so eine Karte kommt und der Marco jetzt nochmal weiterbettet, super Karte für Marco, super Chance für ihn, jetzt den Pott zu gewinnen, musst du die Neuner ja sowieso foldern. Das heißt, du hast die 2000 investiert und musst sowieso danach aufgeben. Ja. Und jetzt auf dem König muss er eh folden, weil jetzt liegen zwei Overcards. Jetzt hat Marco einen sogenannten... Oh, das finde ich super. Es war eine Traumkarte von Marco. Da muss ich einfach mal, da muss ich gerade mal Applaus machen. Das ist richtig sauberes Poker hier von Marco. Richtig geil gezockt. Also ich finde es ein richtig geiles Play. Der König ist die perfekte Karte, um die Geschichte weiterzuerzählen. Wir gucken uns jetzt mal den Chipstand an. Wer ganz oben steht und wer ganz unten steht. Marco hat sich verbessert auf alle Fälle, hat 15.000 Chips. Donny führt, das ist ja toll. Robert hat nur noch 800, der wartet auf eine richtig gute Hand, um sich zu verdoppeln. Gino ist Vorletzter. Und ja, für Robert wird es hart. Nur 800, der braucht jetzt Glück. 4 Big Blinds, Freunde. Aber Donny und Marco so im Heads-Up, das fände ich mal schön. Also ich bin auch jetzt so langsam, kommt Marco, glaube ich, so in die Gänge. Ich merke das. Der findet seine Spots jetzt so. Ich merke da was. Da hat sich was getan. Ich fand das ein super Spiel von dem. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das war auch eine Traumkarte, der König. Ja. Ich fand es auf dem Flop ein bisschen zu hoch angespielt. Da hätte er ruhig auch ein bisschen kleiner anspielen können. Aber er hat es echt durchgezogen. Und das ist das Wichtige beim Pokern. Du musst dann auch wirklich das Ding durchziehen. Ja. Der kann unterwegs nicht auf Burgen bauen und Bors legen. Und sagt Josef Colt. Rehe holen und Schafe grinden. Gino Colt. Der Mann kann auch Last gut grinden. Naja, aber man kann es auch gut grinden. Ne? Wenn Gavin erased, ohne zu gucken, dich selbst ein bisschen überraschen lässt. Warte mal, ich kann jetzt nicht einfach callen und so stehen lassen, ist alles gut, oder? Sondern ich müsste schon mit. Du musst schon, das du musst schon Geld reinwerfen. Karte zu behalten. Steve Colt. Kann ich eine Runde so spielen? Marco Colt, Rick Colt. So einer Overwatch spielen kann mit Donny Option. Check yes. Ich hatte Angst, dass du erased. Ich hasse Farben. Kann man nicht verbieten, dass man erst oder die anderen. Ja. Das ist voll so dieses Poker-Lasting und so. Wow, ich bin Pro. Hast du bei Wasserkugeln bis 15? Passiert viel zu viel. Kann ich tatsächlich nicht. Ich wundere mich immer, warum ich auf einmal keine... Marco hat die Dame getroffen, Rick hat die Dame getroffen. Achso, was sehe ich? Ja, und dann hast du noch... Genau. Jetzt gibt es wieder ein Kicker-Problem, das gute Alte. Donny hat Mittelpair. Ja, Rick checkt. Willst du nicht mal gleich nach einem Fünfer Kugeln, wenn du nicht direkt vor dir anstehst? Gino checkt. Unterschiedlich. Marco sollte auf jeden Fall anspielen, das macht er aber auch. Keine Lust da drauf. 800. 800. Krass. 8 Snakes, I want all your snakes. The call von Rick. Er macht's gut. Auch die Bettgröße ist sauber. Aha. But you can keep the somebody get rid of these motherfucking snakes on this motherfucking table. Ja, Mann, also ich glaube, er kriegt nicht das. Du willst die Fliegen nicht. Oh, das nee, ich finde die Snakes geil und die Panties natürlich. Ah, die Panties sind verschlüsselt. Ja, Mann, das sind die. Die Pentagramm, die Panties. Die Panties, Mann. Ich will alle die Panties. Joseph Fold, Gino Fold. Von allen haben. Na gut. Ja, Mann. Heads up. Queen. Marco auch. Panty riechen? Was ist jetzt gerade passiert? Jetzt kriegt Rick drin noch ein paar extra. Kann ich an deinem Patty? Oder Patty? 1000? Es gibt ja. Du bist noch nicht dran, Marco. Ah, ich bin nicht dran. Sorry. Am Dealer-Button. Ja, dann check ich. Nee, ist halt echt scheiße. Check, ja, check. Naja, dann. Ja, beide gecheckt. Die haben nämlich zugehört. Dann ist gut. Was hab ich gerade gesagt? Das Kern, ja. Das Schöne ist, dann war es erlaubt. Würdest du das niemals sagen? Ist da so möglich? Jetzt hättest du gemerkt, das Spiel immer weiter zu betreiben, weil sie immer noch irgendwo eine kleine Chance sehen können. Die sieht auch natürlich oft ja, dann, relativ, das sind genug, die relativ oft dann auch noch treffen. Genau. Je nach. Gut. Das heißt, und dann sagen, geil, läuft und weiter. Und das Gefühl ist natürlich dann das Trügerische. Und sie merken dann aber nicht, dass sie aber im Long Run eigentlich mit diesen Treffern wahrscheinlich dann
mehr verlieren als gewinnen. Ganz genau. Aber hier ist es auch ganz ehrlich schwer. Ein Damenpärchen. Gut, dass du erst die 9 so aufgedeckt hast. Ein Damenpärchen, aber die 9. Die 9 spielt. Marco nimmt den Portemonnaie nach Hause. Auch sauber gespielt. Karo 9 ist die Hasskarte in diesem Board. Ist übrigens die, die ich vorhin raus haben wollte. Wisst ihr noch? Kann ich jemanden rausbringen, damit ich gecountet hat? Und ich habe gesagt, kann die Karo 9 raus? Wow. What the fuck? Er hat gecallt. Ich hatte wirklich gesagt, kann die Karo 9 raus. Vorhin. Wieso gibt es nicht so eine Kartenreihe wie Flashback? Hm? Die rückwärts läuft. Das ist wie Royal Flash, Straight Flash. Müssen wir neu machen? Flashback oder sowas? Oder? Könntest du aber ein neues Kartenspiel erfinden? Ja. Anni, wenn ich so Thunder Break. Kann ich den Weg. Steven hat einen Thunder Break. Josef hat einen Flashback. Aber du hast ja so ein digitales Board und es wird auch animiert. Oh, das finde ich gut, ja. Wir nennen es Yu-Gi-Oh! Kennst du im Museum in Berlin diese digitales Kartenspiel? Ja, ja, wer will das würde ich noch reinwerfen. Achso, das heißt, wenn du immer wenn du foldest, genau. Wenn du, immer wenn du ein Weichei bist, musst du an die Pain Machine. Dürfen wir gucken? Mhm. Wirklich? Oh, okay. Ich mach das jetzt. Was? 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 Kann ich angucken. Bin so neugierig. Josef Kolt. Er macht das jetzt. Aufkommen. Das Gino war Kolt. Family Port incoming. Come on. Ich shake. Alle rein, da die 200. Lars fold. Wieder ein Querulant. Er hat geile Karten, macht dann die mit einfach. Kein Bock. Marco fold. Ich shake mit jemandem. Irgendwas für dich. Ja. Call. Donny call. Ich hätte auch mitgehen können, aber ich Robert, wusste, dass du ausgehst, checkt. Deswegen habe ich nicht mitgespielt. Fünf Spieler. Die wird noch der Fehler, der dir mal die Chips in den Pott mit dazu gibt. Wieder. Nein. Darf ich? Geil. Boah, ist das hell. Icke, wa? Jo. 600. Donny macht ein Bett. 6. Hier ist wieder was los. Rick hat ein paar Zehner. Donny hat den Flush Draw. Und der Rest hat nix. 600? Ass hoch, Dame hoch. Donny spielt den Flush Draw auch an. Auch hier wieder finde ich sehr gut, dass er aggressiv spielt. Mit einem Draw, also mit einer nicht fertigen Hand, die sich aber entwickeln kann zu einem Flush, zu einer Straße. Aggressiv zu spielen ist beim Poker immer sinnvoll, den Pot anzufüttern. Denn du hast zwei Möglichkeiten. Entweder geht der Gegner vorher schon raus und du nimmst den Pot sowieso mit oder du verbesserst dich sehr häufig und dann hast du schon einen sehr, sehr großen Pot aufgebaut. Und das hat einen doppelten Auszahlungseffekt auf dich. Und das ist eine sehr, sehr profitable Entscheidung. Deswegen sollte man seine Drawing Hands immer aggressiv spielen. Oder in der Häufigkeit her aggressiver. Called. Nicht immer, aber immer öfter quasi. Call von Donny. Und vielleicht gewinne ich ja ein paar hier, was auch immer. Fliegen. Oh, Rick hat zu dritt. Nee, jetzt Josef hat Josef geraced auf dem Board, wo er nichts getroffen hat. So ein scheiß Min-Race. Entschuldigung, ich hasse das Min-Race. Wie geil. Haut er einfach raus. Scheiß Min-Race. Ich hasse Min-Race, wirklich. Komm mir nicht mit Min-Race. Ich call das sowieso oder geh nochmal drüber. Weil ja. Ich weiß, Min-Race ist immer meistens schwach. Naja, oh, nee, meistens es kann stark. Schon, es meistens ist schon mittelstark. Also ja, es ist mittelstark meistens. Ich weiß auf, sagen wir mal so, ich weiß auf alle Fälle, was dann los ist. Ja, ja, genau, genau. Du weißt, dass du oft geschlagen bist, aber du kannst dich halt auch verbessern, deswegen musst du dabei bleiben. Kann das geschlagen werden? Ich hasse Min. Ich hasse Min. Ha! Und Folge 10 auf Rick. Kommt her zurück, meine Flee. Schöne Hand. Das ist dein Geheimmove. Rick, 10er Gewinn. Zack. Flasche nicht angekommen. Wie ist denn weitergegangen? Ich, glaube, es wurde einfach nur noch rumgecheckt. Es wurde einfach nur noch rumgecheckt. Also aber passiert. Jetzt mal ganz ehrlich. Was hat Josef jetzt gedacht? Ich probier's mal. Ich raise mal mit Ass 3, da liegt 6, 7, Straßendrohr vielleicht. Vielleicht hat auch einer einen Buben. Vielleicht einer Flasche. Das ist doch ein Scheißboard, um zu min-raisen. Also generell sollte man sowieso, wenn man blufft, sich auch schon mal Gedanken darüber machen, was man für eine Geschichte erzählen will. Oh ja, wir reden darüber gleich weiter. Machen wir gerne. Wir stellen euch jetzt nämlich mal den Josef genauer vor. Vom Kekswichser beim Film Crazy zum Pokerspieler bei Final Table. Steiler hätte die Karriere von The Changeman nicht verlaufen können. Und auch heute haben sich wieder pubertierende Männer im Kreis versammelt, um Spaß zu haben. Doch diesmal freut sich, wer die Straße trifft. Heute muss The Changeman, aka Josef Beutz, zeigen, dass er crazy genug ist, seine Gegner zu verwirren. Sonst muss er hinterher wohl eine Runde X-Flixen. Ich dachte, der ist schon draußen. Da sind wir zurück. Kann man darüber reden, oder? Stimmt, wäre ja so drei Tage. Nächste Hand.
Da kann man dann schon. Also beim Blöffen, du hast ja aufs Blöffen angesprochen, sollte man sich überlegen, was hat der Gegner erstmal und wovon will ich ihn überhaupt runterbringen und was kann ich glaubhaft verkaufen? Und wie viele Gegner habe ich hinter mir? Und wie viele Gegner habe ich hinter mir? Das spielt aber auch ich war so beobachten. Meistens eignen sich deswegen, wie ich gerade schon sagte, Hände, die noch Möglichkeiten haben, sich zu verbessern. Zum Beispiel Draws. Also wenn du die Möglichkeit, 4 zu einer Straße, 4 zu einem Flush, das sind alles so Kombinationen. Mit denen willst du eigentlich immer so einen sogenannten Semi-Bluff machen. Du willst nicht wirklich bluffen, aber du hast halt die Möglichkeit, den Gegner zum Fall zu zwingen, aber gleichzeitig auch zu verbessern. Und die Kombination aus dem Ganzen macht es dann interessanter zu bluffen. Reiner Bluff, wo du dich gar nicht mehr verbessern kannst, das willst du eigentlich oft einfach lassen, außer du siehst dem Gegner in die Augen und sagst, du hast nix, ich krieg dich da jetzt raus. Du hast nix, aber der Donny hat was. Und der hat einen Ass-Bube. Und da ist der auch mal schön drüber gegangen, das finde ich super. Ja, der Donny macht einfach ordentlich, der raced einfach so, wie es sein muss. Das gefällt. Und beide haben aber die gleiche Hand und das wird höchstwahrscheinlich auf einen Chop, also auf eine Teilung hinauslaufen. Es sei denn, Marco bleibt jetzt noch dabei und trifft Donny irgendwie noch eine 3 oder eine 4 hinten raus oder die Straße. Aber warum checkt er jetzt? Marco called. Rick called. Er macht einen Check. Ah, nee, okay. Oh, Rick hat gecheckt. Klar, Donny war der Razor. Checken zum Razor ist auch normale eine Sache, drei. Die ist völlig passabel. Ach, guck mal. Ich sag's noch. Die Straße hinten raus. Und der Flush friert jetzt vielleicht die Action ein. Das ist ein 13 Rick Flush checked. Möglich. Das heißt, jeder, der jetzt zwei Kreuz auf der Hand hat, kann den Flush haben. Kalte Füße bekommen hier. Nee, oh ja, es kommt nicht an. Wirklich? Die Straße, das wäre die einzige. Marco auf die Ideen. Und bettet da rein. Und Wahnsinn. Oh. Wahnsinn. Und ich sag's gerade noch. Wie groß macht das denn? Ich tu mal so, als hätte ich die 5. Dumm, die dumm. Und schalt die Weste Moment, ein. Jetzt bin ich gespannt. Wer hat den höheren Kicker mit dem Ass, ne? Naja, der Kicker spielt jetzt keine Rolle, das ist das Witzige. Asse und Fünfer mit der Dame spielt jeder. Ja. Es sei denn, jemand hat Ass-König. Wenn du ein Pärchen auf der Hand hast, du bist für mich raus, aber ich glaube, Marco spielt jeder. Ass und wahrscheinlich wenn du jetzt ein Ass hast, das keinen König als Beikarte hat, spielst du immer Asse mit Fünfer und der Dame Marco ist raus und weg und genau, die teilen sich das. Die teilen sich das. Und jetzt kann Donny noch hoffen, dass er irgendwie einen zum Fohlen kriegt, aber kriegt er nicht. Ass-Bube, Ass-Bube. Da haben wir Marco hat gebettet. Ich finde den Bluff nicht schlecht. Ich finde den Bluff nicht schlecht. Ass-Pärchen Es ist also da bin ich ganz anderer Meinung. In der Theorie. Sieht man ja. Das war das Schlimmste, ne? Aber das vom Ergebnis abhängig. Ich weiß, das aber er hat die Schwäche schon erkannt. Also er hat schon erkannt, dass da irgendwas im Busch ist, dass die irgendwie Angst haben, dass der Flush angekommen ist. Das dürft ihr zurücknehmen. Splitpot, also wir kriegen beide. Nice, also kriegen wir beide Blinds. Aber ich meine, Marco hat auch einen großen Stack. Können wir mal versuchen. Hat immer noch 13.500 dahinter. Rick hat jetzt 14.000 und Donny 21.000. Das sind, glaube ich, die Top 3. Vielleicht können wir gleich nochmal auf die Charts eingehen, wie es bei uns in der Spielerverteilung chickmäßig so aussieht. Mhm. Und wieso bleiben die drei bei dir? Das ist einer meiner Lieblings-Simpsons-Witze. Natürlich. Die haben ja in der letzten Runde alle 3.000 gesetzt. Alle Call mit dem Ass. Erst gar nicht eingezogen, bis auf Marco sein. Situation. Ja, es ist natürlich auch schon sehr witzig, dass Rick auch noch callt, obwohl er eigentlich wüsste, dass er gegen zwei Spieler da meistens geschlagen ist und wirklich nur noch callt und hofft, dass er teilt, dass er den Pott teilt. Aber das ist ihm gar nicht bewusst gewesen, glaube ich. So, das war in der Schule. Hat nur das Ass gesehen. Das weil jeder sich überrascht. Und Donny trinkt jetzt gerade nur noch Wasser. Der ist heiß, der Mann. Das war die 10. Staffel. Ich war das so gut. Mit der vegetarischen Alternative, schon drauf. Wo sie einfach das Hotdog-Brötchen kriegt. Die Blinds bitte noch, Josef, Gino. Ich auch alles auswendig weiß davon. 100, ja, von 200, ein Grüner. Das ist das... Das ist die Gehirnhälfte, wo eigentlich Schulwissen drin sein müsste. Das ist einfach irgendwie voll mit Simpsons. Ich drehte ihn jetzt auf den Fuß und sage Hallo, Mr. Thompson. Und sie lächeln und nicken. Hallo, Mr. Thompson. Ich glaube, jetzt meint er sie. Läuft? Meine allerliebste Szene ist auf jeden Fall mit den Bordnamenschildern. Da kommt nichts an. Das ist einfach das Allerbeste. Mit was? Mit den Bordnamenschildern. Wer heißt denn Bord? Meinen Sie mich? Ich heiße Bord. Mein Sohn heißt auch Bord. Last Race auf 600. Wo sie Steve ist raus. Irgendeine Staffel, 7 oder 8 oder so früh. Ich habe so keinen Überblick über die Staffeln. Marco Fold. Immer alle Folgen. Ich Rick Fold. Donny Fold. Fällt dir was auf? Ja. So ein Nerd Last Race wieder. Ja. Robert Fold. Das ist für mich gefühlt die Staffel, wo am meisten Ass 10, Ass König geraced wird. Also generell. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Und jetzt haut Josef nochmal drüber, oder? Der kann jetzt nicht noch müsste er eigentlich. Auf 600 muss der Grüner mal drin bleiben. Endlich ist mal der reiche weiße Mann am Druck. Dann so. Ja. Naja, das ist doch eine Traumhand. Man kann sie auch versteckt versuchen zu spielen, was die meisten Spieler versuchen erstmal, weil sie denken, ja, ich verrate erstmal keinem, dass ich eine starke Hand habe. Aber es jetzt kommen noch 60 weitere Spieler hinter mir. Richtig, mindestens.
Und der Flop wird auch meistens ein Traumboard. Das Board ist super. Aber er siehst ja auch, gegen Ass 10 ist es jetzt auch schwierig für ihn, da Geld rauszuziehen. Option zu checken. Ich meine, Rainbow Board, okay, eine Straßenmöglichkeit. Aber wenn Lars schon angespielt hat, weißt du ungefähr, ja, der hat Ass Bube, Ass Dame, Ass 10. Noch ja, soweit wird, glaube ich, noch nicht gedacht. Ich glaube, jetzt wird erstmal gedacht, ich habe erstmal ein paar Damen. Das muss nicht gesetzt. Und darüber wird wahrscheinlich gar nicht so groß gedacht, was Lars haben kann. Check. Das ist aber auch okay, weil er ist ja nicht der Prefabraiser gewesen. Lars war der Prefabraiser und der hätte eigentlich anspielen müssen. Hat es aber nicht gemacht. Jetzt muss er natürlich irgendwie gucken, check. Alles klar, ich brauche ein bisschen Kohle. Ne? Und das ist jetzt auch so ein Board, wo Lars vielleicht sogar einmal zahlen könnte, oder? Also eigentlich sollte Lars bereit sein, zumindest eine Bet zu bezahlen jetzt. Und deswegen hätte Josef auch schon vorher anspielen können. Das macht er immer am Show. Und vor allem beschützt er auch seine Hand nicht. Wie ist die Karte bei Harry Potter? 4 oder 6 macht auch Straßen möglich. Kreuz macht Flaschen möglich. Also es gibt viele mögliche Karten, die Minimum-Bet wäre 200, eine schwere Entscheidung stellen können. Aber oben ist. Und davon muss man sich auch schützen oft mit starken Händen. Chip-Count. Das sind 100. Josef bet 200. Den grünen Wert zurück. Blauer rein, bitte. Ja, gut. Auf was gehst du? 200. Auf 200 gehe ich jetzt. Er merkt sich von, das. Also 1400 ist im Pott. Und er bettet jetzt 200. Ich muss jetzt 200 das essen, ist zu wenig, Josef. Ja. Knall da doch mal ordentlich rein. Du hast verstanden. 200 wird er auf jeden Fall bezahlen. Aber er hätte bestimmt nur 800 bezahlt. 900, 1000. Ich hab nur. Achso. Muss ja gar nichts sagen. Das sind nur noch wir beide. Genau, du musst aufdecken. Der ist vorbei. Das sind nur noch wir beide. Aufdecken. Oder wegwerfen. Da haben wir. die Pocket Damen etwas. Und Lars denkt sich gerade, wo kommen die denn bitte her? Ladies. Und davor mit der Mann erfindet das Poker-Game neu. Gerade hat jemand Saturday Night angestimmt. Hast du es mitgekriegt? Ja, ich weiß. Wie liegt der da? Lady. Ich sag's ja gerade. Er müssen die Pokerbücher neu schreiben. Einfach. Glückwunsch an Josef. Hat sein Stack erhöht. Da wäre noch mehr drin gewesen, glaube ich. Ja, das Interessante finde ich immer, wenn man so klein anspielt, denkt man sich ja erstmal als Einsteiger, das habe ich früher auch gedacht, man kriegt das Geld. Aber man kann viel größer setzen. Der Gegner will ja, du willst ja, dass der Gegner denkt, dass du bluffst. Und du bluffst ja nicht mit so einem kleinen Einsatz. Das ist unser Chipstack. Moment, Donny führt mit 21.800. Robert muss ein bisschen aufdrehen. Das ist echt eine scheiß Situation. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder hier. Jupp.
So, welcome wir stellen back. Euch ja immer die Spieler am Tisch vor. Einige haben wir euch schon vorgestellt. Jetzt ist Gino dran. Viel Spaß. Unser Fitness-Maestro Gino Singh diät normalerweise mit den Lauchboys dieser Welt und weiß, wie man aus hoffnungslosen Fällen etwas halbwegs Brauchbares herausholt. Geht das heute auch für seine Hand? Finden wir es heraus, wenn der Mann, dessen Schultern so breit sind wie sein Grinsen, den Durchschnitts-BMI seiner Mitspieler mühelos nach unten zieht. Denn ausgestorben ist dieser Ginosaurier noch lange nicht. Geht es nach Gino, heißt es heute nämlich Sing when you're winning. Der Mann sieht gut aus, kauft nur gesunde Nahrungsmittel. Der ist ja nur am Essen, ist genau athletisch wie ich. Und ist vor allen Dingen noch am Tisch. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, noch auf ihn zu setzen. Und wir schauen euch jetzt mal das Zwischenranking unserer Zuschauer an. Wer führt denn da? Der Lukas. Lukas, 13.11 mit 40.000 Chips, gemeinsam mit Mr. Klo. Wir drücken euch die Daumen, ihr könnt weiter eure Chips einsetzen auf euren Spieler und vielleicht ist Steven eine gute Option. So die ersten. Nee, er hat einfach nur von meinen kleinen Chips. Was? So, das heißt, ich muss an dem heutigen Tag. Wo ist meine Sonnenbrille? Ich brauche meine Sonnenbrille. Und jetzt. Der Dame, von Ihnen ist nichts zu hören. Kein Taui. Oh, ich hab nicht. Weiß ich nicht. Aber das ist das Problem, ne? Du unterspielst deine Hände immer, du spielst sie immer passiv. Ach, jetzt für Donny oder für Lars, die bisher immer geraced haben. Er hat nur gecallt. Ja, deswegen, das meine ich ja. Für Donny oder für Lars, die bisher immer nur geraced haben, würde es kaum auffallen, wenn die jetzt auch Asse raisen. Deswegen solltest du eigentlich alle Hände, die du spielst, immer raisen. Weil dann kannst du nämlich auch für deine Asse mehr Kohle bekommen. Du mit deiner Taktik immer. Ja, ich muss ja, dafür bin ich doch hier. Das ist natürlich ein super Board für Rick. Ein richtiger Ass-Crasher. Ja, ja, da ist einiges da laufen möglich. Die beiden Space Frogs mal schön gegeneinander. Aber du siehst, guck mal, was das für einen Unterschied macht, dass Steven tatsächlich das Ass in Herz in der Hand hält, denn das nimmt Rick ein Out und gleichzeitig, selbst wenn der Flush jetzt kommt, hat Steven immer noch die Möglichkeit auf einen höheren Flush. Das ist die sogenannte Blocker-Geschichte. Man nennt das einen Blocker. Das Ass in Herz blockiert die Herzkombination. Und jetzt ist ja interessant, Gino hatte die 9 mit einem relativ hohen Kicker. Und findet natürlich jetzt auch gleich zwei Leute, die mit ihm spielen. Und Raketenstreifen. Und die prozentual viel höher sind, obwohl er Top Pair gehabt hat. Ja. Richtig. Hey, auf jeden Fall ist der höchste Schild dafür. Steve hat hier das absolute, zumindest auf dem Flop, ausbaufähigste Blatt. Und Steven muss einfach hoffen, dass da jetzt keine gefährlichen Karten mehr kommen. Der Rick called. Aber er macht's gut. Er setzt sehr hoch an. Ich finde das sehr schön. Kriegt auch die Auszahlung von Dame 9. Könnte man jetzt auch vorstellen, einfach alle hinzuschieben? Wäre wahrscheinlich nicht gut, weil da würde er vielleicht sogar eher noch den Fold bekommen. Ich finde 3000 schon genau richtig. All in. Vorsicht, liebe Freunde, wir haben einen. Er hätte noch 5%. Ich gehe schon mal runter. Ja. Pass mal auf. Rick geht vielleicht auch noch rein. Vielleicht wird das ein Doppel-K.O. Der ist nicht gefunden. 1300, das heißt 1300. Der hat nicht gefunden. 3400. Jetzt mal endlich mal jemand, der das kennt. Ich habe ewig nicht gehört. Oh ja, heiratet doch. Dad, komm. 400 im Sidepot. Dad nicht gefunden. So. Mega gut. Kann man da nicht auch einen Fold finden? Das ist sau schwer. Der Preis ist ja auch so okay, gut. Okay, er hat nur noch 1300 gehabt. Genau. Und kein Herz, das bedeutet, Gino ist raus, tatsächlich. Steven gewinnt. Aber Gino kann ja nichts mehr setzen, weil er all-in ist. Gino kann nichts mehr setzen, aber Steven kann noch was machen, ne? Naja, Rick hat ja noch Chips. Das sind 4000 von Steve. 4000 von Steven. Jetzt ist aber die Chance für Rick auszusteigen. Er weiß natürlich jetzt schon, dass zwei Karten ihn schon schlagen können. Oder Bube jede 10. Und er muss wegschmeißen. Fold von Rick. So, wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ich lasse dich mal kurz alleine und spreche mit Gino. Was das sollte. Pocket Rockets. 9. Oh, 19. Steve. Bube, damit fuck reicht nicht. Ganz. Und ein 9er Pärchen von Gino. Damit Seat open. Nee, ne? Oh, rein, Mann. Ja, danke, Mann. Ich hätte. Dankeschön, Leute. Viel Spaß noch. Das war das gemacht. Dankeschön. Viel Spaß noch. Ciao, Gino. Sorry, das ist viel, viel Erfolg. Aber das ist ein bisschen traurig. Es wird kalt jetzt hier links. Ja. Aber jetzt können wir auch gleich abgehen. Wie geil sich das anfühlt, dass du indirekt sagst, ich wünschte, er wünschte nicht mehr. Du hast einen von uns rausgeballert, Mann. Aber dann siehst du doch gleich wieder. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Aber jetzt können wir, wir sind alle nicht mehr letzter. Also jetzt können wir einfach alle ja, einfach rein. Ja, leider ja. Als erster rausfliegen, das war leider nicht geplant. Aber du hättest auch noch früher rausfliegen können. Mit Donny. Genau. Er hatte was, oder?
Sagen wir dir gleich. Wir laden dich ein in die Kombinatorbox. Ja, er hatte was. Und das war wirklich ein super Fold. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, weil da hätte sich dann schon beinahe erwischt. Du hast nicht lange gegrübelt. Ja, ärgerlich. Ja, das mit Donny, das hat mich natürlich super weit zurückgeworfen. Das waren 4.000, 5.000 Verlust. Und seitdem hatte ich überhaupt keinen. Auch das Ego verloren und das war... Also, kommen wir drüber zum Felix und jetzt die nächste Hand. 2.000, dann sind hier jede Menge 500. Was ist los? Du hast keine 500. Ich voll vergessen. Nee, ich hab gerade mal genau. 200. Oh, tut mir leid. Ich hab halt ein paar Panties, so. Weil ich die halt horte. Deine Panties, ey. Es geht weiter. In Japan gibt es ja so Panties spürbar im Automat, tatsächlich, ne? Dass hier keine mehr sind. Doch, 1.300 war hier im Tisch. Ja, benutzt du? Der Vigo, weg. Frische. Nee, der war von uns, ja, scheiße. Ziemlich gestimmt hat, keine Ahnung, aber... Ach so, bei Mark of Fold. Lelilolul. So, es ist angerichtet. Wir haben eben gerade schon gesagt, ja. Felix, dass er hätte eigentlich schon früher rausfliegen können. Gegen Donny hat er mal einen guten Fold gemacht. Ja, das stimmt. Ja, das war ärgerlich. Ja, das mit Donny, seitdem das war, ich weiß nicht, wie viel ich verloren habe. Ich glaube, die Hälfte meines Decks, das war... War eine Menge, ne? Das war too much und seitdem, da bin ich nicht mehr reingekommen. Da konnte ich auch nicht mehr risikoreich spielen. Also meine Laien-Meinung nach und dann muss es immer so weit kommen. Schade. Ja. Sehr, sehr ärgerlich für mich. Ja, du hast das Problem gemerkt mit Ass 4, ne? Du durftest eigentlich gar nicht vor dem Flop rein, weil das kam dann erst hinten raus zu der Entscheidung. Genau. Aber du hast einen guten Fold noch hingekriegt. Also das müsste ich eigentlich dann in dem Moment schon wieder als Pokerspieler so positiv stimmen. Da musst du eigentlich dann gucken, dass du dann wieder den Gang findest. Genau. Aber das ist aber auch sauschwer. Ich meine, er hat einfach einen guten Spot gehabt mit Ass-König. Das war schwierig da. Wer hätte gedacht, dass Robert doch nicht der Erste ist, der vom Tisch fliegt? Der hat nämlich nur noch 500 Chips. Jetzt hast du dich erwischt. Ja. Wie schätzt du die Runde so ein? Wer ist dir am meisten auf den Sack gegangen? Wem traust du den Sieg zu? Das Ding ist, Donny, der hat, ich glaube, ich weiß es nicht, aber er hat meistens nicht, aber er spielt super aggressiv. Der hat einen richtigen Lauf. Dass der so aggressiv spielt richtig gut. Und seine Aggressivität ist tatsächlich bestimmt durch gute Karten. Oder? Das ist natürlich gut. Und Steve, der überrascht mich. Ich weiß nicht, ob das gespielt ist. Ja, das ist so, war mir nicht dran. Oh. Sind wir uns beide so ein bisschen unsicher, ne? Und dann, haben wir auch vermutet. Dieses ganz legere 2000 hoch, dieses Raisen. Und dann wieder so nach und nach die anderen da. Schaut euch mal das an, wie viele Chips er hat. Ich glaube, der weiß mehr als er. Steven hat fast 20.000. Ja. Der hat fast 20.000. Ja. Ich glaube, so. Der tut mir das. Ja. Und das mit Josef war gerade der Knüller. Mit Queen Paar. Mit Damen, ja, genau. 55. Ja, 200. Genau, ja. Starke Charaktere. Ich las neben mir so ruhig, aber wenn er was hat, das ist halt schön. Ich ärgere mich, dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich zu entfalten. Das war ärgerlich. Aber sehr, sehr schöner Tisch. Das stimmt, ja. Ja, vor allem Lars und Donny so gegenüber, beide sehr aggressiv und wenn sie spielen, halt schon so diejenigen, die immer die Pötte anstacheln, das ist schon ordentlich. Ja. Was ich auch gut finde, ist, dass halt dass hier auch ordentlich geblufft wird hinten raus. Also es wurden doch schon einige Bluffs wurden hier durchgezogen. Ja. Die sind zwar nicht erfolgreich gewesen, aber die waren schon nicht schlecht. Was für Marco? Der ist ja auch ziemlich. Der hat am Anfang geblufft. Das war es nämlich, ja. Marco hat schon Gas gegeben. So ein bisschen ahnt man das, aber wenn man es nicht weiß, dann weiß man nicht genau, ich weiß ja nicht, wie ich das spielen soll. Ja. Ja, manchmal hast du einfach keine Karten. Wenn du keine Karten hast und immer nur schwierige Entscheidungen, dann kannst du es auch eben nicht rumreißen. Ja. Kann einer von euch sehen, wo gerade der Big Blind ist und wann es Robert erwischt? Weil der muss ja gleich reinstellen mit 500 Chips. Das der dauert wartet ja nicht immer so lange, bis er in Big Blind und Small Blind kommt. Dann sind schon 300 weg. Ja, er hat, glaube ich, noch... Der kann ja eigentlich... Drei Hände hat er, glaube ich, noch jetzt. Also der Big Blind ist jetzt bei Marco. 1, 2, hat er jetzt noch... Kann er sich noch dreimal aussuchen, ne? Ja, schade für ihn natürlich, ne? Ja. Am Tisch, der mit Abstand am meisten Erfahrung hat, sich dann so... Jetzt zieh die Hand. Ja, oder als zweites, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt als zweites dann raus ist. Das ärgert ihn wahrscheinlich. Oder... Ich glaube, der macht das noch. Ja? Kann sein. Chip in a chair. Chip in a chair. Bam. Bam. Oh, Robert. Oh. Ich meine, auf die hat er gemacht. Und jetzt hoffentlich wird er nicht ausgesackt. Da zwei Achten gehen. Ja, Moment, aber pass auf, Lars geht auch mit. Die Asse, die Prozente schwinden. Mit jeder Hand, die dazukommt. Steven wird wahrscheinlich auch noch mitgehen. Geht schon unter 50%. Oh Gott. Und dann ist es halt leider nicht mehr so ein Heimspiel, ne? Ich drück dir echt die Daumen, Robert. Es darf keine 8 kommen, es darf keine 6 kommen. Du bist doch mein Favorit.
Cold out. Werden die Asse halten? Oh Gott, und jetzt Cold. Jetzt müsste einer nochmal drüber gehen, um die anderen vom Tisch zu nehmen, oder? Das ist, du willst jetzt mit sechs Leuten willst du doch keinen Flop sehen, oder? Jetzt musst du allem ausweichen. Obwohl, du kannst eh nichts machen. Das wird jetzt richtig was zum Schwitzen, das sage ich dir. Der Flop. Ich kann nicht mehr eingreifen in die Situation. Bube. Bube. Ach, da ist schon mal die 8. Die 8, die lacht. Das gibt's nicht. Auch immer mal wieder Leute, ihr könnt alle komplett. Schlimm, letztes Mal haben sie es gehört, jetzt weiß ich es auch nicht. Stimmt, wir müssen leise sein. Lass alle durchchecken und Robert ist raus. Alles gut. Oder? Oh, komm. Steve. Das ist echt brutal. Wahnsinn. Was sagst du das jetzt? Für Bube 9 bestehen noch Straßenoptionen hinten raus. 3-5 kann vielleicht auch noch eine Straße basteln. Aber es wird natürlich jetzt gesetzt von der eigentlich schlechtesten Hand. Top Pair. Steven setzt. Aber Steven muss natürlich auch vermuten, dass er gut ist. Nee, er trifft einen Buben. Und er geht davon aus, dass er die beste Hand hat. Markus raus. Aber er läuft jetzt gegen zwei Monster. Gut gecallt. Und Lars ist raus. Oje. Das ist natürlich echt brutal. Da ärgerst du dich an Roberts Stelle. Wer weiß. Ass auf dem Turn oder Ass auf dem River würde das Ding nochmal ritzen. Stimmt. Tja, ja. Ich bin zu spät. Für dieses Spiel. Robert, hast du ein paar Könige oder was? Ja. Jetzt wird es aber auch wieder spannend, weil jetzt ist Steven auch noch mit im Rennen, weil jede 10 macht ihm jetzt eine Straße. Als Aggressor muss ich es am Ende so oder so zeigen, ne? Ja. Das heißt, Josef ist auch noch nicht ganz sicher. Scheiße, oh, Steven checkt. Achso, du bist ja auch. Ein zweiter Check. Beide gecheckt. Josef setzen. Nein, nicht checken, setzen. Und sag den Leuten hallo. Oh, das ist die Zauberkarte. Das könnte die Zauberkarte sein. Muss ich zeigen? Oder muss ich noch was machen? Es ist noch immer eine Setzrunde. Oh, okay. Kannst jetzt denkt Steven, dass er gut ist mit seinen zwei Paar, glaube ich. Du kannst vorholen. Ich mag das auch. Du erklärst mir immer nicht die ganzen Optionen. 2000. Alter. Von das ist ein All-In-Bluff. Insta-gecallt von Josef. Josef bezahlt nur. Splishy Splash. Und ach, du hattest Asse? Ach komm, interessiert keinen hier. Oh Mann, der Arme. Oh. Der Arme, also, Robert. Keno, für dich heißt das natürlich. Ja. Wir hätten länger gerne mit dir weitergesprochen. Ich muss jetzt Robert holen. Es wird voll hier. Ja, das ist cool. Danke dir fürs Windspiel, ich gebe ihm rein. Gerne. Aber immerhin kriege ich Essen. Das ist natürlich ärgerlich, ey. Also dieser Dealer, ne? Warum bist du jetzt eigentlich? Drilling. Auch rein. Drilling. Ja, klar. Ach so, okay. Aber ich wusste, dass er wieder irgendwie Rockets oder deswegen würde ich sie auch beantworten. Und zwar war das so ein Drilling, ärgerlich. Das ist mehr so, als dann. Dann kannst du nichts machen. Rockets ist quasi Asse. Vor allem, es war ja erst auf dem Turn, ne? Zwei Asse. Das war schon verständlich, dass ich da mitgegangen bin, oder? Also ich meine, nur damit ich hier nicht mehr dastehe. Nee, ich hatte auch, du hättest ja, was hätte er, hätte er verschiedene Varianten haben können. Um höher zu liegen als ich. Jetzt bin ich immerhin richtig ab hier. Josef, oder? Genau das ist die Hand, auf die man wartet in deiner Situation. Und dann will man natürlich verdreifachen, verdoppeln. Aber bitte nicht mit sechs Leuten spielen. Ich habe ja nur mit drei Leuten gespielt. Aber was soll man machen? Ich glaube, ich habe gar nicht viel falsch gemacht heute Abend. Es gab diese Flash-Situation, wo ich leider verloren habe. Man konnte das vielleicht erahnen, aber da ich mich früh entschieden. Jetzt die Asse, ich musste eh reinschieben. Da ging nichts anderes heute. Ist auch nicht so wild. Wir laden dich ein. Aber es ist eine schöne Runde und die Leute haben Spaß und die Aktion ist gut. Es ist ein super Tisch. Super cool. Es ist ein super Tisch, super viel Action. Es ist eine tolle Stimmung. Ja. Aber in der Kommentatorenbox, da geht die Party ab und da sehen wir uns gleich. Da gehe ich hin. Danke. Das Allerschlimmste finde ich wirklich so eine schlaffe Hand. So eine richtig schön feuchte Hand auch. Nee, aber so wirklich gar nichts machen. Das ist so. Ach, das muss ich dann nachziehen. Zu zweit ist gar nicht so. Das zu zweit. Was ist sonst alleine machen? Oder was? Ja, ja. Sind alle Karten da? Gino, bitte rein und raus nochmal. Ah, ist er hin. Gino, nochmal rein. So. Ja, meine Glückssträhne ist vorbei. Donny, ich hab Tipps, das ist gut. Deine ist vorbei. Deine auch. Josef, ja, das hab ich nicht gesagt. Aber es ist einfach jetzt, es waren Asse, aber 200? Einfach nur für die Kamera. So. Deine ist vorbei. Ja. Robert, Solidaritätsmove. Ja. Zwei Asse weg. Race von Lars auf 600. Gedenkfold. Also keine 200 mehr. Gedenkfold. Bitte erzählen, aber Fiedler Gedenkfold. Aber muss ich den 1200 raisen werden? Ach komm, jetzt. Minimum Race wäre jetzt auf 1000. Robert ist da. Kannst aber auch höher gehen. Hallo. Du hast gesagt, du hast deiner Meinung nichts falsch gemacht, du konntest nicht anders spielen. Felix, deine Einschätzung teilst du, ne? Ich meine, die Flash-Over-Flash-Geschichte, die war ja hammerhart, aber da wäre ich auch nicht rausgekommen, ja, an deiner Stelle. Ja, ich muss sagen, die 4000, ich habe kurz nachgedacht, aber ich habe mich jetzt entschieden, weil okay, das Board sah auch aus nach einem Runaround-Straight oder dass ein Straight da ist, dass da einer Top
per Top-Kicker selbst spielt. Der hat vorher so ein bisschen aggressiv immer versucht, die Platte zu klauen, deswegen 4.000 auch gepasst hätte zu einem großen Stil, zugegebenermaßen. Aber wir hatten uns auch schon so ein bisschen gekrackelt, dass das vielleicht noch beweisen wollte. Ich habe die Chancen bei 85% gesehen, dass ich vorne bin. Und da muss ich einfach, egal was kommt, callen. Ja. Ein Flash machst du ja auch nicht oft, das ist das andere. Und ja, vor allem, wir hatten ja nicht viel Karos auf dem Board. Das ist, es passiert, aber es passiert selten in so wenigen Händen, dass wir gleich so eine Konstellation haben. Aber so ist es, so ist es. Es ist Poker. Ansonsten wäre es nicht Poker. Das ist richtig. Aber dann am Ende auch Asse. Was für eine Ironie. Du findest wirklich Asse, um mit der letzten dann reinzustellen. Wir haben gerade in der Pause darüber gesprochen. Und dann hat er Asse und völlig neben sich. Was ist nochmal die Chance, dass er mit den Achten nachher auf dem River, hat er auf dem Turn den Flop getroffen, schon den Drilling getroffen. Die Chance ist, wenn er Achten hat. Also eigentlich trifft das jedes 7,5. Mal, aber du hast gegen so viele Hände gespielt, dass die Wahrscheinlichkeit einfach, deine Asse hat eine 48% Gewinnwahrscheinlichkeit vorm Flop. Deswegen war ich immer trotzdem guter Dinge, weil der Steve zumindest setzt und Leute aus dem Pot noch rausdrückt, weil die haben ja mit vielen komischen Sachen gespielt teilweise, aber dann halt Achter Drilling. Das Mikrofon brummt ein bisschen. Du musst ein bisschen zu mir ranrücken. Ich will dich jetzt nicht direkt rausschmeißen, weil wir haben noch so viel zu erzählen. Okay. Nimm das Mikrofon. Dann kann ich das kannst du auf den Tisch legen. Mein Mikrofon ist auf alle Fälle okay. Wir haben ja auch eben, als du die Asse hattest und mit jedem Mitspiel haben wir gesehen, wie deine Prozente dann einschmolzen und dann tatsächlich mit Assen dann unter 50% war es knapp dann runter. Das ist ja echt so bitter, aber that's Poker. That's Poker, Fox. Ne? Absolut, aber wenn du dann American Airlines auf der Hand hast und du denkst so, also was, wenn? Also was kann jetzt und dann ist es natürlich schade, dass du nicht wenigstens 1.000 im Stack hast, um ein paar mehr rauszudrücken. Genau. Diese 2,5 Big Blind, 500 die, ist jetzt die machen keinem mehr Angst. So. Aber ich habe auch die ganze Zeit gewartet, irgendetwas Spielbares zu finden. Ich habe auch bei allen mittelmäßigen Karten gedacht, da hatte ich zu viel, zu schlechte Positionen, um reinzustellen. Es war echt jedes Mal schwierig. Da blieb mir auch Aber das ist das Ding, wenn du die Hand gewonnen hättest, wärst du wieder rauf auf 3.000 oder 4.000 gewesen, weil du ja alles eingesammelt hättest. Das stimmt. Donny hat einen Stack von fast 22.000. Steven hat 18.000. Wem traust du hier zu, am Ende als Gewinner vom Platz zu gehen? Ich sag mal so, ich habe gegen Steven mal auch im Heads-Up danach verloren, bei einem großen Turnier, wo es so war, wenn ich mich richtig erinnere. Moment mal. Der Steven, der gesagt hat, ich habe nur einen Pokerkoffer und kann nicht spokern und... Folgendermaßen, ich hatte einen Stack von 44.000 und er einen Stack von 2.000 und ich habe damals gesagt, lass uns das Publikum unterhalten, wir gehen direkt all-in, lassen die Karten auf den Tisch und wir gucken sie uns nicht vorher an. Okay. Das habe ich 6-mal gemacht, 6-mal hintereinander verloren. Und dann war Ende. Also, dass ich 6 blinde Karten komplett verliere. Ich habe ihn jedes Mal gecovert, als Unterhaltungsfaktor. Okay. Und dann habe ich das Ding so verloren. Aber es war sehr unterhaltsam. Und das ist das Wichtigste. Die Leute sollen Spaß haben und Poker ist ein schönes Spiel. Ja. Wenn man es mit Leuten spielt, die auch hier am Tisch waren, ist eine gute Stimmung. Die haben viele Themen am Start. Und da sind auch wirklich unterschiedliche Level von so Spielskill. Aber alle haben irgendwie Spaß darin, ihre Nummer durchzuziehen. So starke Charaktere am Tisch. Das ist auch das, was ich am Poker so liebe. Robert, war uns ein Fest, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank. Also es ist eine total interessante Hand, da gehen wir bei ihm runter. Ja. Deswegen. Kleine Powerbank. Ja, das Ding. Meinst du genau. Ja, das kann ich nicht mal. Powerbar ist dieses Proteinriegel-Ding. Checkt. Ne? Check, ich habe die 9. Beide gecheckt. Genau. Shutter. Warte. Flush Draw. 9er Pärchen hinten rausgetroffen von Donny. Aber da kommt der König von Rick. Kommt der König von hinten und haut ihm mit dem. Give me my panties. Ich hatte so viele Outs, ey. Straight Draw, Flush Draw. Damit. Wollen wir abends immer so Begriffe reinwerfen? Ich hatte so viele Bigs. Ich hatte 3 Exits. Mann, ey, da hat auch mal K.O. Hab ich auch schon verpasst. Die 7 oder die Dame, ne? Die uns tja, halt. Hatte ich vorhin auch gedacht so. Kann ja mal kommen. So. Ich glaube auch, Felix. Schon ist der Fantastack. Die Space Frogs, ne? Musst du aber nur ein Spielwort wachsen lassen. Ey, jetzt finde ich nicht. Findest du das in Ordnung? Ich hab die höchste. Also. Finde ich nicht in Ordnung. Den Typen finde ich in Ordnung. Ich glaube auch, dass er eine gute Chance hat, der liebe Donny hier den Tisch zu rocken und am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Wir stellen ihn nochmal genauer vor. Viele kennen ihn ja gar nicht. Johnny O'Sullivan liebt Pokern. Kein Wunder also, dass sein Lieblingsspiel Zelda Breath of the Wild heißt. Ob Donnys Funny Bones schon beim Anblick seines alten Rage-Kontrahenten Marco Giesel anfangen zu klappern wie in der Geisterbahn oder sich die Pokerface Übungen bei seinen Rasierspiegel-Selfies endlich ausgezahlt haben, wird uns der heutige Abend zeigen. Fest steht, Dublin Stack Don ist heiß. Achso, ich muss ja... Da ist er. Erst auf mein Go. Heute braucht er keine Ausreden, er spielt gut. Ja, definitiv. Ich will die mal ein bisschen hier, es sind 5 davon.
oder? Genau. 1, 2, 3, 4. Also die Space Rocks haben schon mal gepokert. Steve Gold. Die haben gesagt, sie schreiben sich einen Spickzettel. Oh. Und wir haben es ihnen geglaubt. Das ist, ich habe hier gar nichts geglaubt. Du glaubst nie was, ne? Du denkst, ich spiele immer alle Poker. Am Pokertisch glaubt man grundsätzlich ja, ja. doch nicht. Ist doch so. Ne? Aber noch jeder redet doch, redet doch Müll. Natürlich. Alles gut. Aber das nehme ich den auch übel. Nee, hat er so oder so gefolgt. Also sie spielen jetzt jedenfalls nicht so, als würden sie überhaupt keinen Plan haben. Cold. Nee, also da ist schon gewisse Regelkunde ist schon dabei. Also es hat noch niemand einen großen Fehler gemacht, wo du sagen würdest, das macht jetzt wirklich nur ein Anfänger. Fold. Im Gegenteil. Ja, kann man auch mal machen. Johnny bezahlt nur mit seinem paar Vierer im Smallband, füllt auf. Es ist nicht dein Move. So, drei Spieler. Der Flopskin bringt nicht viel. Die 5 ist Steven. Müsst ihr nochmal anspielen, oder? Im Endeffekt kann jeder hier irgendwie anspielen und versuchen, den Pot zu klauen. Steve checkt. Okay. Rick checkt. Alles das funktioniert auch oft genug, wenn man zu zweit oder alleine ist mit einem Gegner. Die macht's spannend. Aber jetzt wird's immer schwerer. Mit jeder Karte, die dazukommt, wird's schwieriger, den Pot zu klauen. Check. Donny checkt. Und ich gehe davon aus, dass sie nur rumgecheckt wird. Na, Steven. Steve mit einer Bet 1000. Und 2 Folds. Ist auch immer der Classic. So. Gut geklaut. Ich müsste viel passiver spielen. So. Einfach taktisch runterspielen, Chipleader, aber man ist dann doch immer. Man will ja spielen. Ich glaube, schlaue Leute würden wahrscheinlich einfach mit den Chips, die ich jetzt man will ja vorher spielen. Noch einfach dann. Will, das ist der Chip-Count. Donny, er ist bei Steven, der kann. So, ja. Warten bitte zu Donny. Ich habe sehr oft. Ist auf Platz 1 und Rick auf Platz 2. Minimum Race gemacht. Unser Shorty ist im Moment Lars. Von dem haben wir in der letzten Zeit auch relativ wenig wahrgenommen. Ja, der hatte auch nicht mehr so ganz so viele Hände. 250. Und ihr habt vielleicht gehört, Carsten. Unser Dealer hat es annonciert. Ich glaube, wir sind jetzt bei 250, 500 angelangt. Der hat ja genug Geld. Die Blinds wurden gerade erhöht. Der Druck wird größer. Steven hat eine meiner persönlichen Lieblingshände, Pocket Neuner. Ich habe gerade das Gefühl, zwei in der Hand zu halten. Man nennt sie auch. Das ist alles gut. Die Pokerstars nachts. Und der Witz bei uns ist das der erste Running Gag. Weil wir inzwischen so viele Sets dabei, so viele Drillinge gefloppt haben. Knapp, knapp. Ja, dass wir davon ausgehen, dass wenn wir Neuner haben im Stream, dass wir immer gewinnen. Das heißt immer. Aber so da läuft es mal eben gegen rechts. Ja, pass mal auf. Pass mal jetzt auf. Bin ich gespannt, wie kommt, kommt die Neun. Also die 1000. Und Donny ist raus. Nee, 1000 insgesamt. Dann kannst du die anderen, kannst die anderen rausnehmen. Kannst zurück. Ja, genau. Genau. Ich ganz dritte Verwarnung. Und tschüss. Rote Karte. Strikeout. Macht's auch. All-in. Josef Cold. All-in. Viel. Ich und ein All-in. Hast du es auch gehört? Ach du Scheiße. Ein All-in jetzt gehört. Guck mal, was da für Hände unterwegs sind. Zähnen. Was ist das denn für eine Massenkarambolage jetzt? Asse. Sag ich dir, was jetzt der Stand ist. So viel Platz haben wir in der Kommentatorenbox nicht. Kannst du entweder das callen oder noch drüber gehen. 5000. Was sind das denn für Paar-Ansammlungen hier? Also ein All-in. 5.500. Oh Gott, und vor allen Dingen ist es für Steven jetzt natürlich auch sehr lukrativ. Der muss jetzt auf 5.500 gehen. Wir sind erstmal bei beide reingehen würden. Steve hat jetzt die Option zu callen. Armer Lars. Lars macht es natürlich richtig. Pocket ne? Jacks, Fib, beste Hand. Ich war er hat hier Steve, er muss reingehen. Marco ist dran. Er macht es genau richtig. Steven called. Wahnsinn. Wie viel sind das jetzt könnte. Und Marco überlegt sich doch jetzt nicht ganz da. Aber wenn ich jetzt folge, seid ihr suited. Der Mann. Der den Bohr am schnellsten lört, der die Gurten beherrscht wie kein anderer. Oh, der macht Hollywood, das ist Hollywood, der foldet. Ich nicht. Der kann doch nicht kommen. Wir gehen immer zusammen. Stimmt. Machst du mit? Zusammen. Ja, wir kamen und gingen zusammen. Das könnte die schnellste Final Table Runde werden. Es wird jetzt echt. Das wird jetzt, Bluff, ich bin jetzt so auf den Flop. Komm, was kommt auf den Flop? Error. Ich sage, Error. Ich sag 9. Bube, Dame 4. Ich sag 9. Du sagst 3 kommt immer 9. Sag 9. 9, 3, 4. 9, 3, 4 und ich sag Bube, Dame 4. Okay. Bro. Bube, Dame 4 ist von mir und du hast 9, 3. Top, die Wette gilt. Du hast 9, 3, 9, 3, 4. Ich hab Bube, Dame 4. 5500 ist gerade für Spaß. Also okay, Marco. Zähl sie mal durch. 3, 4. Ist raus. 5. Das ist wie ein Unfall. Man kann nicht weggucken jetzt. Da kann man nicht weggucken. Das ist ein geiler Tisch. Vier Spieler. Einer davon. Es passiert so viel, wenn die Karten fliegen. Der Flop. Oh Gott. Bube, Dame. Oh, Vierens. Da! Um einen vertan. Ja, gut, okay. Ganz genau. Hast du. Den hast du.
zählt. Komm, Bube, Double 4 war nicht so schlecht. Und Lars floppt das Set. Guck mal, wie er sich freut. Du kannst was setzen. Du kannst gar nicht abwarten. Ich glaube, kann nicht mehr so. Aber Josef hat auch eine Monsterhand und der kann hinten raus Josef. Auch noch. Oh Gott, der ist ja auch noch dabei. Josef hat, das fast, gar nicht gesehen. Josef hat fast 40. Der hat einen Royal. Wir sehen jetzt zum ersten Royal Mal einen Royal Flush hier. Komm, Ass in Kreuz. Kreuz Ass. Ass in Kreuz. Aber wenn wir jetzt mehr reinsetzen. Ich meine, ich gönne es Lars nicht. Das wäre doof. Aber das nur des Royal Flushes wegen. Das ist eine Karte, wo Josef jetzt aufgeben kann. Lars ist all in. Die checken alle. Die wollen wohl Lars raushaben. Oh Gott. Oh Gott, da ist noch so viel möglich. Ass kommt der Flush an. Und es kommt der Flush. Mhm. Alter, ist das bitter. Das ist eine der sickesten und Hände, die ich hier. Lars weiß schon, was auf ihn zukommt. Er hat schon die Mütze abgenommen. Kraut sich aber wie am Kopf. Die Asse einfach auch gar nicht halten heute. Das ist unfassbar. Da denke ich die ganze Zeit dran. Hast du gesehen? Ich glaube, Lars ist schon bewusst, dass er es nicht mehr gewonnen hat mit seinen drei. Josef checkt. Oh Gott. Steve checkt. Rick checkt. Alle checken. Na, Showdown. Lars hat es doch auf jeden Fall, oder? Da haben wir einen Flush. Fuck, da haben wir ein Drilling von Lars, Seed Open leider. Ein neuner Pärchen von Steve. Weil du nicht mehr mitgegangen bist, dass du keinen Flasche hast. Geknackt. Ich gehe dann mal ins Büro. Mach das. Felix, ich muss noch eins sagen, Leute. Tolle Action. Asse sind nicht so schlecht, wie man jetzt denkt. Ne? Das ist das Schlimme. Alle denken jetzt, oh, die heißt es. Bis gleich. Also Royal Flush Draw gehabt. Ich hatte halt Angst, wenn ich raise, dass Rick dann einfach... Nein, das war wirklich gut gespielt. Das war eine gute Spaß gemacht. Allein zu gehen. Hat mir Spaß gemacht. Es tut mir wirklich leid. Hau rein, Mann. Ey, kein Ding, Mann. Du hattest Angst, dass er noch höher geht? Ja, da drüben. Das hätte ich doch gefreut. Hättest du gecallt und hättest rausgenommen. Ja, aber dass ich irgendwann an All-In gehen muss. Vor allem war das in Royal Flush Draw. Also, ich hätte jetzt nicht sehr viel schlagen können. Krasse... Das haben sie in der Schule auch immer gesagt. Und dann... Haben wir nur einen Chip-Leader oder was? Mensch, ey. Als du dir die Mütze vom Kopf genommen hast, und dir den Kopf gekratzt hast, als das Kreuz kam, hast du da schon was geahnt? Oh, meine Bube könnte vielleicht leider im Arsch sein. Ich habe wirklich nur gehofft, bitte irgendwas Rotes und nicht noch irgendwas Schwarzes. Und dann habe ich ja noch gedacht, als Josef nur gecheckt hat, so, obwohl er einen Flash hat, dass er eben keinen Flash hat, dann habe ich mich schon gefreut und alles gleich am Drilling. Aber das war wohl nichts. Das waren die zweiten Asse, die heute nach Hause geschickt wurden. Aber hey, es fliegen immer mehr raus. Ja, bei mir Jacks, ja. Ja, ja, also so, ja. Klar, ja. Bei dir Jacks. Ja, ja. Aber es ist ein schöner Tisch, ne? Es ist ein wunderschöner Tisch. Es war ein wunderschöner Tisch. Sehr berechenbarer Tisch, ja. Wir sprechen gleich mit Felix, wir laden dich ein in unsere Kommentatorenbox. Wir machen noch eine Hand und dann machen wir, glaube ich, gleich Pizzapause. Also bis gleich. Du warst ja eben gerade kein Blind. Ich hab jetzt Bock. Das verstehe ich überhaupt nicht, aber das heißt 5. Der Big Blind kann nicht übergangen werden. Nur weil er rausgeflogen ist, kannst du jetzt nicht... den Big Blind überspringen. Der ist quasi der imaginäre Small Blind sozusagen. Okay. Ja. Weil der kann wegfallen, aber der Big Blind kann niemals wegfallen und auch nicht übersprungen werden. Sonst könnte man theoretisch immer aufs Klo gehen, dann immer zufällig, oh, wie Big Blind oder was? Ach so, ja, krass. Dann könnte man so, haben wir's? Sehr gut. Marco, bitte. Marco ist raus. Rick ist raus. Donny macht sich schick. Called. Josef schön, raus. Schöner Move. Ja. Und Steve so. Checkt. Oh, das ist ein Pockmann. Heads up. Lars. Ja, hi. Felix, dein Kommentar. Ganz kein Kommentar. Ganz schön schlecht gespielt, die Asse heute nicht gut. Asse heute nicht gut. Aber Buben, ey, du musstest rein. Du hattest 11 Big Blinds und Buben mussten rein. Viertbeste Hand. Ich meine, was ist da los? Also, dann kriege ich den auch noch. Ja. Dann treffe ich den auch noch. Aber das Schlimme ist ja, dass Dame 10 in Kreuz dabei bleiben durfte, weil nicht mehr zurückerhöht wurde. Eigentlich hätte vorher noch viel mehr gereraced werden sollen, aber es ist nicht passiert. Ich war mir halt so sicher, weil Josef sich nicht gefreut hat über den Flash, dass er halt nur gecheckt hat. Ja. Dann hat sich dann alles klar, ich bin auf jeden Fall hier und kriege einen richtig geilen Pot. Das hat geschmeckt. Okay. Wir rätseln die ganze Zeit, ob die beiden Space Frogs jetzt Plan von dem Spiel haben und uns richtig verarscht haben, indem sie gesagt haben, Poker, aber nee. Wie schätzt du das als Spieler am Tisch ein? Überhaupt nicht berechenbar, die Jungs. Und ich würde nicht sagen, dass sie Ahnung haben. Auch Josef hat natürlich keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob er wusste, dass er einen Flush hatte. Aber das ist dann halt, da kannst du nicht spielen. Ne? Also, Donny ist raus. Oh, ich habe nicht viel dazu sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, ich habe anfangs auch ein, zwei Karten schlecht gespielt, wenn ich so ein Paare hatte, irgendwie so meine Jungs oder so, dass ich vielleicht ein bisschen mehr reinballern kann. Josef ist raus. Aber ich denke mir dann immer, die Paare haben ja alle mit. Ja.
Ich fand das gut gespielt. Ich hätte die Hände, die du gehabt hast, hätte ich auch ehrlich gespielt. Also da gab es nicht viel, was jetzt irgendwie hättest du großartig besser machen können. Also vor allen Dingen, es läuft halt alles auf diesen Spot mit den Buben hinaus. Egal wie viele Chips du jetzt gehabt hättest, ob du jetzt 5.500 oder 7.000 gehabt hättest oder wie auch immer, das wäre reingegangen. Auf jeden Und Fall muss ich da. Dann war es das halt. Aber ich dachte auch nicht, dass so viele mitgehen. Ja, das war echt krass. Lars, das war krass. Das war ein bitteres Ende. Das ist echt brutal. Ja. Mit der richtig fetten Hand vom Tisch zu gehen, ist einfach echt kacke. Wir machen jetzt eine bisschen längere Pause. Vielen Dank fürs Mitspielen. Dann geht's gleich weiter. Die Jungs haben sich eine Pizza verdient. Ja. Wir essen Austern. Schauen nochmal eben auf den Chipcount. 28.000 hat Josef, Donny 15.000, Marco 12.000 und Rick 8.000. Wer, Lars, macht das Rennen? Heute? Ich würde sagen, dass Marco das schön geil, Latex-Anzug. Schön tief auf dem Platz. Okay, wir sind nachher schlauer. Kurze, längere Pause und dann sind wir gleich wieder da. Bis daher. Tschüss. Wie man zwei Pizzen innerhalb von 13 Minuten essen kann, das wissen unsere Spieler. Das haben wir eben gesehen. Da wurde geschaufelt, genau wie die Chips. Steven ist übrigens genau in der Mitte, hat über sich noch Joseph und Donny und zwei Spieler, die schlechter sind als er. Und Steven stellen wir jetzt mal, also der Mann, der von sich behauptet, er kann überhaupt kein Poker spielen, den stellen wir jetzt mal genauer vor. As if. Für Steve Shuto von den Space Frogs war der Einstieg ins YouTube-Business ein bedauerlicher Karriereknick. Vor dem lustigen Nonsens-Content produzierte der N20er nämlich Stop-Motion-Filme, Lego-Stop-Motion-Filme. Heute hat der gestaltungstechnische Assistent mit dem Projekt Space Frogs vielleicht noch ein paar mehr Sub-Channels als insgesamt Abonnenten, also ähnlich wie bei RBTV. Und ein YouTube-Netzwerk längst gefoldet. Immerhin ist er in seiner Internetzeit weniger gealtert als sein Ex-Mitbewohner Rick. Wir wünschen ihm vom Herzen heute Abend eine Straße, bevor er nach der YouTube-Zeit vielleicht noch auf ihr landet. Auseinandergesetzt, das stimmt sogar gar nicht. Nicht mal ein halbes Glas. Ernährungsdiskussion. Tabletop ist ja immer super. Wir sind jetzt genauso. Die sagen mal gar nichts. Viel Spaß. Ja. Wirklich? Aber nur bei dir selber. Okay. Komm raus. Das ist lächerlich, als würde man Alkohol trinken. Und gehst raus. Donny ist raus. So. Es gibt ja auch Leute, die trinken das nicht mehr, weil es schmeckt, sondern die wollen nur einfach ballern. Ja. Es gibt so Leute, ne? So Leute, die du kennst, ne? Leider nicht möglich. Das ist wie der beste Kumpel, der Hämorrhoiden 500 für Spaß. Was man denn da machen kann. Für Spaß? Marco, deine Funk ist nicht an. Für Spaß? Für Spaß, ja. Sehr gut. Ja? Oh, was ist mit meiner? Meiner ist auch Spaß. Nicht an. Also Josef, Gold, muted. Steve ist raus. Ich gehört habe, dass das Marco ist dran. Marco ist auch raus. Das ist eigentlich nicht normal. Ich stehe immer unten in der Tabelle. Ja, hier wurde einmal gecallt und du hast jetzt die Option. Ja, sehr gut. Josef fotografiert. So, jetzt wenn er ganz oben steht. Das ist wir drücken ihm die Daumen, dass das so bleibt. Ich glaube. So ein Kreuz gegen König 5 und König 5 macht direkt zwei Paar. Böbe König. Wo sind wir da? Mal Button. Rick checkt. Schöner Check von Josef jetzt eigentlich dann, oder? Was willst du? Oh, ja, oder? Ich jetzt aber nein, wenn Rick schon checkt. Ja, beide gecheckt. Das ist eh schwierig. Das Problem ist, Rick ist jemand. Das Gute ist jetzt, Rick hat natürlich zwei Kreuz, Kati Chance auf den Flash und jetzt kann es echt teuer werden. Ich gehe schon mal ins Studio. Es wird ein All-In. Also jetzt zahlt sich Josefs passive Spielweise tatsächlich mal vielleicht aus, weil er etwas mehr Chips bekommen wird. Ich finde wirklich, du bist einer der wenigen Leute, die mit grauen Haaren so gut aussehen. Ich jetzt drauf an. Und jetzt kriegt Josef richtig aus. 2000 hat er schon mal bekommen. Glück gehabt, dass da kein Kreuz ist. Ja. All-In. Was? Rick checkt. Josef checkt. Von Josef? Das war aber Josef. Down. Ja, Josef, okay. Da haben wir Ass hoch ja, und da haben wir einen Drilling König. Nee, Full House. Ach, die 5 ist auch noch dabei. Full Klaus. Oh, da musst du doch. Noch dabei. Wer hat jetzt All-In? Nee, Josef ist All-In gegangen und Rick hat gefoldet. Rick hat ja gecheckt vorher im Big Wieso, aber die haben doch die Karten gerade umgedreht. Rick so zu verletzen. Oh. Das ging wahrscheinlich deswegen gesagt, die 2000 ist okay.
Man muss ja nicht wirklich Leute ausbluten lassen, wie das der, ein Freund von mir, D-Punkt, will ich ihn nennen, das gerne macht. Dann bist du im Pokern falsch. Ist ein Freund. Ich bin auch, glaube ich, ich im Leben im Pokern falsch. Kollege. Acquaintance. Typ auf der Straße. Also nochmal, Felix. Ich brauche mal wieder Ihren... Ich hab's nicht verstanden. Rick ist noch dabei, ne? Ja, natürlich. Ich habe nur ein All-In irgendwo gehört. Ja, man hat's ja gesehen an der Zeit der Chips. Es war nur ein Pott von 2500 oder so, ja, der andere. Bro. Wen soll ich dann wählen? Also an den Dealer-Gott. Obwohl, du kennst doch nicht den einzig wahren Gott. Die Blinds bitte. Ja, wird im Chat gefragt, mit Fotos checken. Ist das nicht hier schlechte Etikette? Na, das ist nur insofern verboten, das haben wir letztes Mal besprochen, wenn man die Nuts auf dem River hinterher checkt. Und so war es gerade nicht. Er ist ja all in gegangen. Ja. Oder hat er hinterher gecheckt? Das weiß ich eben nicht. Ja, wenn er hinterher gecheckt hat, dann ist es verboten. Dann müsste er jetzt eigentlich eine Strafe kriegen, das ist richtig. Er darf eigentlich mit den Nuts auf dem River nicht hinterher checken. Es waren nicht ganz die Nuts. Es war ein schlechteres Full House, könnte man ihm jetzt natürlich noch sagen, dass es okay ist, aber wenn er da zum Beispiel König Bube gehabt hätte. Ah, okay, jetzt höre ich, die eine Aufklärung könnte sein, All-In wurde von Marco verlangt, sagt hier jemand. Yes. Ah. Wir konnten das nicht zuordnen, okay, weil wir die Stimme nicht erkannt. Ich habe nur All-In gehört. Das heißt, Marco saß daneben und gesagt, oh, geh doch All-In. So, alles klar, verstehe. Einer fehlt. Nach einem Spiel haben wir eine Runde Pause. Warum habe ich mich schon wieder nicht gemerkt, was ich sage? Rick checkt. Donny checkt. Ausnahmsweise mal nix dabei für gar niemanden. Alle gecheckt. Ganz starke Hände hier gerade, habe ich das Gefühl. Mhm. Jetzt kommt die Dame und Donny macht ein Pärchen. Rick checkt. Donny checkt. Und wenn er Steve checkt. Anspielt, wird er es auch gewinnen. Marco, aber er versucht nochmal eine Straße auszuharren. Doofe Idee. Race von Donny. Der ist ja schon nicht schlecht, weil er lässt jetzt Marco dadurch blöffen und kriegt durch diesen Bluff tatsächlich mehr. Ja, genau, er macht Marco. Das verstehe ich nicht ganz. Aber Marco kommt auch noch mit Ass 8. Jetzt bin ich verwirrt. Marco, du bist ein guter Age of Empires Spieler, aber den Move, den musst du mir erklären. Den verstehe ich auch nicht. Er setzt Donny auf den Bluff. Auf einen eiskalten Bluff. Aber ich habe auch echt, wow. Aber auch Donny muss ja ein bisschen Angst bekommen, weil seine Dame hat ja eine schlechte Beikarte. Er hat ja einen ganz, ganz schwachen Kicker. Jetzt ist das eine gute Karte für Marco zu bluffen und den Flush zu repräsentieren? Nee, ne? Ja, wenn er das sein Plan war mit dem Call, im Showdown zu gewinnen, dann sollte er jetzt checken. Aber jetzt hat er natürlich nochmal die Option. Donny checkt Marco all in. Wahnsinn. Wahnsinn, das könnte funktionieren. Marco, das könnte all in funktionieren. Ich sag's dir, das könnte funktionieren. Der hat aber Eier, der Marco, ne? Ich gehe mal davon aus, der Marco... Er weiß, dass... Jetzt will ich mal hören, was Donny da sagt und wie er das sich zusammenreimt. Er foldet, ja, okay. Jetzt will ich sehen. Also... Ich glaube, wenn man Marco noch so ein bisschen strategisch irgendwie hintenrum aufbaut, kann er ein richtig starker Pokerspieler werden. Also ich sehe da richtig Potenzial. Der erkennt die Schwächen. Der erkennt, wann Leute schwach sind. Das muss man ganz klar sagen. Und er erkennt seine Chance halt. Er weiß, dass vielleicht er acht nicht gut ist. Okay, jetzt macht es auch Sinn. Es kann ja auch sein, dass er den Donny gut lesen kann. Er sagt, alles klar, ich werde den auf dem River All In setzen. Ich werde jetzt callen. Der Button bitte weiter. Vielleicht hat er Tell gesehen, gehört, gerochen. Keine Ahnung. Ja, das Krasse ist, dass er weiß, dass die 8 nicht gut ist. Die meisten Leute hätten die 8 hinterher gecheckt. Die hätten gedacht, ja, ich habe die 8 getroffen. Aber er weiß, er muss den Donny vielleicht runterbringen von der Dame. Würdest du Chapeau sagen? Ich sag Chapeau. Ich kann sowieso nichts sagen, weil er hat diesen fetten Pot gewonnen und er hat die beste Hand zum Fohlen gekriegt. Das ist das Ziel beim Pokern manchmal. Und der hat es erfüllt. 500 bei mir. Jo. Diese scheiß Herz auf dem River. Und Steve ist raus. Wenn der Gegner 100% Gewinnchance hat und du ihn aus dem Pott drückst, hast du im Grunde erstmal alles richtig gemacht. Kannst du braun noch? Und der muss natürlich nochmal analysieren. Donny ist raus. Schon wieder Buben. Josef hat's mal wieder gemacht, ist auch raus. Hat's mal wieder gemacht. Er hat's wieder. Ich kenn den. Marco, gute Hand. Rick, sehr gute Hand. Oder? Checken. Aber checken die unterscheiden sich nur um 10%. Ne? Also zwei Overcards gegen ein Pärchen sind immer ungefähr ein Coinflip. Ja, dazu kommt, dass König Dame auch noch von der gleichen Farbe ist. Das gibt nochmal ein extra Prozentschub wegen der Flaschenmöglichkeiten. Setz einen braunen, dann kriegst du einen blauen wieder. Ja, sicher. Siehst du das? Einen braunen. Und auch hier ändert sich jetzt noch nicht so ganz so viel, denn ein Pick liegt. Das halt König, Dame und Pik sind die Karten, die Marco helfen. Die 5 ist es nicht. Zwei Fünfe. Die 5 ist eigentlich echt Marco Mist, ne? 500. Die ist gut für Rick. Aber er spielt an.
Das war der Pet. 500 hält den Pot vielleicht klein, um noch die Chance auf seine Overcut zu kriegen. Okay, das gefällt mir jetzt gar nicht, diese 500er Bet. Ne, vielleicht sagt er sich, okay, ich spiele lieber 500 an und gucke, ob ich noch König Dame treffe, bevor Rick 1500 anspielt und ich folden muss. Ja, aber das ist natürlich ein langfristiges Investment, was du da tätigst, was sich nicht rentieren wird. 500 Minimum. Geht das? Rick, Bett 500, Marco called, Showdown, Rick. Marco called? Nee, es wurde jetzt... Also jetzt halt, jetzt glaube ich deine Theorie, dass er Donny eben richtig gut gelesen hat, nicht mehr mit diesem Call. Nee, ich auch nicht mehr. Mit diesem Call ist doch alles gesagt. Naja gut, der Preis war halt so gut für 500, dass ich gedacht, das gucke ich mir an, aber im Endeffekt darf er da gar nichts mehr investieren. Das war jetzt einfach nur ein bisschen gegambelt. Da hat er einfach nur ein bisschen dran gezockt. Also es grenzt zwischen, ich kann es gerade nicht mehr einschätzen, ich kann es nicht sagen, vielleicht es grenzt zwischen Genie und Wahnsinn. Wenn du einschätzen kannst, wer denn sonst? Ja, aber das, was Marco jetzt gerade spielt, ist das grenzt zwischen Genie und Wahnsinn. Entweder ist er richtig gut, oder er führt uns komplett in das Licht. Fuck, geil. Ja, jetzt Schlange frisst vielleicht doch Donny gerade. Moment mal, habe ich vielleicht den Flash eben doch nicht gehabt. Ja. Er hat einfach nur Scheiße gespielt. Was hast du da gemacht? Also ich mag meine Fliegen. Fällt dir was auf? Nee. Die Scheißweste ist aus. Oh. Die ist seit mindestens einer Stunde nicht mehr angegangen. Ach, stimmt. Hat er vergessen. Das ist ganz euphorisch. Das Spiel hat ihn gepackt. Donny called. Ui, Joseph Poker. Mein Gott, Joseph der Gold. Ist der Chip Leader. 52, bitte zurück. Ass König. Joseph Race, Ass König, bitte. Bitte. Ja, nein, er called. Ja, ich hab doch gesagt, bitte Race ist. Was bedeutet das? Alle machen mit. Ich kann das nicht sehen, wenn jemand Ass König so passiv spielt. Das ist ungefähr wie, genau wie wenn du sagst, ich hasse Min-Races. Ich hasse sie wirklich. Nett. Ja, weil guck, jetzt hast du allen Rotz dabei. Jetzt ist für jeden was dabei. Jeder hat irgendwie ein Straight Draw, jeder hat ein Pärchen, jeder hat einen Gutshot. Es kann ja auch Ass-Dame unterwegs sein, Ass-10 unterwegs. Das sind ja realistische. Das ist ein ganz gefährlicher Flop. König-Bube kann unterwegs sein. Das heißt, mit Ass-König ist der Flop eigentlich nicht so mega geil. Nee. Der ist in der Tat, da willst du den Pot lieber kontrollieren. Das macht dann wenigstens jetzt auch einen Check doch weiterhin. Das finde ich auch okay. 1500 von ihm. Lässt er die schwächeren Hände anspielen, das ist auch völlig in Ordnung. Marco, 1500. Er ist dran, Rick. Gecallt von Rick. Rick, was callt er? Der hat nur knapp 8000 Chips und callt mit so einer Grütze. 8, 9. Also da hast du noch nicht mal so Straßenoptionen. Vielleicht haben sie uns doch nicht verarscht. Außer mit dem Buben. Aber wenn ein Bube kommt, dann macht jeder König eine höhere Straße. Vielleicht haben sie uns doch nicht verarscht. Sie haben uns nicht verarscht. Sie haben uns nicht verarscht. Also 8, 9 hat hier nichts zu suchen. Wir haben doch den Pokerkoffer nie angerührt. Wenn der Bube jetzt kommt, hat Rick zwar eine Straße, aber die wird nie gut sein oder selten gut sein. Weil der König die höhere Straße hat. Genau, richtig. Okay. Es ist kein... doch, Joseph hat den König. Ja, je mehr Gegner, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da auch ein König steckt. Der Josef checkt. So, jetzt, was geht jetzt in Ass König vor? Ja, checken. Muss ich noch mehr machen? Nein, alles gut. War das falsch? Steve mit seinen standardmäßigen 2000. Wäre sehr cool gewesen, aber du hast so nachfragst, ist die ganze Coolheit jetzt wieder weg. Ja. Ich dachte, weil alle gelacht haben, dachte ich mir so, hey. Ja, weil du immer 2000 setzt. Ja, ich mag den. Sorry, das ist so mein Ding. Also das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Okay, also für mich ist jetzt klar, Steve und Rick haben uns vielleicht doch nicht verraten. Ah ja. Ist ja lustig, wie schwer das eigentlich tatsächlich das ist, jetzt in einer Kürze der Zeit den Gegner einzuschätzen. Ja, ist eigentlich unmöglich, oder? Das ist auch unmöglich. It's dual time. Weil wir auch zu wenig Hände gesehen haben. Wir haben ja sehr, sehr wenig. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt. Und müssen darauf hingehen. Er greift vor, deswegen lass ihn ruhig. Donny ist noch dran. Bitte erstmal die 2000 zurück. Disqualifizierung dafür. Donny hat noch Outs und für 2000 kriegt er einen so guten Preis, das muss er bezahlen. Jeder 8, jeder König könnte ihm noch die beste Hand machen, also zumindest die 8 sollte ihm oft genug noch die beste Hand machen. Aber wäre extrem bescheuert. Mit König splittest du halt auch ordentlich, oder? Das stimmt. Also kriegst du aber nicht aussagen. Aber der Preis ist auch so gut. 2000 für einen Pot von 14.000. 1 zu 7. 1 zu 7. Für den Gutshot bräuchte er 1 zu 10, aber er hat ja den Open-Ender. Die 8 zählt auch. Jetzt bin ich müde. Also kann er... Call von Donny. Call, ne? Ja. Call von bereits bei 1 zu 5 könnte er schon callen. 4 Spiele. Die 6 ist es nicht. Das bedeutet, der Josef hat die beste Hand. Und wird jetzt checken. Ich glaube, jetzt muss er die Call raus. Minimum ist wieder 500.
Und kann man nicht jetzt einfach checken, der Pott ist bei 18.000, das ist doch geil. 1.000 von... Ja, ich finde es gar nicht so verkehrt jetzt, nachdem so okay, zögerlich gesetzt wurde. 1.000 ist ja wie ein Check, ist zu klein, ja. Der hätte ich jetzt auch versucht. 1.000 ist halt, das ist halt ein Check, das ist halt nix. Ja. Donny ist raus. Ja, ich habe vor gegambelt. Also 1.000 für 15.000er Pott, also gerne. Ja, wenn man aber nix hat, bringt es auch nix. Da hat der ja, Donny absolut recht. Ich jetzt 1.000 rauswerfen, um dann allen zu zeigen, dass ich auf einen Draw gespielt habe. Keine Rechtfertigung, alles gut. Was völlig amateurhaft ist. Da ist der Donny, da hat er recht. Ja. Mit seiner Rechtfertigung hat er diesmal recht. Das ist korrekt. Der weiß doch nicht mal, was das ist. Auf seinem Zettel drauf. Wahrscheinlich hat er wie ein paar Vierer auf der Hand gehabt oder so. Oh, nimm's doch mal. 3 und eine 6, was ist das? Royal Flush, ne? Immer. Ich hasse immer. Open-Ended Straight Draws. Button bitte rüber. Der Tilt ist real. Small Blind. Egal, jetzt richtig, jetzt bin ich ärgerlich. Sehr gut. So wollen wir das sehen, als objektive Betrachter. Gibt es eigentlich auch Situationen, wo es wirklich auf so einer emotionalen Ebene beim Turnier so ist, dass man sich wirklich auf einen Spieler eingeschossen hat, weil man den zum Kotzen findet? Angenommen, ich mag keine Westen, die leuchten. Beeinflusst dann einen irgendwann das Spiel, wo ich will, dass du vom Tisch gehst. Das steht immer. Also ich hatte bestimmt in meinen Spielen, die ich so immer gemacht habe, über die Jahre auch immer wieder mal Gegner, wenn ich live gespielt habe, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, das muss jetzt echt nicht sein. Weil die mich in irgendeiner Weise halt so ein bisschen in Rage gebracht haben. Aber das muss man halt kontrollieren können. Wenn man da irgendwie jeden anders behandelt, ist das nicht gut. Die Entscheidung, du willst ja eine rationale Entscheidung treffen beim Pokern. Es gibt diese Regel. Deshalb bin ich kein guter Pokern. Jupp ist raus. Wie cool du das mittlerweile auch anmachst. Ach, mittlerweile, komm, du findest es sofort. So viel ist es ja nicht. Das ist doch richtig, oder? Jo. Ja. Ja. So, 10-5 Offsuit ist Marco natürlich Grützhand. Heads up. Er spielt sie, der Steven. Eieiei. Der Marco kommt hinten raus hier nochmal. Unten. Eieieiei. Oder war ein Ja? Die Weste leuchtet. Du wolltest ein Ja, und da war ein Ja dabei. Beide gecheckt. Eieieiei. Der hat einen Ass. Ja, wann macht er sie denn eigentlich an? Wenn er in der Hand ist oder wenn er gute Karten hat? Oder so tut, als ob er gute Karten hat? Ich glaube, das hat überhaupt keinen... Ich bin dran, ne? Das ist einfach nur so eine Laune. Ich falsch sage, so. Er hat einen Ass. Aber, mach heute mal ein bisschen mehr. Sie sehen doch, dass in der Grafik, er hat keinen Ass. Da haben wir 3.500 und ein Fold. Aber was macht er denn? Er hat 3.500, Steven, der nimmt den Pot mit. Ja, und dann Fold. Ich spiele gar nicht mit. Ja, ja. Zwei Asse. Sie haben drei Asse. Nee. Warte mal. Du bist Bouton, ja. Nee, ne? Der Button bei der Röhre. Small bei Marco, Big bei Rick. Ah, Viva Con Aqua. Einfach lecker. Rick, Big. Das sind die Einzigen, die nicht big. Abgeklebt sind. Ich das bin heißt, Big. Ist was Gutes, wa? Ach ja, das sind ja, klar. Die setzen nicht das für... Ist nicht zu viel? Für was? In Afrika und sowas. Ja. Und sowas. Eine Fliege kann zurück, ja. Marco. Was? Eine Fliege kann zurück. Ja, sauberes Trinkwasser. Ich vergesse immer, dass die 50 und die 25 sind. Ja. Schmutzwasser oder wie hier zu trinken. Bei den nein, die aus dem Erlös der Flaschen. Ah ja. Halt. Ja. Kann man? Google. Oh Leute, jetzt ist aber auch gut, ey. Donny Fold. He's a maniac. Josef Fold. Ein Call von Steve. Ganz neu am Englisch. Ein Call von Marco Style, und ein Check ja. Von Rick. Ich gelernt habe, dachte ich, on check, the phone. Gecheckt zu Maniac Rich. On the phone. Habe ich verstanden damals. Misheard. Ach echt? Den Song. She's a maniac on the dance floor heißt es ja, aber on the phone. Ich dachte, ja, aber wo, wie kriegst du denn aus Dance Floor Phone? Ey, da hatte ich gerade Englisch gelernt. Das war Bombenblatt für Steven, aber. Keine Abnehmer. Keine Abnehmer. Steve, keine für einen dicken Pott brauchst du auch jemanden, der entweder so blöd ist, dass er trotzdem Geld reinschmeißt oder auch gute Karten hat. Das ist ein Almost Daily Thema. Und beides ist hier nicht der Fall. Aber Marco, du hast mit Marco nicht gerechnet. Kannst du ja, Marco nicht auf dem Schirm. Zwei Möglichkeiten einer aussuchen, die ich gerade genannt habe. Naja, es gibt noch ein paar Optionen: 10, ja. Bube, Pick. Richtig. Das da ist schon mal 10. Die 10. Das ist echt eklig. Aber du musst eigentlich dabei die also, Marco. Also, liebe Bett Leute, die ihr zuschaut, wenn ihr eine Pokerhand seht, versucht immer. Oh, kann ich habe All-In. Ich habe All-In gehört. Ein Chip reicht. Okay. Bett 3000. Kannst und All-In von Steven. Will ich wohl dafür. Ja, ich finde den gut, den Move. Achso, okay, ja, er will seine Hand schützen. So und das ist auch richtig. So, Aerobic-Übung. Bleibt ja nicht mehr viel Gino übrig. Aber Marco muss jetzt wegschmeißen. Der kann jetzt nicht ernsthaft überlegen, seine 6.900 da reinzugeben für nee, einen das Buben, nicht korrekt. Das sind also 4 Outs. Alles jetzt können wir nochmal rechnen. Das sind 4%. Bei den Bones. Pro
Alles Rocket falsch, Bones. Alles richtig. Kannst ja mal nachschauen. Auf Zeit, auf Zeit. Schmeiß es weg. Es rechnet sich nicht. Das callt er nie im Leben. Das ist alles hier, das ist hier. Übrigens, fast 70% haben in diesem Spiel mit König Jack auf Marco gesetzt. Da kann man sehen, Steven 32 und Donny 0,5%. Ist natürlich auch immer abhängig. Man sieht natürlich auch vorher, welche Karten die haben. Und dann setzt man natürlich. Marco hat gefoldet. Tja, scheiße, wenn man kein Ass hat, ne? Wenn ein Ass da liegt. Scheiße. Geht nicht ums Ass. Wow, okay. Geht nicht ums Ass. Schon Eier bewiesen, ne? Auf jeden Fall. Kann man immer sagen, richtig, um das nochmal mathematisch auszudrücken, dass pro Karte, die einem fehlt, also er braucht jetzt vier Buben, dass jeder Bube hat 4%. Ist das so? Jeder Bube hat 4%. In dem Fall hat er 11% sogar noch gehabt. Naja, also dann wären es eigentlich 16%, aber wahrscheinlich war ein Bube schon raus, auf einer anderen Hand. Möglich. Aber ist das so, ist so die Rechnung? Auf jeden Fall. Wenn eine Karte noch kommen kann, auf den Rüber. Jack. Du meinst nur der Gutshot Straight Draw. Achso, jetzt, nee, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Entschuldigung, ja, nee. Ich bin gerade. Ich wollte dir sagen, da haben wir den Marco, der die Weste wieder ausgemacht hat, und den stellen wir euch jetzt mal genauer vor. Ich bin gerade etwas. Macht nichts. Marco Giesel. Marco Giesel ist der Mann, dem die Westenhersteller dieser Welt blind vertrauen. Kann man eigentlich überhaupt noch etwas über den großartigen GG Giesel sagen, was nicht eh schon in den Age of Empires Gazetten dieser Welt zu lesen ist? Vermutlich nicht. Wir wollen es trotzdem versuchen. Marco ist ein absoluter Stratege. Ob bei Rage of Empires, PUBG, FIFA oder einem ehrlichen Clickbaiting-Thumbnail für den RBTV-YouTube-Channel. Dieser Mann hat immer einen Plan. Ob er dieses Talent auch beim Poker nutzen kann? Wir werden sehen. Eins ist jedoch klar, ein Ass wird er aus dem Ärmel seiner Weste heute nicht ziehen können. Eben sein. Bei mir ist es manchmal so, dass es dann so nachzieht. Also man kann ungefähr rechnen, wenn du eine Karte brauchst, vier Outs hast, du brauchst einen von diesen vier Outs, mit der Gutshot Straight Draw. Geht's durch? Nein, geht nicht. Call von einer Karte auf die nächste kannst du mit 10% Gewinnwahrscheinlichkeit rechnen. Das heißt, du brauchst Pot-Odds, also du musst einen Pot haben, wo dein Einsatz, wo du den verzehnfachen kannst mit. Wenn das nicht gegeben ist, darfst du nicht bezahlen. Das heißt, in dem Fall, es hätten viel mehr Chips in Pot sein müssen, damit er das hätte bezahlen dürfen. Spaß. Okay, du hast jetzt die Pot-Odds ausgerechnet. Ich habe jetzt tatsächlich nur ausgerechnet, Minimum 500, in wie viel Prozent der Fälle genau, kommt der Bube. Genau, 10% oder 11% in diesem Fall, jetzt knappe 11%. 500 von Rick. Von einer Karte, von der Turn-Karte auf die River-Karte. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du sagst, das spiele ich nicht. Es sind aber alles so Basiswahrscheinlichkeiten, die du irgendwann verinnerlichst. Die kennst du irgendwann auswendig. Wir haben eine schöne Situation. Donny hat Top-Pair getroffen, läuft aber gegen 2-10 und hat jetzt einen Raise angekündigt. Und jetzt hat er 3-5. Oh, das wird teuer. Ich hab Fünferpärchen, ja. Jetzt hast du ein Drilling. Was hat jeder? Perfekt. Bitte. Ja, ich mach das, wo ich nichts mache. Check. Von Rick. Was kann ich Ihnen erklären mit Rick? All in. Machen Sie das, wann Sie all nichts in? Machen. All in von Donny. Immer der Weg des geringsten Widerstands. Du machst All in. Er macht All in. Ja, weil macht ich mehr Chips habe. Ja, er macht dein All in also mehr oder weniger. Mein All in. Ja, okay, dann mach ich weil All in. Weil er eh mehr als oh, du. Dann, wenn du jetzt das könnte. Show down, bitte. Nicht das Aus von Donny sein, soweit ich es jetzt sehen kann. Nee. Oh je. Auf Kinderzeit. Ich hatte noch sehr viel weniger Chips. Oh. Pocket-Zähne. Ja, von Rick. Pass mal auf, jetzt kommt die 8. Die 8 hilft in diesem Fall übrigens nicht. Ja, weil da 2 Fünfen liegen. Richtig, genau. Aber eine 7 hätte getan. Eine 8 nicht. 5er, 9er. Ja, Leute, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wenn eine 8 gekommen wäre, hätte Rick 2 Paare 10er mit 5en und die schlagen 2 Paare 8er mit 7en. Das ist immer schwierig zu sehen, gerade für einen Einsteiger. 9 habe ich jetzt nicht verstanden. 2 Paar-Kombinationen oder auch. Die 9 macht doch nichts. Manchmal gibt es auch 3 Paare. Du kannst auch mal 3 Paare haben. Das zählt natürlich nicht als 3 Paare, aber man sieht es dann nicht. Die 5er, die 10er und die 9. Als möglicher Kicker. Genauso das andere Blatt wäre hier das. Scheiße. 7, 5er, 9.
Jetzt ist Donny der Shortstack. Raus, aber nee, das hast du, muss ich ganz, will ich auch das, for the record, das hast du sehr gut gespielt. Ich habe nicht, du hast ja davor warum callst du so. Das? Nee, also Donny kann auch Lob verteilen, guck mal. Auch wenn er eine Hand verloren hat. Du hast einfach das wirklich gut gespielt, das muss ich nicht sagen. Also ich hätte einfach nur vorhin hat er ja zum Josef gesagt. Weil du halt gecheckt hast und so, und ich dachte einfach, du das hast irgendwie einen Ass. Schlecht gespielt. Stimmt, ganz am Anfang. Ne? Wieso kannst du denn sowas callen? Ja, ne? Und jetzt sagt er es. Macht doch keinen Sinn. Jetzt sagt er zurück. Einfach, scheiß auf, kann man nichts sagen. Der Big ist 500. Der Große. Danke. Der Große und der Kleine. Das war doch mickrig hier. Fold von Steve. Call von Marco. Call von Rick. All in. All in von Donny. Boah. All in. Ist aber auch ein gutes Play hier. Ist doch gut. Okay, ja, mit so nicht möglich. Mit jedem Pärchen kann er hier eigentlich schon reingehen. Er hat so wenig Chips. Unter 10 Big Blinds kann man eigentlich rechnen, dass man aus fast jeder Position, wenn vorher keine Aggression gemacht wurde, dass man halt mit jedem Paar einfach reinstellt. Wenn ich jetzt Rick wäre, würde ich auch All in gehen. Ja. Und zwar nur deshalb, damit Marco und Josef nicht noch in die Hand einsteigen. Ja, sicher! Oder? Kornstein jetzt, Leute. Er muss eigentlich. Er muss. Nein, allein schon, ich meine, er kann es callen und hoffen, dass vielleicht hinter ihm der Marco mit einer schlechteren Hand auch noch bezahlt. Dann hätte er ihn ja auch noch im Pott mit drin. Ja, aber dann, er weiß ja, dass er eine schwache Hand hat. Dann sagst du doch immer, der kriegt die aufs Ohr. Eigentlich ist es besser, wenn du Heads-up bist, das stimmt. Aber hier wäre es tatsächlich mal, weil Marco halt so gerne und viel spielt, könnte es sein, dass du ihn vielleicht noch mit reinziehen willst. Weißt du? So ein bisschen reinbaiten willst. Ja, kann ich auch machen jetzt hier. Ist aber gefährlich in diesem Fall, weil man sieht, hat Marco tatsächlich mit der aktuellen Hand die größte Gewinnwahrscheinlichkeit. Man sieht nicht mal Karten. Ja, danke. Weil für Donny wäre es natürlich gut, wenn nur einer. Oh, jetzt trifft jetzt nichts mal. Hat er jetzt auch. Wo sind die Ass-Dame hin? Das weiß ich auch nicht. Donny gegen. Er hat Ass-Dame gefrühstückt. Jetzt geht's drum. King Double. Marco schwächt. Geil. Er hat Ass-Dame weggeschmissen. Tatsache. Quatsch. Wahnsinn. Ja. Ja. Doppelt ja. Kleine Karten. Ich möchte Donny noch weiter am Tisch haben. Geiler Typ, Carsten. Gib mir jetzt noch mal irgendwas anderes außer die beiden. Gib mir einen Jungen. Oh! Oh! Gib mir die Chips, gib mir die Chips, gib mir die Chips, gib mir die Goo. Aber wieso? Moment mal. Das habe ich auch nicht verstanden. Also wir diskutieren das, wir klären das gleich und dann wissen wir auch, wo diese Ass-Dame hin ist. Sie ist weg. Warum auch immer. Bis gleich. Willkommen zurück. Da sind wir zurück. Der Tisch ist gleich auch soweit. Hm. Und wir erhöhen gleich auch. Der Druck steigt. Mal die Blinds. Ja. 500.000. Auf 500.000. Und dann geht's weiter. Ja. 1000, 2000, 1500, 3000. Wir haben noch eine Menge Spaß und ich bin so gespannt, wer am Ende hier sitzt und als Sieger. Das kommt. Kann in alle Richtungen gehen. Wir haben es ja gerade schon gesehen. Das kann gerade jetzt jede Richtung annehmen. Die sind unter Druck und die haben nicht mehr so viele Chips. Und es ist relativ gut gleich verteilt, ne? Momentan, oder? Dann gehen wir mal zum Tisch und hören mal rein. Ach so, das einfach nur, um die Runde abzuschließen. Okay, ist nicht. Oh ne, Marco ist ja sogar der Ultra-Short-Stack. Der hat ja nur noch 3000 Chips. Der hat ja kaum noch was. Ja, nichts geht mehr, heißt es ja im Roulette. Also. Ich bin übrigens gierig, können wir gucken? Ja. Das ist einfach so ein abschließender Move, damit jeder weiß. Die Blinds nicht falsch. Geht der All in? Ja, das ist gut. Marco ist raus. Gott. Marco hat jetzt mitgekriegt, dass die Blinds erhöht wurden. Sind die Blinds jetzt bei 1500? Er ist noch in der Feudalzeit. Will aber gleich hochklicken nach Loom. Ja. Achso, warte mal, du hast 1500 gesagt. Du hast so ich verstehe zwar kein Wort davon, aber ich weiß genau, das sind Analogien und ich finde Analogien immer gut, weil ich bin fest davon überzeugt, du kannst in jedem Spiel spielst du eigentlich nur Poker. Jedes Spiel ist eigentlich in der reinsten Form nur Poker, wenn du es mal runterbrichst. Das ganze Leben ist nur Poker. Das ganze Leben ist Poker, sage ich immer. Oh, all in. Komm, all in. All in. Checken ist mal wieder keine Option. Moment mal, sagt immer Marco für andere Spieler all in? Scheinbar. Oder sagt er es für sich selber, weil ich sehe keine Karten mehr. Das ist seine Strategie. Schätzt die Option. Dass der Dealer denkt, dass er jemand all in gesagt hätte. Schauen wir uns das mal an, den Flop. Hast du drei Asse? Eine 9, eine 5 und eine 6. Alles in Herz.
Für jeden was dabei. Gefährlich für beide Parteien, ne? Ein Pärchen mit Gutshot und Gutshot für Josef. Da ist ja eigentlich nicht viel los. Denk mal, Steven spielt an und gewinnt den Pott. Gedankenkraft zeigen. Alles andere würde mich schon sehr wundern. Checken jetzt beide checken. Nee. Man beachte mal eben Plan. Den Chipstack von Josef. 43.000. Der hat die meisten Chips. Jupp. Der hat sie alle rasiert. Check von Josef. Check von Steve. Zwar ohne Rasiercreme. Jetzt können wir eh nicht mehr zurück. König. Lass uns das Glück entscheiden. Darf ich zuerst aufdecken? Okay. Das ist ja nix. Darf sie checken beide. Nicht schlecht. Showdown. Ihr hätte jede Bett gewonnen. Auch von Josef, glaube ich sogar. Hätte es mal versuchen können. Ja, wieso? Ich habe eigentlich. Ich hatte eh den Backblind. Also. Ich habe mal mitgemacht. Glückwunsch. Ich muss nicht viel machen. Ich muss eigentlich nichts machen. Ich muss nur weitergehen. Ich habe jetzt ein bisschen was mehr. Ups, da war ein bisschen weit. Ah, das war eine entspannte Runde auch einfach. Die Chips sind direkt vor der GoPro. Ich mach gleich den Bauchi frei. Ja, dass man auch die Karten sehen kann. Jawohl. Marco, bitte nicht. Nicht den Bauch frei machen. Was ist das denn? Flusen? Dann mach lieber deine Weste wieder an. Ein 500er hätte ich hier noch gerne. Den gebe ich dir. Danke. Gib's Marco, ich glaube, du hast zu viel drin. Sieht sehr nach. Ist natürlich auch in einer bescheuerten Situation jetzt. Ne? Hast da 3000 Chips. Ja, jetzt ähnlich wie Robert, du weißt, ich kann nicht mehr viel machen. Jetzt kommen gleich Ass. Ich warte auf ein All-In. Ja. Rick ist raus. Aber das wurde einem doch beigebracht, dass man das immer machen soll. Donny hat Ass-Bube. Gute Hand. Auch mit dem Stack muss er jetzt All-In gehen eigentlich. Er hat genau 8,6 Big Blinds. LMX. Jede Erhöhung würde ihn sowieso an den Pott binden. Er erinnert sich noch, die 70er. Wer ist denn dran hier? Du durfte keine orangenen Shirts tragen. Du bist dran. Ja, Dicke. Das ist der Weg beim Kollege. Ist er. Sag ich mal, mach ich mal dreimal so viel, ne? Mach ich mal hier auf 3000. Das ist das Ding jetzt. Race bindet ihn eh schon in den Pott. Wenn er 3000 investiert und hinter ihm geht jetzt tatsächlich jemand all in, muss er die 5000 eh nachbezahlen. Josef hat ein paar Zehner und wird das und auf jeden Fall bezahlen. Da haben wir einen Race auf 5000. Oh ne, 5000. Das wird ein Push-Spiel und ein All-In-Spiel. Eigentlich müsste Donny jetzt sowieso reinstellen. Und es ist auch korrekt, wie man sieht. Er hat eben noch die entsprechenden Prozente. Fold von Steve. Wird halt oft gegen ein Paar spielen oder auch mal gegen eine schlechtere Hand. Aber und auch Marco Gold mit Ass-9. Hör doch auf, Marco. Naja gut, für Marco ist es jetzt gar nicht mehr so schwer eigentlich. Er muss das bezahlen. Ach, hör doch auf, Felix. Zwei Big Blinds, Jochen, das musst du bezahlen. Er kann ja nicht wissen, dass da beide irgendwie... Das stimmt. Ich habe mich zu einem unkontrollierten, emotionalen Falscheinschätzung hinreißen lassen. Ja, ich verstehe das mal. Man denkt ja, Ass-9 ist eine schlechte Hand. Aber wenn man nur noch zwei Big Blinds hat... Ich möchte gerne, dass Marco nicht vom Tisch fällt. Ich verstehe das. Aber die Chancen stehen bei 10%. Wie wäre es denn mit einem 9-9-3 Flop? Nein, vier Herz jetzt auf dem Board. Vier Herz, okay, ja gut, wie du willst. Du sagst vier Herz, sag mal genau die Karten. Ist mir geil. 7, 8, 9, 4. Alles in Herz. Ich sag 9, 9, 3. Okay, bin schon daneben. Okay, eine 9 ist schon mal da. Oh, oh, oh. Jetzt ein Ass wäre ja auch lustig. Oh Gott, Donny braucht einen Buben, um zu überleben. Ein Ass würde ihm jetzt nicht mehr helfen, denn dann hat Marco zwei Paar. Moment mal, sind beide dann... Donny hat noch 3.600. Donny müsste aber auch All-In sein. Oder hat er jetzt nur bezahlt? Normalerweise, wenn ich jetzt All-In, will ich ja ihn rauskriegen. Aber ich glaube, Josef checkt das nicht so ganz. Das ist für ihn so eine Aufforderung zum, ja, geh ich mit, mach ich noch höher. Deswegen check ich einfach. Der gibt den Gegnern aber auch keinen Credit, ne, der Herr Donny O'Sullivan, ne? Ja. Der hält sich der Gegner auch für völlig blöde. Ja, er kriegt aber auch die Freecard. Guck mal. Der Josef gibt ihm die Freecard. Check von Josef. Jetzt hat Donny noch ein paar extra Outs, aber die klaut ihm der Josef und, das ist es nicht, die Zehner halten. Jetzt wird's das geil. Bedeutet, checken. Marco ist definitiv check raus. Von check. Und er denkt vielleicht sogar noch an meine neuen könnte ja gut sein. Showdown, Kenner. Gut wäre jetzt gewesen, wenn Donny noch ansetzt zum Bluff, Josef rauskriegt und Marco Zehner. Das Ding mit nach Hause nimmt. Hätte ja auch sein können. Ja, Marco hat ja keine Tipps. Die 9 von Marco ist, damit geschleift. Also ich gehe mal da in die... Ja. Und Marco Lange bei Donny. Und reißt dem die Weste vom Leib. Geht mal an. Da hat er auch noch die Karten heute auch noch. Zu dem ganzen... Das ist alles kalkuliert. Guck mich an. Stark. Du hast diesen ganzen Random-Scheiß am Anfang nur gemacht. Ne? Jetzt hast du die Karten, jetzt spielst du es auch noch gut. Das geht nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Ich muss nichts machen. Hör auf damit. Hör auf.
damit. Ja, ich bin, glaube ich, jetzt der niedrigste Stack. Nee, noch ein bisschen mehr als du. Wo sind die scheiß Batterien für die Weste? Mach die aus. Mach diese Weste. Zieh die aus. Nein, so kommst du nicht zu uns. Was denn? Was denn? Wie lange hält das Ding? Das hält ewig. Das hält ewig. Sind wir drauf? Nein, überhaupt nicht. Ist es schlimm? Mhm. Ass 9, sagte Felix, kann man machen. Ja, ich dachte ja wirklich, ich dachte auch, kann man machen. Dann treffe ich die 9, hatte noch das Ass und dachte mir, gar nicht so schlecht. Und da kommt eine Dame, da kommt ein König. Oh, und der hat ein Zehnerpärchen. Ist eine Menge. Ja, aber das kann ich nicht, da bin ich noch nicht so weit. Da müsst ihr mich trainieren. Felix macht das jetzt. Komm mit. Okay, dann machen wir das so. Ihr spielt weiter. Letzte Frage, wer macht das, wer gewinnt hier? Ja, der Changeman. Der ist ja, der ist viel zu unberechenbar. Okay. Wir sehen uns. Ja. Show me what you got. Donny, den Taubens. Rick ist Pickblind, oder? Nee, Regie? Ich, oder? Ja, also deinen Tausender zurück und hier bitte 1000 hinsetzen. Lass ich Rick. Mir gar nicht Rick ist, nein, Rick ist alleiniger Big Blind. Ach, weil und Donny ist jetzt dran. Wie gesagt, man kann den Big Blind nicht überspringen. Ja. Fast hätte er es geschafft, aber mir ist noch aufgefallen. Ich spiele jetzt tight. So, Donny Fold. Ja, 1000 ist Masterdinger. Markus, da. Hast du denn jemanden, dem du es überhaupt nicht gönnst am Tisch? Fangen wir doch mal so an. Als gemein, ne? Drei Spieler. Ja. Nein! Die Weste! Mach es aus! Da kommt die Zehner schon. Ja, wen gönne ich es nicht? Also, nein, es ist, musst du nicht sagen. Musst du nicht sagen. Allen. Erstmal allen. Aber nein, das ist ja, die sind ja alle jetzt nicht ohne Grund da, wo sie Check jetzt gerade sitzen. Josef. Und die haben ja alle gut gespielt. Donny hat am Anfang sein Lied irgendwo dann weggeworfen, irgendwann, an einem gewissen Punkt. Stimmt, der war ganz am Anfang. Hat ja, der war echt wieder, ne? Gut dabei, ja. Ja, und dann hat das irgendwann verarselt. Das aber, entscheidet. Ja, wie gesagt, es kann, heute ist irgendwie alles drin und alles Check, irgendwie fällt. Der Josef. Check. Alle drei. Ach, das hat so viel getroffen, das ist so unberechenbar. Lauf. Ja, Lauf. Ja. Buben hoch von Rick. Ganz klar. Ein Ass hoch. Aber die beiden Space Rocks, die überhaupt kein Poker spielen, normalerweise. Ja, aber jetzt bin ich schon wieder, auf dem Standpunkt, dass ich sage, das stimmt. Aber ich wechsle immer, weißt du, immer so. Ja, die können was. Nee, Aber das macht alles so unberechenbar. Du kannst nirgendwo sagen, oh, ja, hast du was? Oder weißt du überhaupt, dass der was hat? Also, das stimmt. Schwierig. Also jetzt mal, wenn ich mit den Briten spiele, ne? Ja. Marco, ist das... Nein, also aber ich spiele ja die Briten. Achso, du spielst die Briten. Achso, du hast gerade gesagt gegen die Briten. Nee, wenn ich die. Oder vertagen wir das auf ein andermal. Ich würde gerne von dir Training haben. Ja? Ich möchte gerne Donny mal schlagen. Das ist schon eine Woche. Das machen wir eine Woche Training. Aber du weißt nicht, wie schlecht ich bin. Ich hab's schon ein paar Mal gesehen. 500. Dann nur eine Woche, dann muss ich ja super spielen. Nein, du spielst richtig scheiße, aber das Ding ist halt, es ist jetzt nicht so viel. Ist nicht so scheiße, das ist hoffnungslos. Das sind ein paar Basics, die ich brauche. Ich möchte gerne einfach nur in Donnys Gesicht irgendwann sehen, so Scheiße, ich habe gegen diesen Vollpfosten verloren. Kriegen wir das irgendwie hin? Nee, ich glaube, am Ende wird er sagen, ja, es lag an dem und dem Fehler. Das war jetzt irgendwie der scheiß Map auch. Und, so wie beim Poker. Ja, so wie beim Poker. Das Spiel ist zu warm. Ja. Sehr gut, das machen wir. Das machen wir. Ja, kriegen wir hin. Alle Optionen. Josef, Dame 2 suited, ist eine schöne Hand. Gecallt von Josef. Fold von Steve. Josef hat aber jetzt schon wieder mehr Chips, ne? Der hat einen Stack. Die Option. Donny muss auch reingehen, ja. Donny. Du musst es gerade auch reingehen mit Ass-9. Irgendwann muss man halt einfach. 200, 300. Und Donny ist all in. 500. Ass-7 suited ist muss eine Hand. Ja. Ja. Ich meine, die Blinds sind bei 500.000, ne? Mit drei Big Blinds würde ich sogar auch sowas wie 7-6 oder sowas. Alles, was passabel ist, was irgendwie eine Straße machen kann, was irgendwie connected ist, was eine High-Card hat, das stellst du halt dann einfach rein, weil du hast nicht mehr viel, du kannst nicht mehr warten. Und dann können das Showdown machen. Jetzt der zweite kommt. Und das Ding ist, die Blinds sind ja auch schon in der Mitte, 500.000. Das heißt, du kannst schon mal automatisch 1.500 gewinnen. Rein mathematisch hat jede Hand schon mal so 30-40% vielleicht, wenn du jetzt gegen zwei beliebige Karten spielst. Dame 2 aufführt gegen... Ass-7, suited beide von Donny. Der Flop. Ja. Nein. Da ist die 7 schon mal. Oh, das ist aber auch die Dame. Da ist aber auch die Dame. Also Donny ist auch in, ja? Dame vorne. Sehe ich das richtig, liebe Kollegen? Ja! Ah, das ist Ass. Das gibt's nicht. Donny ist noch. Ich will Donnys Gesicht nicht sehen, wenn noch eine Dame kommt. Nee, kommt nicht. Donny macht es. Marco, mach das Kammer. Ja. War knapp.
Siehst du Donny gerne jetzt gleich auf dem Thron? Er kann es noch schaffen. 600. Ja. Das hab ich mir gedacht. Ich bin, glaube ich, einer eurer größten Fans von Rage of Empires. Ich gucke, glaube ich, jede Folge viermal. Ja? Ja. Also ich glaube, ich muss mir das nochmal anschauen. Wo ist, ist die Parallel zu Poker da? Das ist großartig. Ja, schon, nur die einzige... Ja, ich sag mal, der große Unterschied ist ja, ich spiele allein gegen zwei immer. Aber ich glaube, Entschuldigung. Josef, 50.000. Wahnsinn, der hat 63.000. Donny, 7.000. Rick muss was machen. Marco, ich weiß, du würdest gerne noch hierbleiben. Wir danken dir. Ihr seid immer so knallehrlich zueinander. Ich finde das geil. Danke, Marco. Eine Woche hast du gesagt. Geht's auch in vier Tagen? Der eine sagt, du spielst scheiße, ich will nicht mehr hier sein. Oder übers Wochenende vielleicht. Übers Wochenende, alles klar. Ich liebe ja auch Age of Empires. Ja, aber der blaue reicht. Und ab und zu spiele ich gegen Donny mal. Und Tausender, genau, hier. Danke. Verliere aber ständig, das mich unheimlich nervt. Ja. Und deshalb würde ich gewinnen. Ja. Und vielleicht kann ich es mit Marco Hilfe, ohne dass Donny es weiß. Ja, Regie, ignoriere mich wieder, ich mache einmal los. Dann auf einmal, boing, guck mal, Donny, ich brenne dich. Oh, der den Trick, denn er. So, konzentrieren wir uns auf Poker. Wo sind wir hier? Ah ja, Zweier. Super. So, ein Race 2000. von Steve. What? Nee. Rick möchte nicht. Donny möchte nicht. Ich heile jetzt so lange aus, bis er raus ist. Das Geld. Ist das kein Dame 2 oder sowas? Also, Joseph hat massive Weiterer Chips. Versuch. 50.000 ist der Hammer. Geh nach Hause. Komm, geh nach Hause. Ich bin sprachlos. Ich weiß immer noch nicht, wie das geschehen ist. Er hat die Chips einfach nur so aufgesammelt. Die sind so zu ihm so geflogen, weißt du? So. Und auf einmal waren sie da. Und schon wieder 9 Outs, um die beste Hand zu machen. Ich habe auch immer das Gefühl, er setzt auch nie was. Die anderen setzen immer für ihn. Josef checkt. Muss man mit 2 jetzt noch ansetzen, wenn Steve der andere checkt? 2000. Ja, jetzt bin ich wieder auf dem Standpunkt, dass ich glaube, dass die Frösche Hollywood bei Jupp Fold doch gerade erst gelernt haben. Aber er hat ja gesagt, er hat vorhin mit Robert, die haben ja Heads-Up schon mal gespielt. Mach ich all in. Du machst 100 oder so. Total. Joseph Foldet aber. Oder umgekehrt, weil du dann alle Chips hast und ich nur noch. Ja gut, der hat den Gutshot. Er gewinnt solche Pötte auch oft, wer in so einer Situation einfach anspielt, der gewinnt. Guck mal, ich habe keinen Treffer, aber ich habe zumindest die Option auf eine Straße. Ich spiele an, der Gegner hat ein paar Zweier, die muss er wegschmeißen. Wenn ich dann aber checke, dann spielt das ein paar Zweier an und ich muss wegschmeißen. Also im Endeffekt ist es so ein Chicken-Game manchmal beim Poker. Ne? Wenn du Heads-Up bist, der zuerst zieht, gewinnt halt meistens sofort. Deinen Namen trägt. Muss man dafür jetzt GEMA bezahlen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es so kurz ist. Ja. Ist ja auch schief sagen, gewesen, sind wahrscheinlich nicht mehr die richtigen. Ist doch eh ein Cover, oder? So ein Cover. Ja, Cover ist trotzdem. Fold von Rick. All ja, in, alles da. Nö, jetzt habe ich mir ein Stack aufgebaut. Jetzt muss ich nicht mehr. Das habe ich ja zweimal gemacht. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was aufgebaut. Aber ich überlege trotzdem, ob ich da vielleicht mitspielen soll. Aber das mache ich nicht. Fold von Donny. Spielst du mit? An der Stelle zu raisen ist Quatsch, ne? Das ist doch einfach nur unnötig die Blinds hoch. Also Chipleader machen genau das oft. Vielleicht drängst du ihn raus. Wir können uns auch angucken. Vielleicht hat er Angst davor. Wir können uns angucken. Ja, und Karten. Und dann können wir mit ein bisschen mehr Gamble noch. Verlieben oder? Das geht wieder nicht, ne? Es muss irgendwie 1508 sein, oder? Ein Race. Wie? Ich dachte, das ist jetzt ein Call, weil er das nicht gesagt hat. Ja, es sind aber 2 Chips, dann sind 50% erreicht. 500 noch bitte rein. Race von Josef auf 2000. Da kennt Steve nix und Call. Was Wen rufst du dann immer an? Heads up. Bet 2000 von Josef Fold. Und so schnell verdient man 2000 Chips? Yep. He is the dealer of the emotions. Klang wie so ein Anfang von so einer Glamrock-Band aus den 80ern. He is the dealer and we have the emotions. So, an dieser Stelle schalten wir uns mal in das laufende Programm ein. Dealer, nicht, Dealer, Donny hier noch weiter singt. dieses dann lieber die Weste. Der macht jetzt das Comeback. Ich hatte gerade Angst, dass ich mich verguckt habe und tatsächlich doch gerade eigentlich was hatte.
Oh, ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Ich war mir sicher. Schau dir die Wiederholung an. Kannst du auch ein Like da lassen und einen Kommentar vielleicht, wenn du es nachher nochmal anguckst, wäre das cool. Donny ist raus. Was ich bei Rick ja so super finde, der redet einfach den ganzen Abend. Ja, Sachen nach Helmut. Jungs, das ist doch. Meine Poker. Also, wirklich sehr ruhig. Das ist ein sehr fokussierter Pokerspieler. Ja, stimmt. Schauen wir mal an, was wir haben. Dame 7, Steven callt nur mit Ass 7. Heads up. Jetzt spielen die beiden Frösche gegeneinander, ne? Und beide treffen die 7. Ich hab die 7, hast du sie auch? Alles klar, ich bette mal. 1000 von Steve. 1000. Ich hab den besseren Kick. Aha. Ich hab auch die 7. Dotti ist raus, dann ist meine Chance. Die 6. Jetzt kann ich bluffen. In der 8 oder 10 hätte ich die Straße. Du kannst ja doch Kölsch. 3000. Das ist doch kein Kölsch. Das ist ja, komm, das ist schon ziemlich Kölsch. Das ist schon, kommt ich komm schon noch aus Düsseldorf. Ach, wir sind übrigens aufgestiegen. Du bist aus Düsseldorf. Heute. Wir sind aufgestiegen Je, heute. Komm, seid ihr nicht abgestiegen heute? Mach dich fort, ich will nichts mehr hören. Und eine 3. Ja, da wird, glaube ich, nicht mehr viel Geld reinwandern, ne? Wahnsinn. Check. Naja, bei den beiden weißt du nie. Check von beiden. Showdown, bitte. Beide check. 10.000 im Port. 7er Pärchen mit Ass-Kicke, 7er Pärchen mit Dame-Kicke. Softplayen sich, nennt man das in der Pokerfachsprache. Wenn man untereinander sich nicht so viel Chips abnehmen will. Nee, das glaube ich nicht. Aber gibt es gibt's Leute am Tisch, die sich kennen? Das kann unter Umständen passieren. Das ist nicht erwünscht und das ist verpönt. Ist das nicht sogar verboten? Naja, verbieten kann man es manchmal nicht, weil du kannst es nicht kontrollieren, wenn du manchmal halt einfach... Außer du sagst halt zum Beispiel die Nuts hinterher checken am River. Das geht gar nicht. Aber alles andere kannst du nicht beeinflussen. Du kannst ja sagen, ja, ich wollte aber die Hand checken, damit mein Gegner was setzt. Und dann hat er halt dich gesetzt. Und dann kannst du immer so argumentieren, aber... Es ist schon verpönt. Wo ist er denn mit deinem Chip-Leader los? 1000 bitte. Jo. Los, gib mir jetzt richtig geile Karten. Oh yeah. Was mir aufgefallen ist, die Fliegen bleiben dir bis zum Ende treu. Ja. Wolltest du die Notzer loswerden? Jetzt hast du noch 2 Stück als einzigen Chips, ja, schauen wir bestimmt, die noch da sind. Die Fliegen sind übrigens eine Chipsorte hier in diesem Sortiment. Man hat keine Zahlen auf den Chips. Dann lass das. Stimmt, das sind Bilder drauf. Stimmt. Ich habe eh noch keinen gegeben. Jetzt sind auf den blauen Chips, glaube ich. Das finde ich eine schöne Hand. Ass 8 suited. Dead Man's Hand. Josef, kenne ich das? Hast du mir schon mal erzählt? Ich habe sie aber tatsächlich vergessen wieder. Wild ist irgendwie in den Rücken erschossen worden mit dieser Hand. Mit dieser Hand, genau. Und mit der auch? Der hat Mods zwei Paare gefloppt. Nee, ich glaube, es war Ass auf dem Pik. Es war Ass auf dem Pik. Das ist ein bisschen gemein, dass man die Leute hört da hinten. Ne? Da, ja, dabei ist er erschossen worden. Was war nochmal der Grund? Weil er zwei Paare gemacht hat. Sehr gut. Fanden die anderen nicht so geil. Weiß ich nicht. Also warum er erschossen wurde, weiß ich jetzt nicht. Aber es steht bestimmt in der Wikipedia. Kann man mal googeln. Dead Man's Hand. Da war ja gerade eigentlich nichts. Wer hat das? Wer hat das? Es sei denn, ich habe halt irgendwie eine 1 oder 2. So, jetzt fragt man sich natürlich, wieso hat der eine 52%, der andere 48%. Das liegt natürlich daran, dass man weiß, wie viele Karten die anderen hatten und die schon aus dem Board sind. Richtig. Die Chancenberechnung wird hier... nimmt die Basis der bereits vorhandenen Karten zur Grundlage. Und sich das mal gegenseitig wegnehmen. Ja. Man sieht natürlich auch, dass zweimal die gleiche Hand trotzdem jeweils die Wahrscheinlichkeit hat, eben zu teilen oder dass die andere Hand gewinnt aufgrund des Flaschens. Beide können ja eine Flasche machen. Kommt aber nicht. Karo-Flasch war möglich. Ist es so ein Diss? Du hast 100. Welche Kamera kann ich gucken? Ist es ein Diss? Kameras? Sind überall hier, zum Beispiel die da. Ich glaube, das ist deine. Diss? Darf ich den auch mal ganz kurz haben? Tja. Wer bettet, gewinnt. Und Josef 2000. Josef bettet 2000. Weitergegeben. Schenken, Margarita. Der hilft. Ich finde das gut. Margarita. Cool. Es ist ja in diesem Fall auch so. Beide haben die gleiche Hand, aber trotzdem. Und der foldet. Eieieiei, der geben. Josef. Aber hätte jetzt Steven nicht vorher mit seinem Flush-Draw ein bisschen Druck machen müssen? Definitiv. Weil definitiv. Jetzt hat er natürlich Josef erlaubt, den Pot zu gewinnen. Und das darf eigentlich nicht passieren, weil... Durch den Flush-Draw, das haben wir am Anfang schon festgestellt, Draw-Kombinationen, wo du Möglichkeiten hast, 4 zu einem Flush, 4 zu einer Straße. Wenn man die nicht aggressiv spielt, dann nutzt man das Potenzial der Hand nicht. Hallo, ich bin Tom. Du hast ja einfach so viele Möglichkeiten. Du kannst dich verbessern und du kannst den Gegner zum Folden zwingen. Das muss man kombinieren mit dem Programm. Oh, das war mal gemein. Hallo, ich bin Tom. Ja. Ein bisschen Druck hätte geholfen, ne? Big Blind bitte hier noch, 1000. Da habe ich mich vertan, schade. Ich habe mich festgeilt. Ich habe mich, ja, nein, nicht vertan, ja, ist...
Gut, dass du das. Du hast ein bisschen genauer aufgeschrieben als ich auf meinem Zettel. Bitte. Das ist ein guter, ein guter Zettel. Fold von Steve. Ja. Fold von Rick. Das Fold jetzt? Von Donny. Das ist nur diese zwei. Ja, ich habe noch 100. Das ja, heißt, alle Fold. Wenn der Big Blind bei mir ankommt, wir bin haben ich definitiv all in. Den ersten Walk des Abends. Family Pot hat nur, Walk hat nur. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Hat jetzt irgendwer irgendwas bekommen? Ich. Ach, schon wieder? Oh, ja, gut. Also, so wie ich das jetzt verstehe, ist Rick Zwangs-All-In, weil er nur noch 100 Chips hatte? Ah. Ja, der hat keine Chips mehr, ne? So, Blinds, bitte, hier, Josef und Steve. Oh, nächste Runde ist Showdown. Der ist 2000 schon? Nee, nee, 500. Kann man? Rick macht sich schon bereit zum Aufstehen. Oh je. Voll also verrückt. Man muss nur noch verdoppeln, nochmal verdoppeln, nochmal verdoppeln, okay, verdoppeln. Noch einmal verdoppeln, verdoppeln und dann geht man als Sieger vom Platz. Genau, richtig. Maybe. Call on me. Das ist am besten immer gegen Josef. Check. Irgendwann wird es funktionieren, okay? Die Geschichte haben wir doch heute schon gehört. Ja. Von Robert. Die gibt es auch immer wieder. Ja, mal. Das ist halt 4000. Also, es ist einfach so dekadent, dass ich einfach mitgehe. Race von Josef. Ja, oder? Ja. Nö, vergiss es. Haben wir blind all in gehen oder so? Also ist ja klar, dass schöne Hand, Dame, ihr ein Kartenspiel, dass ihr euch da gegenseitig... Ja, ja klar, ne, deswegen. Aber so. Irgendwann muss natürlich irgendjemand ihm die Stirn bieten und du hast die Chips dafür, das heißt... Aber dann muss ich mir auch schon sicher sein. Ja, schon. Ja. Irgendwann muss es halt passieren, ne? Moment, man hat jetzt keiner mit Rick gespielt? Quatsch. Liebe Regie, wenn es möglich ist, so, gibt uns doch mal 500, kurz den Chipstand. 100. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade Grütze erzählt habe. Stehst du? Nee, jetzt ist Rick nämlich all in. Allerdings, Minimum ist doch immer 1000. Jetzt hat er alles reingeschmissen. Und er hat noch gewartet, er war gar nicht in der Hand gerade, alles klar. Jetzt ist er ein Big Blind. So, aus Prinzip gucke ich jetzt einfach mal auf meine Karten. Aber mit 100. Dame 8 dominiert Donny. Doch, nee. Dominiert auch Josef. Er ist noch nicht tot. Noch nicht. Call von. Wir gucken gleich nachher mal nach der Hand nochmal auf den Chipstack. Oh, und Steven hat schon wieder Zweier. Wie oft hatte Steven heute schon Zweier? Der hat bestimmt schon irgendwie drei oder viermal Zweier. Wir verfolgen ihn. Einfach 100er, reicht schon. Kannst du bitte mal klein machen? Ja. Okay, gut. Oh, jetzt hab ich... Ey, wer weiß, wie lange es ging? Zwei habe ich gelegt. Ja, aber ich habe dir 500 gegeben, deswegen hätte ich auch gerne 500 kleine. Kann ich mir, kannst du mal klein machen? Noch vier grüne. Nee. Warum lache ich auch noch da drüber? Ja, Dankeschön. Kann ich bitte anfangen? Jetzt witzig. Können wir einen Mainpot machen für Rick, das sind die 300, der Rest ist bei euch drin. Und los geht's mit dem Flop. Und jetzt haben wir eine Situation, dass Rick nur noch 100 hat, aber die anderen können noch gegeneinander spielen und ein neues Spiel aufmachen, ne? Was eigentlich echt gut ist. Jetzt entsteht ein sogenannter Sidepot, also ein Nebenschauplatz zwischen Donny und Josef. Jupp, 2000. Ich glaube, du kriegst maximal 200 wieder. Fold. Echt? Ja, aber du hast ja 100 eingesetzt. Also von ja nur Steve. Von beiden diese 100. Nee, glaube ich. Showdown. Showdown, ja. Jetzt gibt es einen Showdown. Rick verdoppelt. Rick verdoppelt, möglicherweise, wenn jetzt nicht die 7 kommt. In 81% der Fälle. Guck mal, du siehst es. Ein Gutshot Straight Draw, also die 7. Er kann nur noch die 7 bekommen. Hat jetzt ungefähr 20% Gewinnwahrscheinlichkeit von einer Karte. Das heißt, eine auf die nächste sind 10 und dann nochmal. Das war auch nicht genug für den Small Blind, der da 4000 zurück. Aber es kann ja auch noch die 9 und eine 6 kommen. Oder da haben wir noch eine 6 und eine 6 oder eine 9 und eine 9. Mag den Mann hier. Nein. Glückwunsch, Rick. Du Bär. Rick ist back in business. Aber er muss jetzt wieder online stehen. Ja, er hat ja immer noch zu wenig Chips. Kannst du gleich wieder drin lassen für dein Die kannst du gleich wieder drin lassen für dein Morgen. So, jetzt gucken wir uns so, aber wenn noch ich das mal jetzt gewinne, den dann kann Chips-Deck ich von allen gleich an. Wenigstens den Small Blind bezahlen. Damit wir mal, Big Blind dann noch mal genau im Bilde sind, wer überhaupt wie viel aber hat. All in, Baby. Da ist er. Josef dominiert den Tisch. 56.000, Rick nur noch 300 und Donny, wo sind seine Chips hin, fragen wir uns alle. 5.700 und Steve, 17.700. Was für ein Chipverteilung. Im Moment sieht es echt danach aus, Joseph gegen Steve im Heads-Up, aber wer weiß. Wie spielt man denn jetzt gegen Donny kann Comeback machen, jederzeit.
Auch Rick kann jetzt ein paar Mal noch verdoppeln und ja, dann ist er wieder aktiver, wenn ich schlecht bin. Back in Business. Also, ja, was brauchst du? Ich darf gucken. Was war das eben mit den Blinds, Regie? Gut. Fold vom Jupp. Toilette. Und was, wenn die Runde jetzt vorbei ist? Ja, dann. Hat er Pech gehabt. Fold. Ich halt, es kann das nicht mehr. Ja, geil, komm, auf jeden Fall. Showdown. Naja, sorry. Steve ist auch raus. Jo. So. Donny muss nichts machen, weil er schon mit dem Mückern drin ist. Und genau. Also Check ist das mehr oder weniger. Weil gehen jetzt hoch? Aber nur 300 beim Smallblind waren. Und der Flop. Drei Herzen. Jo. Beide treffen. John Dead, oder? Nee, ein Bube noch. Bube, drei. Nischt. Seat ja. Open. Das heißt, good game, Alter. Ich bin raus. Jo. Jo. Oh, Rick. Was geht ab, Alter? Ich bin raus. So, ich muss jetzt in diesen grünen Kreis. Musst, ja, musst du die Ehre der Space Fox retten. Ja, ich bin schon Dritter. Finde ich schon mal gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Aber acht Leute. Genau, besser. Zwei, wir haben hier Geschichten gehört von Robert, der hat in einer privaten Runde mal verdoppelt, mit ganz, ganz wenig Chips. Hat bei dir heute nicht geklappt, aber nicht so schlimm, oder? Ist es okay. Ich bin in den, wie habe ich vorhin gesagt, so Overwatch Deathmatch wäre ich jetzt in den Gewinner vier Personen Dings drin, ne? Ich bin der besseren Hälfte. Auf alle Fälle. Wem traust du jetzt von den noch verbleibenden Köpfen? Den Joseph. Weil er die meisten. Nee, weil er am wenigsten Plan hat und so planlos ist, dass er den planlosen Steven sogar verwirrt, obwohl er sowieso keine Ahnung hat, was abgeht. Also wir laden dich nochmal ein in die Kommentatorenbox. Und hat es den Spaß gemacht? Ja. 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 Du kannst in Zukunft also deinen Pokerkoffer, den du ja nie angerührt hast, seit 10 Jahren mal wieder auspacken. Nein. Okay. Dazu bräuchte ich Freunde. Sehr schön. Also bis gleich. Du hast zwei, die sitzen da hinten. Okay. I can't believe you do this with the chips. Fold von Steve. Ja. Josepinho, ne? Irgendwas muss ich ja machen, mal. Mach es, geh all in. Sonst geht das hier Ewigkeiten weiter. Geh all in. Geh all in. Da bin ich. All in von Donny. Was muss ich machen? Wie viel brauchst du? Wenn du call mit, wirf einmal einen Chip rein. Jetzt kostet das einfach so aus dem Stehgreif oder was? Ich würde es nicht mal raisen wollen. Das geht nicht, der hat ja eh nicht mehr. Das ist so. Das ist einfach nur noch unfair, was ich gerade mache. Es tut mir auch ein bisschen leid. Okay, wie viel brauchst du? Nur protzen. Wirf einen Chip rein. Das wird eh gleich noch gerechnet. Call. Du musst einfach nur sagen. Showdown. Ich hab ein Ass und das gamble ich jetzt. Sonst geht das hier ewig. Ich hab auch Ass. Ass, dreist. Aber ich hab suited, Alter. Suited. Für Donny. Ja, vielleicht ist ja. Come on, Ass King. Carsten, du kennst mich. Wir hatten das schon mal. Letztes Mal durchgezogen. Schön viele. Der Flop. Ja, geil. Oh, stark. Nicht so geil? Neutral. Da haben wir noch ein Draw, Straßen. So, eine Action nach der anderen. So, jetzt seht ihr. Eben haben wir einen All-In gesehen, jetzt müssen wir noch einen All-In sehen. Hier, dein Mikro. Hallo. Und es hat tatsächlich jetzt. Donny hat es erwischt gegen Josef. Oh je. Aber es ist trotzdem ein gerechtfertigtes All-In. Er hat nur noch 6 Big Blinds und Astra Suited muss rein. Kannst du es verkraften, dass wir jetzt nicht mehr ausführlich mit dir sprechen können? Das ist okay. Ich hole aber Donny hier rein, dann können wir vielleicht eine Viererrunde machen. Wieder einer dieser Gäste, der ne? Also, ja. Bis gleich. Das ging alles so zack, 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 zack. Oh, ja. Und wir sind vor allen Dingen im Heads-Up. Und das zwischen Steven und... Zwischen Steven, hättest du es gedacht, dass er in Heads-Up kommt? Also entweder kommt Steven so ganz nach oben oder er fliegt sofort raus. Das war bisher das, was unsere Erfahrung. Also einmal ist er wirklich sofort rausgeflogen, einmal hat er gewonnen. Das war Poker, also so ein ja. Ich gehe mal eben ins Studio, bin gleich wieder hier. Es geht alles so schnell. Ja, das stimmt. Plötzlich geht es so schnell. Gast im Finale. Das heißt, einer von euch armen Schweinen darf wiederkommen. Wer hat denn bis jetzt eigentlich alles gewonnen? Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gerade. Ah. Jetzt das Wissen, aus der Regie. In den Knopf. Letztes Mal die Jody. Ach, Kalussi. Oh, jetzt. Jan Köppen. Ach, der Jan, geil. Fabian Siegeswund. Hundesohn. Oh. Von uns Florian Harten, Dennis Richtarski, Etienne und Schröck. Ich habe früher mit dem ausgerechnet, eben, aber du hast dich am Ende noch so ein bisschen
am Leben gehalten. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch nicht unzufrieden. Ich glaube, ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber irgendwann ist halt dann so, wenn du einen Ass kriegst und die Chip-Unterschiede so krass sind, dann musst du, glaube ich, ich hätte es vielleicht nicht unbedingt machen müssen jedes Mal, aber ich dachte mir so, komm, jetzt ein paar Mal verdoppeln, dann hast du noch eine Chance mitzuspielen. Und deswegen bin ich mit dem Ass jetzt auch am Ende rein, weil so viel hatte ich jetzt auch nicht mehr. Wo sind denn deine vielen Chips am Anfang? Die sind irgendwo dahin geschmolzen. Ja, ja. Wir waren uns, Felix und ich waren uns nicht ganz sicher, ja, wo sie geblieben sind. Weißt du es? Ja, ich kann es dir ganz genau sagen. Ich habe es ja selber vorhin auch am Tisch genauso gesagt. Mein großer Fehler war, ich finde, ich habe ganz gut gespielt, aber einfach ein bisschen zurückhaltender. Also wenn du dir was aufgebaut hast, dann kann ich auch ruhig mal einfach ein paar Hände nicht mitspielen. Dann ist auch gut so. Und die anderen mal machen lassen. Das habe ich nicht gemacht. Ich war immer so, ich wollte mitspielen und habe öfter mal auch einfach den Treebet gemacht oder halt quasi den Big Blind aufs Dreifache erhöht, um einfach ein bisschen die Leute eigentlich rauszuvergraulen und wurde aber sehr oft gecallt. Und ich bin das eigentlich gewohnt, dass wenn man halt dann den dreifachen Big Blind setzt als Chipleader und die Leute einfach nichts haben, dass die Leute rausgehen. Und das ist aber heute einfach nicht passiert, weil ständig immer gecallt wurde und dann muss man halt dann wieder folden und so, deswegen, ja. War trotzdem schön, dritter Platz, reicht ja, zwar nicht für den finalen Finaltisch. Das Finale von der Staffel 8, das gibt es gleich. Wir haben Heads Up, das wird mit Sicherheit großartig. Wir haben Chipleader mit massig Chips und einen so ein bisschen weniger. Donny, vielen Dank. Ja, sehr gerne, danke. Wir spielen wieder No Nage, ne? Ja, absolut. Und kurze Pause, sind gleich wieder hier, dann geht's ins Finale. So, wir sind im Heads Up. Jetzt geht's darum, wer holt sich den letzten Platz für unser großes Finale, 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 Finale. Mit Etienne, Fabian Sigismund, Jody aus dem letzten, zur letzten Staffel und noch vielen weiteren. Ihr könnt natürlich jetzt nicht mehr mitspielen, weil das Spiel mit euren Chips ist jetzt beendet. Wir können uns natürlich jetzt gleich auch mal auf die Rangliste stürzen, wer am Ende gewonnen hat. Und das sind die besten 8 Zuschauer in unserem Ranking. Glückwunsch an Stefanie Kriest mit 103.000 Chips. Knapp dahinter Luigi Del Sarto mit 100.000. Danke fürs Mitspielen und Glückwunsch von unserer Stelle. In der Tabelle. Ich weiß aber nicht. Nee, ich weiß. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieses Heads-Up läuft, Felix. Ich auch. Wir haben jemanden, der hat ungefähr ein Viertel von dem, was der Chipleader, also in dem Fall Joseph, hat. Was ist eine Taktik für Steve jetzt? Also für Steven ist jetzt eigentlich wichtig, am Anfang mit solchen Händen erstmal Flops zu gucken. Genau, das macht er schon genau richtig. Er muss auffüllen. Und wenn er aber gute Hände hat, muss er eigentlich schauen, dass er sehr aggressiv spielt. Dass er raised, dass er das All-In stellt. Vor allem, wenn der Joseph jetzt aggressiv wird, muss Steven eigentlich richtig viel Gas geben. Ach du Scheiße. Moment mal. Das ist schon wieder der zweite Vierling. Ein gefloppter Vierling und Steve lässt sich nicht ein bisschen was an. Die Reaktion ist der Hammer. Und der Spieler zittert nicht. Er ist hinter der Faust. Und er ballert direkt drauf und kriegt einen Call. Das gibt's doch nicht. Das kann er doch nicht bezahlen, dass der Call. Hatten wir das schon mal in einer Staffel? Nein, ne? Ein gefloppter. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Vierling schon mal hatten. Ja, heute. Gleich zweimal dann auch. Oh, da soll ich ein bisschen aufpassen. Quatsch, steht aber ganz schön gut rein, ne? Der macht das gut, finde ich. Was sind typische Anzeichen von Nervosität in so einer Situation? Das war sehr gut. Naja, ich finde, Steven wirkt gar nicht nervös. Ich finde, Steven wirkt einfach. Deshalb wundert mich, was würde man normalerweise erwarten? Ja, dass er vielleicht länger überlegt. Er macht es aber sehr schnell. Ich finde es gut, dass er sehr schnell handelt. Nee, ich meine an Körpertells. Was würde man normalerweise da machen? An körpeilichen Tells, Nervosität, vielleicht sich irgendwo am Gesicht rumfummeln oder also ich hätte dann das Gefühl gehabt, dass irgendwie es gibt so vom Tisch wieder weg. Aber der war ja relativ entspannt und ist einfach Small by Steve. Schnell. Also die Schnelligkeit finde ich gut. Dann war es ja gut. Das beste Blatt von Steve in seiner gesamten Pokerkarriere auf dem Flop erstmal. Bam. Bam. Vierling getroffen. Kann man das mal machen. Ja? Was ich meine, ist also die Emotion da in den Griff zu kriegen, weil dann wird man total nervös und weiß, oh Gott, ich habe das beste Blatt, ich würde zittern und
meine Pumpe würde gehen und, ja, und gute Spiele erkennen. Jeder dann, reagiert ne? da wahrscheinlich anders. Also das ist ja auch die Schwierigkeit bei Tells. So Tells sind immer schwierig, weil man kann sie immer in alle möglichen Richtungen interpretieren. Für manche ist Nervosität, weil sie blöffen und für andere ist Nervosität, weil sie eine tolle Hand haben. Aber es kann ja sein, dass du genauso total ruhig und entspannt bist, wenn du blöffst. Eiskalt. Aber wenn du eine richtig geile Hand hast, denkst du dir, was mache ich jetzt? Gibt es solche und solche. Das ist schwierig. Das ist dann die Kunst auch am Pokertisch, das für euch Profis so rauszufinden, wenn ihr im Live-Game seid. Ne? Ja, da kriegst du halt nur ein Gefühl für, wenn du den Gegner ein bisschen länger studierst und einfach auch sein Setzverhalten studierst. Also du musst halt immer Aufmerksamkeit zeigen am Pokertisch. Du kannst nicht einfach erwarten, dass du generell einfach ein Setzmuster bekommst und sagst, das ist der Tell für Schwäche, das ist der Tell für Stärke. Sowas gibt es nicht. Da ist ja jeder Mensch zu verschieden für. Aber du musst halt immer beobachten, immer dranbleiben. Und das heißt, die Krux beim Pokerspiel, beim professionellen Pokerspiel ist ja auch, du kriegst ja die meiste Zeit keine Karten und schmeißt die weg. Aber genau. Die Zeit musst du dann nutzen, um Informationen zu sammeln. Genau. Poker, unvollständige Informationen. Du musst alle Zusatzinformationen, die du bekommen kannst, sammeln, um das Puzzle dann irgendwann zusammenzusetzen. Nur so kann es gehen. Josef hat noch 8 Outs, die 7 und die 2 machen ihm nämlich die Straße. Ja, aber das Ass auf dem Turn. Steven spielt das schön aggressiv. Und den Button selber unterschieben, soll ich das übernehmen? Wenn er trifft, schön aggressiv. Hin und her. Ich bin ruhig. Ich könnte mir, ohne Witz, du könntest dir jetzt vorstellen, dass Steven das einfach rumdreht. Das wollte ich gerade sagen. Durch pure Aggression. Das kann ich mir auch vorstellen. Man kann ja auch sagen, dass man, also Steve macht mir so einen Eindruck, der ist total unbekümmert. Ja, genau. Mir macht das auch nichts aus, wie ich jetzt, der spielt frei von der Linie und Josef ist so unter Druck seines großen Chipstapels und sagt, eigentlich dominiere ich den, ich muss doch jetzt. Das Ding ist, das ist wie bei den Superhelden, ja, mit großer Macht kommt große Verantwortung und manchmal lässt man das dann einfach so passieren und da muss man aufpassen, das ist schwierig. Uno. Hat nichts getroffen. Josef hat nur den Straight Draw mit der 3 und die Dame als Overcard. Die 8 bringt jetzt zumindest Steven nochmal eine Option auf die Straße. 10 verändert nichts. Jetzt würde derjenige, der anspielt, gewinnen. Macht nicht so viel Spannung her. Steven, spiel an. So, das auch wieder. Game of Chicken. Ne? Wer setzt, gewinnt. Gut, so. Gerade im Heads-Up muss man sehr aggressiv spielen, ne, oder? Das ist eine der ersten Regeln, die ich damals, ich habe ja angefangen mit Fixed Limit Hold'em. Das wir spielen ist No Limit Hold'em. Fixed Limit Hold'em ist, du kannst auf jeder Setzrunde immer nur einen fixen Betrag setzen. Da war die mathematisch beste Strategie sowieso, wenn du Heads-Up bist, musst du immer betten, egal was du hast. Weil diese Bet ist automatisch schon mathematisch vorgetragen, weil der Gegner oft genug wegschmeißen muss. Und das ist eine Grundregel beim Pokern und die kannst du auch ins No Limit übertragen eigentlich. Das heißt, er muss gar nicht so oft wegwerfen, dass das für dich sich das lohnt. Okay. Weil der Pot hat zum Beispiel 1000, du musst nur 500 setzen, das ist die Hälfte des Pottes. Das muss sich für dich sogar nur in ein Drittel der Fälle rechnen, sogar in weniger der Fälle, dass der Gegner, dass du da ihm automatisch Chips mit abnimmst langfristig. Und selbst wenn er mitgeht, das kommt ja noch ein Flop. Genau, und es kommt dann noch eine Turnkarte und es kommt dann noch eine Riverkarte, da kannst du dich auch noch verbessern. Das kommt auch noch dazu. Ich weiß zwar nicht, wie wertvoll jetzt diese Karten sind mit den Chips drin, aber im Normalfall im Casino. Heads-Up ist auch eine ganz eigene Liga, oder? Es gibt ja Heads-Up-Profis, auch die nur das beherrschen so richtig, oder? Heads-Up ist eigentlich die Königsdisziplin des Pokerns, weil du natürlich einfach extrem viele Anpassungen machen kannst an deinen Gegner. Du brauchst gar nicht mehr dich wirklich auf die Karten zu verlassen. Das ist, je mehr Spieler du am Tisch hast, desto mehr musst du dich auch auf die Karten selbst verlassen. Weil, stell dir vor, du hast 9 Spieler am Tisch und du spielst irgendeine Hand aus irgendeiner Position, weil du denkst, naja, ich will die Hand gern spielen, 7-5 oder sowas. Aber vom Gesetz der Wahrscheinlichkeit her ist es einfach so wahrscheinlich, dass hinter dir irgendeine viel, viel bessere Hand aufwacht. Ungeschickte Position. Heads up, jede Karte, beide Spieler kriegen nur 2 Karten und die Wahrscheinlichkeit für die Verteilung ist einfach so unverhältnismäßig, dass du mit jeder Hand eigentlich einsteigen kannst, erstmal grundsätzlich. Können die auch, du kannst ja keinen Anruf kriegen oder sowas. Meine Frau hat sich gerade von mir scheiden lassen. Es kommt dann nur darauf an, wie du sie halt spielst. Button. Da ist Aggression halt. Ich glaube, es ist nicht so schlecht, wenn du das übernimmst. Besser ist das. Wir sind zu abgelenkt mit. Der Carsten, der muss jetzt viel dealen. Für Carsten ist Heads Up das Schlimmste, ne? Ja. Nächste Hand.
Das ist doch ein gefaktes Lächeln. Er kann es durchspielen. Steve also Holt. Du hast recht, ich habe auch das Gefühl. Der Steven fühlt sich wohl und der Josef, der verliert so ein bisschen gerade so das Wohlfühlgefühl. Ich muss noch ein bisschen, ich muss ja eigentlich noch ein bisschen abluchsen, ne? Das geht ja dann. Ich habe jetzt zwei, alles klar. Okay. Ja, er rutscht auch so nervös auf den Stuhl hin und her. Ich glaube, der ist noch nicht so, vielleicht muss man mit Headset auch erstmal ankommen. Der ist noch nicht angekommen. Ich glaube, der muss erstmal... Also die beste Strategie als Chipleader an Josefs Stelle wäre jetzt einfach maximalen Druck zu machen und den Steven einfach immer irgendwie zu raisen, all-in zu stellen. Oder nur nicht immer checken. Genau. Sondern immer, wenn, bloß er, nicht ins Spiel wenn, Josef, lassen. Wenn Steve checkt, immer backen, genau. Rumst. Genau. Weil wenn du nämlich Steven ins Spiel kommen lässt und Flops sehen lässt, kann es sein, dass er trifft. Und je öfter er trifft, desto mehr 4000. Chancen hat er halt, die Pötte mitzunehmen. So wie jetzt zum Beispiel. Achso, ich bin jetzt eine Etage höher einfach gegangen. Mit meinen 94 Coins. Das gefällt ihm nicht. Ach, jetzt hat der Junge Glück. Josef gefällt das nicht. Mhm. Und das Schlimme ist, irgendwann wachst du auf, wenn du so weiterspielst. Ja. Moment mal, ich habe nur noch ein Drittel meines Stacks, was ich am Anfang hatte im Headset. Das ist wirklich so, mit einem großen Stack kommt große Verantwortung. Und er sagt's auch gerade, Gas geben. Er sagt es auch gerade, er habe, ich kann dich nicht einschätzen. Der hat, ist echt gerade kopflastig dabei. Ne? Definitiv. So gesund. Im Grunde, einmal im Jahr habe ich früher immer so eine dicke Mandel bekommen. Lines, bitte. Im Grunde muss er wirklich nur verhindern, dass Steven viele Flops sehen kann. Das habe ich jetzt aber nicht mehr, seitdem ich Vitamin D nehme im Winter. Ach wirklich, holst du nicht die Tabletten? Ja, genau, so eine Tabletten. Ist richtig gut. Leute, falls ihr zuschaut gerade, zufällig, und das seht, Vitamin-D-Tabletten sind der Shit in den kalten Jahreszeiten. Ich nehme die tatsächlich ja auch. Finde ich im Winter wirklich top. Ein Call, ein Check. Na gut, Josef hat natürlich jetzt auch nicht wirklich die Hände zum Raisen. Das brauchst du gar nicht mehr rausgehen. Mit 49 zu checken. Eigentlich auch. Lohnt sich denn aber auch hier wieder. Wer anspielt, gewinnt. Es trifft schon wieder zu. Es wäre wieder so eine Situation. Einfach anspielen. Ich checke. Mitnehmen. Man trifft ja auch nur in 30% der Fälle überhaupt den Flop. Ne? Und wenn, dann triffst du ja meistens auch noch was richtig Schwaches. Siehst du? Und Steven macht das jetzt gut. Ungecalled. Steven nutzt seine Möglichkeiten. Aber Joseph calls jetzt. Karten kannst du gar nicht haben. Mich jetzt. Das ist jetzt ein Trotz-Call, glaube ich. Also das würde mich jetzt echt wundern. Jetzt versucht er ihn so ein bisschen reinzulabern, der Joseph. Und jetzt gecheckt. Den Buben beide zu gecheckt. Labern. Ja, das Lustige ist, Steven hat ja trotzdem noch die beste Hand. Steven gewinnt ja, wenn jetzt keiner setzt. Jetzt muss Josef betten. Gecheckt. Schau. Aber warum checkt er jetzt hinterher? Ja. Two-Pair, 9 hoch. Two-Pair. Das Blöde beim Checken ist ja auch, du musst die Karten zeigen. Ja. Oder du schmeißt, okay, du kannst ja wegschmeißen. Ja, ja, war Risiko. War Risiko. War Risiko, ist geil. Ich wusste, dass keiner ein Bubu oder eine 5 hat. Echt? Weil die Moderatoren nicht aufgeschrien haben. Ach so. Alles klar. Moment mal, wir können auch leise sein. Eindeutiges Indiz. Unglaublich. Dass jemand eine große Hand hat. Also langsam wechselt das alles. Ja, ja, das kann uns gegebenenfalls im Studio auch hören. Muss schon die Pentax stapeln. Letzte Woche war kein gutes Zeichen. Bei uns in der Szene. Oh, wir waren zusammen. Und dann bin einfach so hinten dran. Ja, zum Ende des Spiels werde ich immer geldgeiler, da will ich immer, dass ihr zahlt. Nee, aber ich bin wirklich... Es tut mir leid. Ganz leise. Ein Fold. Early Fold. Early Fold. Aber das hat auch was mit Mindset zu tun. Das ist, Early Poker Bird. Ist ja ein Mindset-Game auch und das Mindset muss halt stimmen. Und gerade in so Situationen, wo du zum Beispiel der Underdog bist, ich mag das sehr gerne, der Underdog zu sein, weil vom Mindset her hast du eine geringere Erwartungshaltung. Das heißt, der Druck ist ultra langweilig zum Tun. Du weißt ja eh, du bist hinten und musst einfach was passieren. Es muss ja was passieren, damit du vorwärts kommst. Dementsprechend kannst du auch einfach alles, was du jetzt gerade an Mitteln zur Verfügung hast, nutzen, weil du ja eh nicht viel zu verlieren hast. Aber der Josef zum Beispiel, der hat die viel schwierigeren Part, der hat eine ganze Menge zu verlieren, der hat nämlich ein Chip-Lead abzugeben. Und da eben dann, das ist das Versammeln. Wir ein Race, das ist sehr künstlerisch aufgebaut, auf 4500. Ich mag auch gerne die Situation. Der war drin. Wie? Ach so, weil er. Und dann drehst du das Ding um. Weil du das so gemacht hast. Trotzdem nicht von dir. Das Stringbett ankreiden. Du kannst immer noch Zweiter werden und mit dem erhobenen Haupt das Ding geraced. Das Ding ist ja auch, es war ja eh keine Erwartung da. Aber das Ding ist, er muss es auch gar nicht weit rumdrehen. Irgendwann kommt nämlich der Punkt, wo sie vielleicht gleich auf sind und dann. Bist du ja schon wieder erhaben über den, der viel verloren hat. Weil der kommt ja von einem höheren Ross quasi runter und du bist der Aufsteiger. Und dementsprechend fühlt er sich dann noch schlechter und dann kannst du ihn noch mehr unter Druck setzen und hast einen riesen Vorteil wieder. Ihr merkt schon, er setzt alles rein. Wir reden über alles, nur nicht über die Karten, weil das spielt vom Heads-Up am Ende gar nicht mehr so eine wirklich wichtige Rolle. Das spielt allein deshalb schon keine Rolle, weil man sieht es ja, es wird kaum getroffen. Es wird einfach nur
All-in. Steven All-in. Was? Nix gegen mehr nix. Josef Colt. Das jetzt mal. Was ist da aber passiert? Steven hat noch die höchste. Da haben wir. Yep. Oh Gott. Ach, König 7. Auf, das könnt ihr doch nicht machen. Ja gut, also 9. Gutshot. König 7 für Josef. Noch vorne. Die 7. Da ist die 7 schon mal. Ist die 7. Jetzt hilft nur noch das Ass oder die 9 zur Teilung. 9 zur Teilung. Ah. Nee. Two pair. Was war das für ein Move? Das weiß ich jetzt. Seed Open. Tournament Open. Ich muss rein. Das war's. Herzlichen Glückwunsch. Felix, komm mit. Ja. Wir klären das auf. Du hast, ja, das Glück, du hast das Glück gepachtet. Ja. Ja, ja, vielen Dank. Also, an sich würde ich ja sagen, ich freue mich, ihn im Finale wiederzusehen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich mich darüber freuen soll. Ja, danke für deine Geduld. Ein mega Bluff von dir und ein. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du tatsächlich doch diesen. Weil es ging doch sehr schnell. Ist, ja. Also du hast es ja auch, ne? Du kannst es ja einfach ziehen. Ja, sorry, ich dachte, weil hier keine Lichter an sind. Ah. Sollen wir beide herkommen? Mm. Ah. Einfach richtig schön mit dir. Das war lustig. Das Spaß Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt sag mir doch mal bitte, was war denn diese letzte Hand? Das war der Bluff-Call. Das war der Bluff-Call. Das nennt man im Changement-Buch den Bluff-Call. Ja, das ist der klassische Bluff-Call. Kannst du ihn auch BC oder BS nennen? Wir hatten uns auf ein langes Heads-Up eingerichtet. Wir haben noch eine Pizza bestellt, ja, noch Bier kaltgestellt. Wir haben gedacht, es dauert noch ein bisschen. Und dann zack, Bums. Ja, ich muss sagen, wir sind ein bisschen müde. Ja, vielleicht ist es auch besser so für alle Beteiligten. Ich weiß nicht. Du hast damit das Große losgezogen. Du bist am Final Table mit den eben erwähnten und freust dich natürlich tierisch drauf, nicht wahr? Nochmal hier zu sein. Also hier bin ich immer gerne, ich liebe ja die Rocket Beans, aber ich kann schon mal denen da draußen am Table sagen, also vor allem Schröck, Sigismund und Kalussi, zieht euch warm an. Vor allen Dingen, das ist eine Ansage. Der Bluff-Call kann ja wiederkommen. Den musst du mitbringen. Es hat uns super Spaß gemacht. Ich fand das, Felix, das war ein super Tisch heute. Es war ein bisschen was anderes, oder? Ja, absolut. Also es war Spaß. Es war einfach reiner Spaß. Das ist immer witzig. Unverschämt. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass ihr da wart. Ihr müsst zurück nach Berlin, glaube ich, gleich noch. Carsten, vielen Dank fürs Dealen. Zum Glück war das Heads-Up nicht so lange. Das ist ja auch immer schön. Vielen Dank nochmal an Jobs, die ganze Sache hier möglich machen. Falls ihr einen Job sucht, geht bei denen auf die Seite. Die haben ziemlich viel und sind kompetent. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ne? Danke. Felix. Tschüss.